fand eine alte Kassette in einer verlassenen Nervenheilanstalt. Ich hätte sie mir niemals anhören sollen. Meine Freunde Jordan, Ashley, Sam und ich sind Urban Explorer. Wahrscheinlich sagt ihr das was, aber falls nicht, wir erkunden verlassene Orte, nehmen sie mit unseren Handys auf und laden die Videos auf YouTube hoch. Alte verlassene Lagerhallen, Vergnügungsparks, Industriekomplexe und so weiter und so fort. Es ist ein lustiges Hobby, aber es kann auch beängstigend sein, um nicht zu sagen gefährlich. Einige der Orte, die wir erkunden, sind abbruchreife Gebäude, die so baufällig sind, dass sie aussehen, als würde ein laues Lüftchen sie umstürzen können. An solchen Orten muss man vorsichtig sein und ständig anhalten, um seine Umgebung zu inspizieren. Man weiß nie, wann eine verrostete Treppe unter den Füßen nachgibt oder ein verrotteter Zwischengang einstürzt und einen 50 Meter tief auf einen harten Betonboden fallen lässt. Ganz zu schweigen davon, dass es immer passieren kann, dass man auf einen gestressten Drogenabhängigen oder einen verrückten Obdachlosen trifft, der dort hockt. Außerdem ist das, was wir tun, nicht gerade legal. Wir waren schon ein paar Mal kurz davor, erwischt zu werden. Einmal hat uns ein Wachmann aus einer verlassenen Fabrik gejagt und ein anderes Mal hat jemand tatsächlich die Polizei auf uns gehetzt. Zum Glück war der Beamte kein allzu großer Sturkopf und hat uns mit einer Verwarnung davonkommen lassen. Ihr denkt wahrscheinlich, dass wir leichtsinnig oder gar verrückt sind, weil wir das tun, was wir tun. Und vielleicht habt ihr recht, aber so sind wir eben. Wir genießen den Nervenkitzel, den wir dabei erleben. Vor 2 Wochen bekam Sam einen Tipp für einen neuen Ort, der sich hervorragend für unser nächstes Video eignete, vor allem weil ja Halloween vor der Tür stand. Eine alte, verfallene Nervenheilanstalt, nicht allzu weit entfernt im nächsten Bundesstaat. Sie war im späten 18. Jahrhundert erbaut worden und stand seit etwa 30 Jahren, ich glaube Anfang der 90er Jahre, leer und hatte eine ziemlich schmutzige Vergangenheit. Angeblich wurde die Anstalt nach einem Skandal geschlossen. Ein Enthüllungsjournalist, der sich als Patient ausgab, deckte alle Arten von Missbrauch und Vernachlässigung seitens des Personals auf. Es gab sogar Gerüchte, dass die Ärzte alle möglichen abgefuckten geheimen Experimente an den Patienten durchführten. Nichts davon ist natürlich bewiesen. Es sind nur die typischen schwachsinnigen urbanen Legenden, die um einen Ort wie diesen entstehen. Offiziell heißt es, das Krankenhaus sei geschlossen worden, weil die Regierung die Mittel aus Haushaltsgründen gekürzt habe. Laut Sam sollte der Ort bald abgerissen werden und dort ein Wohnkomplex entstehen. Also war dies wahrscheinlich unsere einzige Chance, es zu besichtigen. Letztes Wochenende stiegen wir also zu viert in Jordans alten Mazda und machten uns auf eine 2-stündige Fahrt dorthin. Die Einrichtung befand sich in einer relativ ländlichen Gegend am Rande der Stadt. Sobald sie in Sichtweite kam, wussten wir, dass wir nicht enttäuscht werden würden. Ein nicht gerade einladendes, 4-stöckiges graues Steingebäude mit schmalen vergitterten Fenstern stand inmitten einer weitläufigen, stark überwucherten Rasenfläche hinter einem hohen, verrosteten Maschendrahtzaun, der zusätzlich mit Stacheldraht umwickelt war. Jackpot. Das Haupttor zierte ein verblasstes Schild mit der Aufschrift »Zutritt verboten« und war mit einer dicken Kette und einem schweren Vorhängeschloss gesichert. Aber nach ein paar Minuten des Herumstöberns fand Ashley eine Stelle im Zaun, an der ein unerschrockener Entdecker vor uns ein anständig großes Loch in den Maschendraht geschnitten hatte. Wahrscheinlich mit einem Bolzenschneider. Wir schlüpften problemlos hindurch und machten uns dann auf den langen, überwucherten Weg zum Hauptgebäude. Je näher wir kamen, desto unheimlicher wurde mir zumute. Das riesige Steingebäude schien sich über uns zu erheben. Seine imposante Fassade glich fast einem finsteren Gesicht mit vielen schmalen, vergitterten Augen, die kalt auf die 4 Eindringlinge herabstarrten, die sich ihm näherten. Die Haupteingangstür war einst zugenagelt gewesen, aber jemand, vermutlich dieselbe Person, die das Loch in den Zaun geschnitten hatte, hatte die Sperrholzplatte feinsäuberlich entfernt und somit konnte nichts und niemand uns davon abhalten, dort hineinzugehen. Sperrangel weit geöffnet, wie das klaffende Maul einer Bestie, die sich anschickt, ihre Beute zu verschlingen. Jedoch hielten wir uns noch ein paar Minuten lang vor dem Eingang auf, immer noch etwa 20 Meter entfernt, damit Sam Jordan filmen konnte, wie er vor der Einrichtung stand und eine kurze Einführung gab. Dann verringerten wir den verbleibenden Abstand, jeder von uns mit eingeschalteter Handykamera, und betraten das heruntergekommene Gebäude. Wir befanden uns in der Hauptlobby, im Empfangsbereich.
Der Boden war mit allen möglichen Arten von Müll und Unrat übersät. Abgestorbene Blätter, die durch die offenen Türen hineingeweht worden waren, leere Bierdosen, Fastfood-Verpackungen, Zigarettenstummel und so weiter. Vermutlich hatten Jugendliche, die das Gebäude als Treffpunkt nutzten, und Obdachlose, die einen Ort suchten, an dem sie sich betrinken und die Nacht verbringen konnten, das Zeug hinterlassen. Die Wände waren mit Graffiti beschmiert. Auf dem Empfangstresen stand eine Bettpfanne, eine von diesen altmodischen Stahlpfannen. Keiner von uns traute sich, sie näher in Augenschein zu nehmen. Wir sahen uns eine Weile um und entdeckten schließlich das Haupttreppenhaus, welches wir direkt neben den längst verwaisten Aufzügen fanden. Wir gingen die Treppe hinauf und erkundeten das zweite Stockwerk. Es war der Verwaltungstrakt des Krankenhauses, hauptsächlich Büroräume. Ehrlich gesagt gab es in den meisten von ihnen nicht viel Interessantes. Die Etage war bei der Schließung der Einrichtung ziemlich gründlich ausgeräumt worden. Und alles, was übrig blieb, waren ein paar leere Aktenschränke und ausrangierte Teile der alten Büroausstattung. Im Büro des Krankenhausdirektors stand ein offener Schuhkarton auf dem ansonsten kahlen Schreibtisch. Ich schaute hinein und sah, dass er eine Reihe alter Kassetten enthielt, die noch in ihren Hüllen steckten. Aus Neugierde blätterte ich sie durch, es waren ein paar Dutzend Stück. Auf den Etiketten waren sorgfältig verschiedene Namen und Daten von Hand geschrieben worden. Ich wusste nicht, worum es sich handelte, aber Sam vermutete, dass es vielleicht Aufnahmen von Therapiesitzungen mit ehemaligen Patienten waren. Ich nahm wahllos eine und steckte sie in meine Tasche, um sie als Andenken mitzunehmen. Dann setzten wir unsere Erkundung fort und filmten alles, was wir fanden und auch nur im Entferntesten interessant aussah. Um ehrlich zu sein, war der ganze Ausflug eine Enttäuschung. Es gab nicht viel zu sehen oder zu filmen. In den oberen beiden Stockwerken befanden sich die Patientenzimmer, aber sie waren fast alle leer, abgesehen von ein paar verrosteten Bettgestellen, noch mehr Müll und gelegentlich einem Graffito. Es gab keine Operationstische, die mit getrocknetem Blut bespritzt waren, keine verrosteten chirurgischen Instrumente und nicht einmal einen gespenstischen verlassenen Rollstuhl, der in einem der Gänge stand. Als die Anstalt noch in Betrieb war, gab es hier anscheinend nur minimale Sicherheitsvorkehrungen, was den Rückschluss zuließ, dass hier keine besonders gewalttätigen oder gefährlichen Patienten eingesperrt waren. Mit anderen Worten, es gab keine Kellerabteilung im Keller, in der Leute wie Hannibal Lecter sicher vor der allgemeinen Bevölkerung eingesperrt waren. Von der Atmosphäre her hätte es auch ein verlassenes Bürogebäude sein können. Nach etwa einer Stunde beschlossen wir, Schluss zu machen. Jordan filmte das Outro und entschuldigte sich bei den Zuschauern dafür, dass das Video eine solche Enttäuschung war. Dann gingen wir, stiegen wieder in unser Auto und fuhren ohne Zwischenfälle nach Hause. Ich ging meiner normalen Routine nach und hatte unsere Erkundung der psychiatrischen Klinik so gut wie vergessen, bis ich mich am Mittwochmorgen auf den Weg zur Arbeit machte. Ich konnte meinen Autoschlüssel nicht finden, den ich eigentlich immer in meiner Hosentasche trug, und suchte verzweifelt in meiner Wohnung nach ihm. Beim Wühlen in meiner Jacke fand ich zwar nicht meinen Schlüssel, dafür aber die Kassette, die ich aus der Anstalt mitgenommen hatte. Ich hatte sie bereits völlig vergessen. Doch in dem Moment gab es Wichtigeres, also warf ich sie einfach auf meinen Schreibtisch und suchte weiter. Schließlich fand ich meinen Schlüssel. Er war mir aus der Hose gerutscht und hatte seinen Weg unter die Kissen meiner Couch gefunden und kam nur ein paar Minuten zu spät zur Arbeit. Als ich am Abend nach Hause kam, entdeckte ich die Kassette auf meinem Schreibtisch und beschloss, nach dem Abendessen sie mir genauer anzusehen. Es handelte sich um eine handelsübliche Kassette, die in jedes Tape-Deck passte. Auf dem Etikett waren sorgfältig von Hand mit verblasster schwarzer Tinte die Worte Bennett Michael geschrieben worden. Und ein Datum, 17.08.91. Neugierig geworden, ging ich in die Garage und kramte herum, bis ich den alten Rekorder meines Vaters fand. Ich legte ein paar neue Batterien ein und schob die Kassette hinein. Ich war mir nicht sicher, ob der Rekorder oder das Band nach all der Zeit noch funktionieren würde, aber einen Versuch war es allemal wert, dachte ich mir. Ich steckte ein paar Ohrstöpsel in den Rekorder, setzte sie auf und drückte auf Play. Ein paar Sekunden lang war nur ein Zischen oder ein Rauschen zu hören. Dann ertönte eine monotone Männerstimme. Die Tonqualität war auch nach 30 Jahren noch erstaunlich klar und nur leicht verrauscht. Patient 67531, Bennett S. Michael, Sitzung Nummer 7. Die Sitzung wird von Dr. Eugene Winters am 17. August 1991 um 2 Uhr nachmittags durchgeführt.
paar Sekunden lang herrschte eine leicht verrauschte Stille. Dann setzte der Ton wieder ein. Zuerst war das einzige Geräusch das schwere, leicht unregelmäßige Atmen eines Mannes. Dann sprach die professionelle, monotone Stimme von vorhin, der Arzt. Wie fühlen Sie sich heute, Michael? Das unregelmäßige Atmen ging weiter. Keine Antwort. Michael? Eine zweite Stimme ertönte nun. Sie klang, als gehöre sie einem jüngeren Mann. Die Stimme war aufgeregt und voller unterdrückter Emotionen. Die Stimme eines Mannes in Aufruhr, der darum kämpft, seine Fassung zu bewahren. Was zum Teufel kümmert es Sie, wie ich mich fühle? Was spielt das überhaupt für eine Rolle? Es gibt nichts, was Sie tun können. Alles, was Sie tun, ist mir immer und immer wieder dieselben verdammten Fragen zu stellen, jedes Mal. Die Emotion hinter diesen Worten könnte Wut gewesen sein. Oder etwas anderes. Das ist ein wesentlicher Bestandteil Ihrer Therapie, Michael. Wir müssen an die Wurzel dessen gehen, was die Ursache für Ihre psychische Erkrankung ist, um Ihnen die notwendige Behandlung zukommen zu lassen, die Sie benötigen, damit die Symptome, die Sie aktuell einschränken, minimiert werden und oder Sie damit besser umzugehen wissen. Bullshit! Spuckte der jüngere Mann aus. Sie spielen nur mit meinem verdammten Kopf wie alle anderen Psychiater auch. Für Sie bin ich nur ein weiterer Freak, mit dem Sie Ihre kleinen Psychospielchen treiben können. Ein Verrückter, den Sie ausnutzen können, um in den großen medizinischen Fachzeitschriften veröffentlicht zu werden. Der Arzt antwortete betont leise. Ich versuche nur, Ihnen zu helfen, Michael. Es gibt nichts, was Sie tun können, um mir zu helfen, Doc. Es gibt nichts, was irgendjemand tun kann. In der Stimme lag eindeutig Wut, aber noch etwas anderes. Furcht. Bitte, Michael, Sie müssen mit mir zusammenarbeiten, wenn Sie hier herauskommen wollen. Sie haben sich geweigert, den anderen Ärzten zu sagen, wovor Sie solche Angst haben, weswegen Sie nachts schreiend aufwachen. Warum sagen Sie es mir nicht, Michael? Es könnte befreiend auf Sie wirken, es endlich rauszulassen. Einige Momente des Schweigens. Dann sprach der Mann. Die ganze Wut war aus seiner Stimme verschwunden. Aber die Angst blieb. Er sprach mit geschlagener Resignation. Gut. Ich werde es Ihnen sagen. Nur um es rauszulassen. Sie werden mich für verrückt halten, aber das tun ja eh schon alle. Deshalb bin ich ja in dieser Klapsmühle. Warum also nicht, verdammt? Er gluckste humorlos. Er brauchte ein paar Sekunden, um sich zu sammeln, bevor er begann. Wissen Sie, wie es ist? Wenn man sein ganzes Leben lang das Schlimmste weiß, was man je wissen könnte, Doktor? Das Schlimmste, was irgendjemand jemals wissen könnte? Wissen Sie, wie es ist, jeden einzelnen Moment in purer Angst zu leben? Angst wovor, Michael? Was wäre, wenn Sie Dinge sehen könnten, die andere Menschen nicht sehen können? Dinge, die die Menschen nicht sehen sollten. Dinge wissen, die ein Mensch nicht wissen sollte. Ich kann diese Dinge sehen, Doktor. Es begann, als ich 8 oder 9 war. Da fing ich an, sie zu sehen. Sie? Fragte der Doktor. Die Vergessenen. So nenne ich sie. Sie nennen sich selbst die Uralten oder die Ursprünglichen. Was sind sie, Michael, diese Vergessenen? Die Leute reden von Spuk, von Geistererscheinungen. Man hört die ganze Zeit davon. Manche Leute behaupten sogar, sie könnten mit ihnen kommunizieren. Sie kanalisieren, um ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Spiritualisten, Hellseher, wie auch immer man sie nennen will. Die meisten von ihnen sind völliger Bullshit, Betrüger. Aber vielleicht gibt es ein paar, die es wirklich können. Doch Hellseher kommunizieren mit toten Menschen, menschlichen Geistern. Der Mann hielt inne und stieß einen zittrigen Seufzer aus. Wenn es sich um die Geister von Menschen handeln würde, könnte ich vielleicht damit umgehen. Vielleicht hätte ich mich daran gewöhnen und es mit der Zeit akzeptieren können. Aber die Vergessenen sind keine Menschen. Und sie waren es nie. Fahren Sie fort, Michael. Ich höre Ihnen zu. Sie sind alt. Sehr, sehr alt. Sie starben lange, bevor die Menschheit auf der Erde existierte.
Aber bevor sie starben, leben sie hier für lange, lange Zeit. Der Planet ist Milliarden von Jahre alt, Doc. Und Menschen gibt es erst seit ein paar Millionen Jahren. Glauben Sie wirklich, dass unsere Zivilisation die erste war, die je existierte? Dass niemand vor uns hier war? Sie waren die ursprünglichen Herrscher der Erde. Sie sind seit Hunderten von Millionen Jahren tot, lange bevor die Dinosaurier auftauchten. Aber ihre Geister sind immer noch hier. Das waren sie schon immer. Unsichtbar für uns. Sie beobachten uns. Es gibt kein Leben nach dem Tod. Verstehen Sie? Kein Himmel, keine Hölle. Wenn du stirbst, sitzt dein Geist einfach hier fest. Für immer. Die Vergessenen haben gesehen, wie sich die menschliche Rasse entwickelt hat. Sie sahen unsere Zivilisation aufsteigen. Und sie hassen uns. Sie haben uns schon immer gehasst. Sie sehen uns als Eindringlinge. Eindringlinge. Diebe, die sich die Welt, die ihnen einst gehörte, unter den Nagel gerissen haben. Ich verstehe. Ja, sicher tun sie das. Wie sehen diese Vergessenen aus, Michael? Das wollen sie nicht wissen. Antwortete der Mann mit angespannter, zitternder Stimme. Sie sind monströs. Unbeschreiblich und so voller Wut. Und Neid und Rachsucht. Ich weiß das alles, weil sie es mir sagen. Sie kommunizieren mit ihnen? Fragte der Arzt. Ach, ja, die ganze Zeit über. Sie wissen, dass ich sie sehen kann. Ich kann nicht verstehen, was sie sagen, wenn ich wach bin. Sie sprechen in ihrer eigenen Sprache. Aber wenn ich schlafe, kommen sie in meine Träume zu mir. Und dann kann ich sie verstehen. Die Vergessenen hassen uns. Aber sie können uns nicht verletzen. Sie können uns nicht berühren, denn sie sind Geister und wir sind lebendig. Wir sind vor ihnen sicher, solange wir am Leben sind. Aber wenn wir sterben, wenn unsere Geister sich von unseren sterblichen Körpern trennen und wir in ihr Reich hinübergehen, dann ist es Zeit für ihre Rache. Es gab eine längere Pause. Der Arzt sagte nichts, um das Schweigen zu brechen. Der Mann fuhr fort. Wer auch immer sich die Hölle ausgedacht hat, die Dämonen, die gequälten Seelen in der ewigen Verdammnis, vielleicht hat auch er einen Blick darauf erhaschen können, was die Vergessenen mit den Geistern der Toten machen. An dieser Stelle endete die Aufnahme. Der Ton brach ab und die zischende Stille setzte wieder ein. Ich ließ das Band noch ein paar Minuten laufen. Aber da war nichts mehr. Dann schaltete ich den Rekorder aus, holte die Kassette heraus und starrte sie lange Zeit einfach nur an, beunruhigt von dem, was ich gerade gehört hatte. Aus Neugier gab ich Michael S. Bennett und den Namen der Nervenheilanstalt bei Google ein. Ich fand einen Nachruf in einer Lokalzeitung über einen Michael Samuel Bennett. Er war am 11. November 1994 im Alter von 31 Jahren gestorben, aber in der Todesanzeige stand nicht wie. Ich recherchierte weiter und fand einen Zeitungsartikel über seinen Tod. Er starb allein in seiner Wohnung an Leberversagen infolge einer jahrelangen Alkoholsucht. Auch ein Bild von ihm war dort veröffentlicht worden. Es zeigte das hagere Gesicht eines Mannes mit dunklen Ringen unter gequält dreinblickenden Augen. Ich konnte nichts finden, was darauf hindeutete, dass er eine Vorgeschichte mit psychischen Problemen hatte oder jemals Patient der Anstalt gewesen war. Vielleicht wollte seine Familie das aus der Zeitung heraushalten. Oder vielleicht waren die Krankenhausunterlagen vertraulich behandelt worden. Vielleicht war es nicht einmal derselbe Mann. Die Dinge, die dieser Mann auf dem Band sagte, machen mir immer noch Angst. Er war so überzeugt von den Dingen, die er angeblich sehen konnte. Ich versuche mir einzureden, dass ich nur dramatisiere, dass das, was ich gehört hatte, nichts als die verrückten, paranoiden Wahnvorstellungen eines extrem gestörten Geisteskranken waren. Mehr nicht. Das ist alles, was es ist, richtig? Das ist alles, was es sein kann, oder?
Denn das Böse hat viele Gesichter. Von Ellie K. Road. Kapitel 1. Schweig für immer, mein Herz. Mit finsterer Miene beobachtet er, wie die Mitarbeiter der Spurensicherung eingehüllt in weiße Plastikanzüge jeden Zentimeter der Wohnung auf den Kopf stellen. »Ah, sieh an! Da ist ja der Herr Kommissar! Hast du ja ganz schön Zeit gelassen!« ruft ihm sein Kollege in einem spöttischen Ton zu. »Im Gegensatz zu dir stecke ich bis zum Hals in Arbeit. Außerdem war ich mitten in einer Etatbesprechung, als mich dein Anruf erreichte. Hat eben eine Weile gedauert, bis ich mich da losreißen konnte.« brummt er mit einem genervten Augenrollen. »Ich hoffe, der vielbeschäftigte Herr hat dann trotzdem Zeit, sich die Leiche anzusehen?« kontert sein Gegenüber mit hochgezogener Augenbraue. »Quatsch nicht so viel rum, David. Womit haben wir es zu tun?« »Das solltest du dir besser selber mal ansehen, Simon«, entgegnet er ernst und deutet ihm mit einer Geste seiner Hand die Richtung. Wenn sein Kollege ihn in diesem Ton beim Vornamen nennt, dann muss die Sache übel sein. »Ach du Scheiße, was für ein kranker Mist ist das denn?« flüstert der Kommissar fassungslos, als er den kleinen Raum betritt, der wohl als Nähatelier gedient hat. Ringsherum liegen Stoffrollen und Schnittmuster, sowie Maßbänder, Nadeln und allerlei Garn herum. Das Zimmer wirkt, als wäre eine Farbbombe explodiert. Wände, Decke, Boden, überall sind rote Flecken und Spritzer in unterschiedlicher Größe, Stärke und Form zu sehen. »Sind das da?« »Knöpfe, das hast du ganz richtig erkannt«, beantwortet der Kriminalbeamte David Jungblut die Frage seines Kollegen, bevor dieser sie ganz aussprechen kann. Ungläubig beugt sich Simon Wolf hinunter zu dem toten Körper, der vor ihm liegt. Die hellen Fasern des Teppichbodens sind getränkt von dem Blut, das sich in einer großen Lache unter dem Leichnam gebildet hat. Das aschblonde Haar der Toten klebt in verkrusteten Strähnen an ihrem kalkweißen Gesicht. Zu Lebzeiten muss sie eine attraktive junge Frau gewesen sein, aber die groteske Art und Weise, mit der ihr Mörder sie drapiert hat, hat ihr jegliche Schönheit geraubt. Ein schwarzer, dicker Faden verläuft durch kleine Löcher kreuzförmig über ihre vollen, blassen Lippen. Auf ihre geschlossenen Augenlider hat der Täter münzgroße, dunkelbraune Knöpfe genäht. Blutstropfen quillen unter den Nähten hervor und bahnen sich in dunklen Spuren ihren Weg über die helle Haut. »Die Tote heißt Sandra Hellström, 24 Jahre alt, ledig. Sie hat mit ihrem Freund Edward Mendelson diese Wohnung gemietet. Von ihm fehlt jede Spur. Alle Kontaktversuche unsererseits liefen bisher ins Leere«, erklärt David im professionellen Ton. »Todesursache?« hakt der Kommissar emotionslos nach. »Laut der Ersteinschätzung des Rechtsmediziners sind die diversen Stichverletzungen todesursächlich. Genaueres kann er aber natürlich erst nach der Obduktion sagen.« »Sebastian war schon da? Hat er sonst noch was entdeckt, was von Interesse für uns ist?« erkundigt sich Simon, den Blick noch immer auf die Leiche gerichtet. »Ich sag ja, dass du ewig hierher gebraucht hast. Er hat noch zwei Sachen festgestellt. Zum einen befindet sich in den Ohren der Toten ein weiches Material. Es könnte Füllwatte sein, aber das wird uns dann das Labor sagen.« »Und zum anderen?« David räuspert sich kurz, bevor er weiterspricht. »Den Wundrändern und Einblutungen nach, die sich um die Nähte herum befinden, scheint die Frau noch am Leben gewesen zu sein, als man ihr Augen und Mund zugenäht hat.« »Na klasse. Also haben wir es hier mit einem sadistischen Psychopathen zu tun.« »Wer hat sie gefunden?« seufzt Simon schwer. »Eine Nachbarin, die Tür stand offen und sie wollte nachsehen, ob alles in Ordnung ist. Dabei ist sie auf die Leiche gestoßen«, antwortet David mit Blick auf seinen Notizblock. »Was hat sie da?« erkundigt sich Simon und nickt in Richtung der Toten. Über die Innenfläche ihrer Hand verläuft ein tiefer, langer Schnitt. »Sebastian meint, dass das wohl nichts mit dem tödlichen Angriff zu tun hat. Eine einfache Schnittverletzung, die sie sich bereits zuvor zugezogen haben muss. Bei unserer Ankunft war ein Verband darum gelegt, den unser Leichenbeschauer zur Überprüfung abgenommen hat«, antwortet David achselzuckend. Schwerfällig erhebt sich der Kommissar wieder, was seine Knochen mit einem leisen Knacken kommentieren. »In Ordnung, dann sollen die Jungs von der Spurensicherung alles eintüten, was sie finden, und dann ab mit ihr zur Rechtsmedizin. Wenn sonst nichts mehr ist, fahre ich jetzt zurück aufs Revier und warte auf die Berichte. Bevor die nicht da sind, können wir sowieso nichts machen. Für den Freund geben wir eine Fahndung raus. Sein Verschwinden stinkt bis zum Himmel«, weist Simon Wolf seinen Kollegen an, der zustimmend nickt. »Simon, was denkst du, haben die Nähte und die Watte zu bedeuten?« »Nichts sehen, nichts hören,
nichts sagen. Was soll das heißen? Mensch, David, mit allgemeinem Wissen ist es bei dir nicht weit her, oder? Das bedeutet so viel wie, das Böse nicht wahrhaben wollen. Vermutlich wollte ihr Mörder uns etwas in diese Richtung mitteilen, erläutert der Ermittler. Dabei sieht er sein Gegenüber an, als wäre dieser ein kleines Kind, das eine dumme Frage gestellt hat. Ich mach mich auf den Rückweg. Du regelst das hier schon allein. Also, eine Sache wäre da noch, hält David den Kommissar zurück, der sich bereits zum Gehen abgewandt hat. Was denn jetzt noch? Marvin, kannst du mir bitte mal das Beweisstück Nummer 1 geben? Ruft David aus der Tür heraus einem Mitarbeiter der Spurensicherung zu. Es dauert keine Minute, bis dieser mit einer Plastiktüte angelaufen kommt, in der eine blutverschmierte Puppe steckt. Was ist das denn? Fragt Simon irritiert und verzieht dabei das Gesicht. Die saß auf dem Bauch der Toten, den Blick auf die Tür gerichtet. Gruselig, oder? Erklärt ihm sein Teamkollege und hält dabei die Tüte nach oben. Gott, ich hasse Puppen. Kapitel 2. Alles Böse wächst im Verborgenen. Das leise Rauschen der Autos, die in unregelmäßigen Abständen auf der nahegelegenen Autobahn vorbeiziehen, verstärkt die Müdigkeit nur noch mehr, die schwer auf Sandras Lidern lastet. Ein herzhaftes Gähnen treibt ihr die Tränen in die Augenwinkel. Verstohlen schielt sie auf die Zeitanzeige auf dem Handy-Display. 3 Uhr morgens. Nur noch ein paar Stunden durchhalten, dann kommt die Frühschicht und sie kann in den wohlverdienten Feierabend starten. Mit zusammengekniffenen Augen begutachtet sie die Dreckspur, die sich von der Eingangstür bis zur Mitte des Verkaufsraums zieht, wo sie sich in Richtung der Getränke und der Kassen aufspaltet. Es regnet in Strömen und jeder nächtliche Besucher hat nur noch mehr feuchten Schmutz von draußen hereingetragen. Es ist ja ein Rätsel, warum die Menschen nicht einfach den Abstreifer benutzen, der extra vor die Tür platziert worden ist. Seufzend schlurft sie schweren Schrittes in Richtung der kleinen Abstellkammer, aus der sie Wischmopp, Eimer und Putzmittel hervorkramt. Dicke Regentropfen prasseln unaufhörlich gegen die Fensterscheiben, während eine sonore Frauenstimme leise, melancholische Liedzeilen zum Besten gibt. Die bittersüße Musik dringt nur gedämpft durch die an der Decke befestigten Radiolautsprecher. Je weiter sich die junge Frau vorarbeitet, desto dreckiger und dunkler wird das Putzwasser in ihrem Eimer. Aus der klaren Flüssigkeit mit den winzigen Schaumkronen ist eine trübe, brackwasserähnliche Brühe geworden. Als Sandra den Eingang erreicht, erklingt plötzlich das glockenhelle Geräusch der Türklingel, das stets jeden Kunden bei seinem Eintritt begrüßt. Langsam hebt sie ihren Blick. Vor ihr steht ein Tier von einem Mann, der sie um mindestens einen Kopf überragt. Sein Gesicht ist kaum zu erkennen. Es liegt größtenteils im Schatten einer tief heruntergezogenen Kapuze. Nur Mund und Kinnpartie sind sichtbar. Dunkle Bartstoppeln ziehen sich über vernarbte Haut. Wasser tropft von seiner durchnässten Kleidung auf den frisch gewischten Boden hinab und hinterlässt hässliche Flecken. Entschuldigung, nuschelt er mit einem Dialekt, der verrät, dass er nicht von hier ist. Er macht einen Schritt nach hinten und wischt sich seine Schuhe an dem Abstreifer ab. Na du, kannst du mir sagen, wo ich ein Frühstück mit einem ordentlichen Pott Kaffee und eine Zeitschrift herbekomme? Während er spricht, entblößen seine Lippen 2 unvollständige Reihen gelber Zähne. Kaffee und Essen bekommen Sie von mir. Zeitschriften befinden sich auf der rechten Seite ganz hinten. Wenn Sie sich etwas ausgesucht haben, dürfen Sie gerne im Restaurantbereich Platz nehmen. Ich bringe Ihnen dann Ihre Bestellung. Irgendwelche bestimmten Wünsche, was das Frühstück angeht? Antwortet Sandra bemüht freundlich und deutet mit dem Finger in die entsprechende Richtung. Ist mir egal, von so einer hübschen wie dir schmeckt mir sicherlich alles, erwidert er und leckt sich dabei mit der Zunge über die spröden, aufgeplatzten Lippen. Krampfhaft versucht sie, das professionelle Lächeln aufrechtzuerhalten und sich den Ekel nicht anmerken zu lassen, während er sich an ihr vorbei in Richtung der Zeitschriften schiebt. Ein unangenehmer Geruch, eine beißende Mischung aus kaltem Zigarettenrauch und Schweiß dringt dabei unbarmherzig in ihre Nase. Nachdem Sandra hinter ihm hergewischt hat, macht sie sich daran, frischen Kaffee aufzubrühen und ein Rührei mit Toast vorzubereiten. Immer wieder wirft sie dabei ihrem einzigen Kunden verstohlene Seitenblicke zu, doch dieser sitzt ganz unschuldig an einem der kleinen Tische und wartet auf seine Bestellung. Hier, bitteschön, lassen Sie es sich schmecken. Vorsichtig stellt sie das beladene Tablett vor ihm ab. Unruhig schwappt der dampfende Kaffee in seiner Tasse hin und her. Als sie zurück zur Kasse gehen will, greift der Fremde plötzlich nach ihrem Arm.
Mit festem Griff legen sich seine ölverschmierten Pranken um ihr schmales Handgelenk. »Schnecke, wo hast du denn deinen Kopf? Hä? Soll ich da mit den Fingern essen?« lacht er laut auf. Irritiert sieht sie hinunter auf die Tischplatte. Erst jetzt fällt ihr auf, dass sie vergessen hat, ihm Besteck zu reichen. »Wenn Sie mich loslassen, dann bringe ich Ihnen gerne noch Messer und Gabel«, presst Sandra hervor, woraufhin er seinen Griff lockert und die Hände hochhält, als würde er sich ergeben. Als sie das fehlende Geschirr zu ihm bringt, zieht er seine Kapuze hinunter. Zum Vorschein kommt ein haarloser, tätowierter Schädel. Seltsame Symbole und Zeichen ziehen sich in schwarzen Linien über die kahlrasierte Haut. Sie muss sich redlich bemühen, nicht ungeniert auf seinen Kopf zu starren. Während er sich schmatzend das Essen schmecken lässt, beginnt sie damit, die restlichen Tische abzuwischen. Krümel, halb aufgegessene Pommes, angetrockneter Ketchup, klebrige Limoflecken. Manchmal fragt sie sich, ob sie Menschen oder doch eher Tiere hier bedient. »Nanu, wo kommst du denn her?« Verwundert blickt sie hinunter auf die Puppe, die einsam und verlassen am letzten Tisch auf einem der Stühle sitzt. Als würde sie auf jemanden warten. Vermutlich hat einer ihrer kleinen Kunden sein Spielzeug hier vergessen. Vorsichtig hebt Sandra sie hoch. Sie ist in etwa so groß wie ein Neugeborenes und unerwartet schwer. Das Köpfchen scheint zwar aus Porzellan gefertigt zu sein, der Rest des Körpers ist aber weich. Die ehemals weiße Beschichtung ist bereits gräulich verfärbt und hauchfeine Risse ziehen sich spinnennetzartig von der Nase aus über das gesamte Gesicht. Große, saphirblaue Kulleraugen stieren ihr leblos entgegen. Das haselnussbraune Haar wirkt stumpf und farblos, als würde ein Grauschleier darüber liegen. An ihren winzigen Füßen trägt sie schwarze Lackschüchen, deren Glanz vermutlich bereits vor Jahren verloren gegangen ist. Scheinbar ist ihr Besitzer nicht sehr sorgsam mit ihr umgegangen. Der hauchzarte Spitzenstoff ihres Kleidchens ist stellenweise durch Risse und Löcher stark beschädigt. Was früher mal ein heller Beige-Ton war, hat sich zu einem unappetitlichen Gelb verfärbt. Zudem verläuft vorne auf der Brust eine Spur aus seltsamen, dunkelbraunen Flecken. Nachdenklich betrachtet Sandra Hellström das Spielzeug. Ein neues Kleid genäht, die Haare aufgefüllt, alles etwas aufpoliert und schon könnte sie versuchen, das Teil im Internet zu verkaufen. Ihr ist bekannt, dass manche Sammler für solche Stücke eine ganze Stange Geld bezahlen. Das Püppchen sieht alt aus. Vielleicht ist es möglich, im Internet etwas über ihre Herkunft zu erfahren. Liebhaberstücke mit Hintergrundgeschichte verkaufen sich noch besser. Eine Sache, die sie als Tochter eines Antiquitätenhändlers gelernt hat. Sie klemmt sich die Puppe unter den Arm und marschiert an dem Mann vorbei, der die letzten Krümel seines Rühreis mit der Fingerkuppe vom Teller aufsammelt. »Was hast du denn da für ein hässliches Teil? Das würde ich gleich mal in eine Mülltonne werfen«, ruft er ihr zu und leckt sich die Essensreste genüsslich von den Fingern. Man darf Dinge nie nach ihren Äußeren beurteilen. Was auf den ersten Blick hässlich wirkt, kann eine ungeahnte Schönheit in sich tragen, erklärt sie fröhlich. Manchmal kann eine hübsche Hülle aber auch das schrecklichste Grauen in sich tragen, brummt er leise. Wie bitte? Ja, vergiss es, Mädel. Ich hab nichts gesagt. Achselzuckend greift sie hinter dem Tresen nach ihrer Jacke, die sie sich flink überwirft. Brauchen Sie noch etwas? Ich würde die Puppe sonst noch schnell zu meinem Auto bringen. Erkundigt sie sich bei ihrem Gast, woraufhin dieser nur schweigend den Kopf schüttelt und an seiner Tasse nippt. So schnell wie möglich huscht sie durch den Regen zu ihrem Wagen, ein uralter, klappriger VW-Käfer, und verfrachtet das Spielzeug auf die Rückbank. Unbarmherzig zerrt der eisige Wind an Sandras Kleidung. Das prasselnde Geräusch der Regentropfen und die vorbeiziehenden Autos sind so laut, dass sie nicht bemerkt, wie sich ihr jemand von hinten nähert. Erst als sie die Autotür zuschlägt und sich umdreht, registriert sie die Gestalt, die sich vor ihr aufgebaut hat. Vor Schreck entfährt ihr ein spitzer Schrei. »Habt ihr das Geld passend auf den Tisch gelegt? Pass auf dich auf!« Verabschiedet sich der Mann und marschiert mit angezogenen Schultern auf einen großen Truck zu. In dem Versuch, ihr wild pochendes Herz zu beruhigen, legt sich Sandra eine Hand auf die Brust. »Freak«, flüstert sie, bevor sie zurück in die trockene Wärme der Raststätte flüchtet. Der Rest ihrer Arbeitszeit verläuft ereignislos. Als die Morgendämmerung den neuen Tag ankündigt, ist alles erledigt und bereit für die Frühschicht. Der Duft von Kaffee und frisch aufgebackenen Brötchen wabert in der Luft, als die Türklingel das Eintreffen der Ablöse ankündigt. »Guten Morgen, Liebes! Mensch, das ist ein Sauwetter, hä? Fahr nachher bloß vorsichtig!« flötet ihr ihre Kollegin fröhlich zu.
Es fasziniert Sandra immer wieder, wie man zu dieser frühen Stunde so gut drauf sein und so frisch aussehen kann. Sie fühlt sich aktuell eher wie frisch ausgekotzt. Guten Morgen, Franzi. Sei mir nicht böse, aber ich bin total K.O. Können wir unseren Morgenkaffee heute ausfallen lassen? Ich will einfach nur nach Hause. Begrüßt sie die Mitarbeiterin mit einem erschöpften Lächeln. Klar, gar kein Problem, winkt sie lachend ab. Nachdem sich Sandra von ihrer Kollegin verabschiedet hat, läuft sie zu ihrem Auto. Dicke Wolken bauen sich bedrohlich zu dichten Türmen auf und der Regen will nicht verebben. In weiter Ferne ist ein unheilvolles Grollen zu hören und ein greller Blitz zerreißt das dunkle Grau dieses Morgens. Müde lässt sich Sandra hinter dem Lenkrad nieder. Mit geschlossenen Lidern lehnt sie den Kopf nach hinten und atmet tief ein und aus. Als sie die Augen wieder öffnet und zur Seite blickt, bleibt ihr fast das Herz stehen. Neben ihr auf dem Beifahrersitz sitzt die Puppe und starrt sie finster an. In ihrer Position wirkt sie wie ein Kind, das nur darauf wartet, dass Mama es anschnallt und losfährt. Sandra hätte schwören können, dass sie das Spielzeug vorhin auf die Rückbank gelegt hat. Vermutlich spielt ihr der übermüdete Verstand nur einen Streich. Kopfschüttelnd steckt sie den Schlüssel in die Zündung und startet den Motor. Kapitel 3. Wo Finsternis herrscht, schweigt das Licht. Was hast du denn da wieder mitgebracht? Mit einem schiefen Lächeln betrachtet Edward, den sie liebevoll nur Ed nennt, die Puppe in ihrer Hand. Die habe ich in der Raststätte gefunden. Vermutlich hat ein Kind sie dort vergessen. Ein paar Verbesserungsarbeiten und sie ist wie neu, dann kann ich versuchen, sie im Internet zu verkaufen, ruft sie ihm über die Schulter hinweg zu, während sie schnurstracks durch die Wohnung direkt auf ihr kleines Nähatelier zumarschiert. Ein paar Verbesserungsarbeiten? Das Teil braucht eine Rundumsanierung. Wenn du mich fragst, gehört die in die Tonne und nicht in unsere Wohnung, brummt er ihr mürrisch hinterher. Das habe ich gehört, Ed. Ich meckere doch auch nicht herum, wenn du wieder neues Equipment anschleppst und das, obwohl dein Musikzimmer fast aus allen Nähten platzt. Wie lange kennst du mich schon, hä? 5 Jahre? Du weißt, dass ich auf die Restauration solcher alten Dinge stehe. Und bisher habe ich fast alles gewinnbringend weiterverkauft, kontert sie einige Minuten später, als sie die Küche betritt, in der ihr Lebensgefährte gerade sein Frühstück zubereitet. Mit einem neckischen Augenzwinkern stibitzt sie ihm eine Blaubeere aus seiner Müsli-Schale und lässt sich auf einem der Küchenstühle nieder. Meinem Hang zur Nostalgie hast du es auch zu verdanken, dass ich überhaupt mit dir zusammen bin, setzt sie nach und reckt ihm dabei herausfordernd das Kinn entgegen. Was soll das denn jetzt bitte heißen? Empört er sich und stemmt dabei die Hände in die Hüften. Schmunzelnd betrachtet sie ihn von oben bis unten. An fast jedem Finger seiner rechten Hand glänzt ein breiter, silberner Ring, verziert mit Kreuzen oder Totenköpfen. Der Stoff seiner eng anliegenden schwarzen Hose ist auf Kniehöhe an mehreren Stellen zerrissen und über dem weißen Shirt trägt er eine helle Jeansjacke, auf die sie selbst mehrere Bandpatches genäht hat. Die 80er haben angerufen, Herr Mandelson. Sie hätten gerne wieder ihre Klamotten zurück, kichert sie frech. Mit einer dramatischen Geste wirft er sich das dunkelbraune, gewellte Haar hinter die Schulter. Frau Hellström, Sie haben absolut keine Ahnung, wovon Sie da reden. Das hier... Dabei breitet er seine Arme aus und deutet mit einer Hand auf seinen Körper. Ist einfach nur großartig. Leise klimpern die Edelstahlketten an seiner Hose, als er auf sie zukommt. Er beugt sich zu seiner Freundin hinunter und umfasst ihr Kinn mit seinen Fingern. Ihre Gesichter sind so nah, dass sich fast die Nasenspitzen berühren. Die Fransen seines Ponys hängen ihm tief in die Stirn und verdecken beinahe seine perfekt geschwungenen Augenbrauen. Du stehst doch drauf, raunt er ihr mit einem schelmischen Grinsen zu und drückt ihr anschließend einen Kuss auf die Stirn. Total. Sandra versucht dabei ironisch zu klingen, doch der liebevolle Ausdruck in den Augen straft ihrer Worte Lügen. 4 Tage später, 3 Uhr morgens. Unruhig wälzt sie sich im Bett hin und her, während Ed friedlich neben ihr schnarcht. Frustriert wirft sie ihre Decke zurück. In den letzten Tagen hat sie kaum Schlaf bekommen. Glücklicherweise hat Sandra die Woche frei und muss sich wenigstens nicht so erschöpft zur Arbeit schleppen. Ein unangenehmer Druck breitet sich in ihrem Kopf aus und schwillt immer weiter an, bis dumpfer Schmerz damit beginnt, gegen ihre Schläfen zu pochen. Seufzend setzt sie sich auf und starrt in die Dunkelheit hinein. Die Scheinwerfer eines vorbeifahrenden Autos werfen seltsame Schatten an die Zimmerwand,
die unruhig auf und ab tanzen. So lautlos wie möglich schwingt sie die Beine über dem Bettrahmen, doch da kommt auch schon Bewegung in Eds Körper. »Kannst du wieder nicht schlafen?« nuschelt er schlaftrunken, das Gesicht fest in das Kissen gedrückt. Die Daunen verschlucken die Hälfte seiner Worte. »Nicht wirklich. Schlaf weiter, Schatz, ich geh ins Atelier«, raunt sie ihm zu und streichelt dabei zärtlich über seinen Kopf, was er mit einem leisen Brummen quittiert. Auf Zehenspitzen huscht sie durch die Schlafzimmertür und zu ihrem Nähatelier. Als sie den Lichtschalter betätigt, flackert die Lampe einige Male unruhig auf, bevor sie den Raum vollständig erhellt. Irritiert sieht Sandra zu dem Ohrensessel, der in der linken Ecke des Zimmers steht. Fast, als hätte das Ding auf sie gewartet, sitzt dort die Puppe den Kopf in Sandras Richtung gedreht. Eine Gänsehaut wandert über ihre Nackenunterarme. Beschwören kann sie es nicht, aber eigentlich ist sie der Meinung, dass sie das gute Stück gestern auf dem Nähtisch zurückgelassen hat. Oder hat sie die Puppe doch dort drapiert? Kopfschüttelnd schlurft sie zu dem Spielzeug, hebt es hoch und platziert es auf ihrer Arbeitsfläche. Müde lässt sie sich auf ihrem Stuhl nieder und reibt sich die brennenden, rot unterlaufenden Augen. Sie wirft einen Blick auf die Wanduhr. 3 Uhr morgens. Das gleiche Spiel wie die letzten 4 Nächte. Todmüde fällt sie ins Bett, nur um von grotesken Träumen gequält stets zur selben Uhrzeit aufzuwachen. Es sind wirre Szenen, die sich hinter ihren geschlossenen Lidern abspielen. Sie sieht Ed, er ist blutüberströmt und lacht so laut, dass sie ihre eigenen Gedanken nicht mehr hören kann. Doch es ist kein fröhliches, herzliches Lachen. Es klingt fremd, als wäre es nicht von dieser Welt. Unnatürlich, tief und rau. Und dann ist da noch jemand. Oder etwas. Es steht hinter Ed, glotzt sie aus der Dunkelheit heraus mit großen blauen Augen an. Sie kann erkennen, wie sich Eds Haare unter den schweren Atemzügen des Etwas bewegen, das hinter ihm lauert. Ein schepperndes Geräusch reißt Sarah abrupt aus ihren Gedanken und lässt sie erschrocken aufkeuchen. Verwundert sieht sie hinunter. Das Gefäß mit den Scheren und Stoffmessern ist vom Tisch gefallen und der Inhalt hat sich kreuz und quer auf dem Boden verteilt. Ihre Augen huschen von den scharfen Werkzeugen hoch zur Puppe, die dort liegt, wo vorher der Behälter stand. In dieser Position sieht es fast so aus, als hätte das Porzellanpüppchen die Dinge absichtlich nach unten gestoßen. Aber das ist vollkommen unmöglich. Allein die Tatsache, dass sie so etwas überhaupt nur denkt, ist total albern. Vermutlich ist sie selbst mit dem Ellbogen daran gekommen und hat es versehentlich umgeworfen. Stirnrunzelnd betrachtet Sandra das Spielzeug. Sie hat es so gut es ging sauber gemacht. Als nächstes ist ein neues Kleid dran. Im Internet hat sie bereits ein hübsches Schnittmuster gesucht und ein bezaubernder Stoff mit Blumendruck liegt ebenfalls schon bereit. Waren die Risse im Porzellan schon immer so tief und dunkel? Bei näherer Betrachtung wirken sie wie Adern, die sich in einem schwarzen Geflecht über die glatte Struktur des hellen Materials ziehen. Mit ihrem Daumen streicht sie vorsichtig darüber. Plötzlich stapfen schwere Schritte über den Gang. »Ed!« ruft sie zaghaft aus dem Zimmer heraus. Sie lehnt sich in ihrem Stuhl ein Stück nach hinten, um in den Flur sehen zu können. Es ist zu dunkel und der Lichtschein, der sie blendet, zu grell, als dass sie etwas erkennen könnte. Wieder ist das leise Knarzen von Holz zu hören, so als würde jemand sein Gewicht auf den Dielen verlagern. Für einen kurzen Augenblick kommt es Sandra so vor, als könnte sie schwache Atemgeräusche vernehmen. »Ed, bist du wach?« Als sie keine Antwort erhält, erhebt sie sich und geht auf die geöffnete Tür zu. Ein eisiger Hauch streicht über ihr Gesicht und lässt sie erzittern. Hastig tastet sie an der Wand nach dem Lichtschalter. Ein leises Klicken, dann flutet der helle Schein den Gang und vertreibt die Finsternis. Niemand ist zu sehen. Es herrscht gähnende Leere. Erleichtert atmet sie auf. Vermutlich ist sie einfach nur total übermüdet. Ihr Verstand spielt ihr Streiche und gaukelt ihr Dinge vor, die nicht da sind. Kopfschüttelnd löscht sie alle Lichter und krabbelt zurück zu Ed unter die warme Bettdecke. Ihre Augenlider sind schwer wie Blei und es dauert nicht lange, bis sie übergleitet in einen unruhigen Schlaf. Inventurliste der staatsanwaltschaftlichen Asservatenkammer. Datum 29. Dezember 2022. Beweismittelverzeichnis zum Aktenzeichen 11JS 13666-22.
Tatvorwurf Mord zum Nachteil Sandra Hellström. Überführungsstück Nummer 1. Kinderspielzeug, Porzellanpuppe. Aufbewahrungsort unbekannt. Aktenvermerk: Beweismittel konnte bei der Inventur nicht mehr aufgefunden werden. Nachermittlungsauftrag gestellt. Überführungsstück Nummer 12. Tagebuch. Aufbewahrungsort Asservatenkammerfach 25. Für die Ermittlungen notwendige Auszüge. 13. März 2022. Keine Ahnung, ob es am Stress der letzten Tage liegt, aber irgendwie ist Ed komisch. Er fährt momentan immer sofort aus der Haut, egal um was es geht. Die letzte Umarmung oder liebevolle Geste liegt schon Tage zurück. Hoffentlich wird es bald wieder besser. Wie sagt man so schön, in der Liebe gibt es Höhen und Tiefen. 21. März 2022. Eine neue schlaflose Nacht verbracht. Wie immer das gleiche Spiel. Kurz wegnicken, schlagartig um 3 Uhr wach werden. Ed lag nicht im Bett. Hab ihn im Nähzimmer gefunden. Er stand einfach nur da und hat die Puppe angestarrt, die ich aus der Raststätte mitgenommen habe. Wie angewurzelt stand er minutenlang so da. Dachte schon, er würde schlafwandeln. Kann nicht sagen, was in diesem Moment gruseliger war. Die Puppe oder Ed, wie er schwankend davor stand. Hab versucht, ihn zu wecken, indem ich ganz vorsichtig an seiner Schulter rüttelte. Der Idiot hat sich so abrupt umgedreht, dass ich vor lauter Schreck nach hinten gefallen bin. Anstatt sich zu entschuldigen oder mir aufzuhelfen, hat er mich richtig angeschnauzt. Er wolle in Ruhe gelassen werden und ich solle mich ins, ich zitiere, ins Schlafzimmer verpissen. Kann man sich nicht vorstellen. Er kenne ihn kaum noch wieder. 22. März 2022. Ed wusste heute Morgen nichts mehr von den nächtlichen Vorkommnissen. Eine Entschuldigung gab es demnach natürlich auch nicht. 1. April 2022. Ed redet kaum noch etwas. Er ist zu einem gefühlskalten Arschloch mutiert. 7. April 2022. Hier passiert eine Scheiße nach der anderen. Ed driftet immer weiter von mir ab. Ist kaum noch zu Hause, sondern nächtelang unterwegs. Keine Ahnung, wo er sich herumtreibt. Im Wäschekorb war heute ein blutverschmiertes Shirt von ihm. Er wollte nicht damit rausrücken, ob es sein Blut oder das von einem anderen Menschen ist. Hat mir das Kleidungsstück förmlich aus den Fingern gerissen und ist mal wieder verschwunden. Lange halte ich das mit ihm nicht mehr aus. Als wäre das nicht schon schlimm genug, geht in der Bude hier auch alles drunter und drüber. Die Leitungen müssen wohl defekt sein. Die Lichter flackern oder gehen manchmal einfach mitten in der Nacht an und wieder aus. Außerdem stinkt es hier manchmal wirklich ekelerregend. Nach fauligen Eiern. Hab die Quelle dieses immer wiederkehrenden Gestanks noch nicht ausfindig machen können. 26. April 2022. Ich glaube, Ed wird krank. In den letzten Wochen hat er stark abgenommen. Ist doch kein Wunder. Er isst ja kaum noch etwas. Wie eine wandelnde Leiche sieht er aus, blass und eingefallen. Letzte Nacht wurde ich von seltsamen Geflüster geweckt. Es mag irre klingen, aber ich könnte schwören, dass da zwei unterschiedliche Stimmen miteinander geredet haben. Als ich aufgestanden bin, um nachzusehen, war da aber nur Ed. Er stand im dunklen Hausflur, das Gesicht zur Wand und hat irgendwelche unverständlichen Worte vor sich hin gemurmelt. Es klang fast wie eine Art Singsang. Habe ein, zweimal seinen Namen gerufen, aber er hat nicht reagiert. Bin dann einfach wieder ins Bett. Kein Bock drauf, nochmal so angeschnauzt zu werden wie beim letzten Mal. Irgendwann kam er dann auch wieder ins Bett, als wäre nichts gewesen. Ich glaube, der Mann braucht Hilfe. Ende der Auszugsliste. Himmels Willen, Ed, was hast du gemacht? Fassungslos starrt Sandra auf die kurz geschnittenen Haare ihres Freundes. Es ist nicht so, dass ihm dieser Schnitt nicht stehen würde, aber seine lange Mähne war ihm immer heilig gewesen, weswegen es umso verwunderlicher ist, dass er sie einfach so hat kürzen lassen. Allgemein hat sich sein Erscheinungsbild in den letzten Tagen stark verändert. Die kultigen Klamotten sind einem langweiligen, fast schon biederen Kleidungsstil gewichen. Er war nach Veränderung. Manchmal muss Altes weichen, damit Neues wachsen kann, murmelt er. Wie bitte? Hakt sie verwirrt nach, doch er winkt nur ab, als wäre sie eine nervende Fliege. Was ist denn in letzter Zeit mit dir los? Dein Verhalten ist unerträglich. Gibt es etwas, das ich wissen sollte? Bohrt sie weiter. Du bist lästig, lautet seine eisige Antwort und ohne ein weiteres Wort verschwindet er in seinem Musikzimmer. Sprachlos bleibt Sandra zurück. Was bitte war das denn eben? Wut kocht in ihr hoch.
Sie braucht dringend eine Ablenkung, denn sonst droht sie zu explodieren. Zornig stapft sie in ihr Atelier und wirft geräuschvoll hinter sich die Tür ins Schloss. Okay, Kleine, wollen wir mal schauen, wo du herkommst, sagt sie zu der Puppe. Dabei rollt sie das Kleidchen hoch, um einen Blick auf die Herstellermarkung werfen zu können, die sich auf der Hinterseite des Spielzeugs befindet. Nachdem sie die entsprechenden Angaben in die Suchmaschine eingegeben hat, klickt sie auf Enter und wartet gespannt auf die Ergebnisse. Tatsächlich erhält sie eine ganze Reihe interessanter Treffer. Am vielversprechendsten scheint ihr ein alter Zeitungsartikel in einem der Sammlerforen zu sein. Armin Marsch gehörte 1930 mit zu den deutschlandweit bekanntesten Herstellern von Porzellanpuppen. Zu dieser Zeit besaß das Land bereits eine florierende Spielzeugindustrie mit vielen traditionsbewussten Handwerksbetrieben, die sich auf die Produktion dieser Puppen spezialisiert hatten. Seinen größten und zugleich traurigsten Erfolg feierte der Spielzeugmacher aber erst im Jahr 1935 mit der Lorelei-Kollektion. Hierbei handelt es sich um eine Serie aus 13 weiblichen Puppen. Der Name und das Aussehen dieser Handarbeiten sind eine Hommage an Armin Marschs verstorbene Tochter Lorelei Marsch. Bis heute wirft ihr plötzliches Ableben viele Fragen auf. Bekannt ist nur, dass sie im Kindesalter eines unnatürlichen Todes starb. Ihr Vater folgte ihr 2 Jahre später ins Grab. Der Grund hierfür sei sein gebrochenes Herz gewesen. Zuvor erweckte er aber sein Kind in Form dieser Puppen wieder zum Leben. Interessant und unheimlich zugleich, für diese Zeit nicht untypisch, verwendete der Handwerker für die Puppenperücken der Lorelei-Kollektion das echte Haar seiner Tochter, welches zum Teil entsprechend gefärbt wurde. Bis heute versuchen ehrgeizige Sammler erfolglos alle 13 Puppen zu finden, um die Sammlung wieder zu vervollständigen. Unter dem Artikel befinden sich 2 grobkörnige Schwarz-Weiß-Fotografien. Eine davon zeigt die 13 Puppen, die sich nur in Haarfarbe und Kleidung voneinander unterscheiden. Das andere ist dem kleingedruckten Text nach eine Totenfotografie von Lorelei Marsch. Darauf abgebildet ist ein kleines Mädchen, höchstens 10 Jahre alt, das mit geschlossenen Augen und leicht schiefgelegtem Kopf auf einem Stuhl sitzt. Ein weißes Spitzenhäubchen bedeckt den kahlgeschorenen Schädel. Im ersten Moment könnte man vermuten, dass sie nur schläft. Auf ihrem Schoß sitzt eine Puppe, den Blick direkt in die Kamera gerichtet. Das Spielzeug ist eine spiegelgleiche Abbildung des Kindes. Von Kopf bis Fuß absolut identisch. Ungläubig huschen Sandras Augen zwischen ihrer Puppe und dem Foto hin und her. Es besteht kein Zweifel, hierbei handelt es sich um das gleiche Spielzeug. Ein lautes Klopfen an der Tür lässt sie erschrocken zusammenfahren. »Was?« ruft sie genervt, ohne eine Antwort zu erhalten. Angewidert schiebt sie mit gerümpfter Nase die Puppe ein Stück von sich weg, sehr darauf bedacht, das Haar nicht zu berühren. Das Wissen, dass es sich dabei um echtes Menschenhaar handelt, widert sie an. Erneut ertönt das Klopfen, diesmal lauter, fordernder. Sie erhebt sich so schwungvoll von ihrem Stuhl, dass dieser fast nach hinten kippt. »Verdammt nochmal, Ed, was willst du?« Ihr bleiben die Worte im Hals stecken, als sie die Tür aufreißt und in den verwaisten Gang starrt. Weit und breit kein Ed zu sehen. Aus der Küche dringt das Geklapper von Geschirr an ihr Ohr. »Falls du denkst, dass das lustig ist, muss ich dich enttäuschen. Im Moment kann ich über solche Kindergartenstreiche wirklich nicht lachen«, schimpft sie, als sie die Küche betritt. Doch Ed würdigt sie keines Blickes. Er steht da und schneidet wie von Sinnen eine Gurke in hauchdünne Scheiben. Schneller und schneller werden die Schnittbewegungen. Immer lauter das Geräusch von Klinger auf Schneidebrett. In ihr keimt die Befürchtung, dass er sich so jede Sekunde den Finger abschneiden könnte. »Sag mal, hörst du mir überhaupt zu?« murrt sie unzufrieden und geht dabei auf ihren Freund zu. Als sie die Hand ausstreckt, um ihn an der Schulter zu berühren, dreht er sich so schnell um, dass Sandra nicht mehr reagieren kann. Ein scharfer Schmerz durchzuckt ihren Körper, als die Klinge durch die empfindliche Haut ihrer Handinnenfläche schneidet. »Scheiße!« zischt sie schmerzerfüllt und versucht geistesgegenwärtig die Blutung mit einem Geschirrtuch zu stillen. »Tut mir leid, das war keine Absicht. Spar dir deine leeren Worte«, spuckt sie ihm förmlich entgegen. Dabei versucht sie angestrengt, die Tränen zu unterdrücken. So wie er spricht, könnte man meinen, er hätte nur etwas verschüttet oder umgestoßen. Sie wendet sich von ihm ab und läuft in Richtung Badezimmer. Bevor sie die Tür hinter sich verschließt, ruft sie ihm noch ein herzloses »Du stehst heute besser auf dem Sofa« zu. 6 Stunden später, 3 Uhr morgens.
Ein penetrantes Geräusch gräbt sich förmlich durch den Nebel des Schlafes hindurch direkt in ihr Bewusstsein. Langsam öffnet Sandra die Augen, blinzelt angestrengt gegen die Müdigkeit an. Immer drängender wird das Kratzen an der Schlafzimmertür, als würde jemand mit langen, spitzen Fingernägeln über das Holz fahren. Das Flurlicht scheint unter dem Türschlitz in das Zimmer. »Hallo? Ed?« Ihre Worte klingen verwaschen. Plötzlich verstummt das Kratzen für einige Sekunden, nur um dann noch lauter und fordernder zurückzukehren. Sogar die Tür beginnt in ihren Angeln zu beben. Schlagartig ist sie hellwach. Sie stürzt aus ihrem Bett heraus. Kurz bevor ihre Finger die Klinke berühren, herrscht Stille. Sandra verharrt mitten in der Bewegung, wartet einige Sekunden ab. Doch weiterhin bleibt alles still. Vorsichtig öffnet sie die Tür einen kleinen Spalt breit und blickt hinaus. Nichts und niemand ist zu sehen. Als sie einen Schritt nach vorne aus dem Zimmer macht, stößt ihr Fuß gegen etwas. Verdutzt sieht sie nach unten. Vor ihr auf dem Boden sitzt die Puppe. Sie starrt direkt zu ihr nach oben. Auf einmal hört Sandra das Knacken von Holz. Ihre Augen huschen in die Richtung, aus der das Geräusch kam. Dort steht Ed. Er sieht seine Lebensgefährtin direkt an. Ein irres Lächeln umspielt seine Lippen. In seiner Hand glänzt die lange, scharfe Klinge eines Küchenmessers. Ein Anblick, der ihr das Blut in den Adern gefrieren lässt. Für den Bruchteil einer Sekunde erstarrt Sandra. Ed, was soll das? Haucht sie ängstlich und tapst mit nackten Füßen zwei Schritte auf ihn zu. Er legt den Kopf in den Nacken, neigt ihn langsam erst nach rechts, dann nach links. Ein ungesundes, lautes Knacken ist zu hören. Dann sieht er sie wieder direkt an. Ed ist schon seit einer ganzen Weile nicht mehr zu Hause. Sandra kennt die Stimme, mit der er da spricht. Es ist nicht seine eigene, aber sie hat sie schon oft genug gehört. Nachts, in ihren Albträumen. Als ein Ruck durch Eds Körper geht, übernimmt ihr Überlebensinstinkt. Sie macht auf dem Absatz kehrt und sprintet in ihr Nährzimmer, verschließt atemlos mit zitternden Fingern die Tür hinter sich. Ed hämmert wie von Sinnen mit den Fäusten gegen das Holz. Um Himmels Willen, Ed, hör auf damit! Brüllt sie ihm angsterfüllt entgegen. Auf der Suche nach etwas, mit dem sie sich verteidigen kann, sieht sie sich panisch um. Ein lauter Schrei entrinnt ihrer Kehle, als sie vor sich auf dem Sessel die Puppe entdeckt, die bis eben noch im Flur gelegen hat. Verzweifelt schlägt sie sich die Hände vor den Mund. Das kann alles nicht wahr sein. Das muss ein Albtraum sein, aus dem sie nicht mehr erwachen kann. Ja, genau, ein schlechter Traum, nichts weiter. Und auf einmal herrscht wieder Stille. Keine Stille, in der man sich sicher fühlt, sondern nur die Ruhe vor dem Sturm. Ein leises Klicken dringt an ihr Ohr. Das Herz schlägt ihr bis zum Hals, als sie sich umdreht und fassungslos auf den Schlüssel starrt, der sich wie von Geisterhand allein in seinem Schloss dreht. Die Angst schnürt ihr die Kehle zu und sie hat das Gefühl, als müsste sie ersticken. Begleitet von einem unangenehmen Quietschen öffnet sich Zentimeter für Zentimeter die Tür. Erst ist es nur ein schmaler Spalt. Eine Hand arbeitet sich Finger für Finger nach vorne, bis die Öffnung so breit ist, dass Eds Gesicht zum Vorschein kommt. Ein Blick in seine Augen verrät Sandra Hellström, dass weder Gnade noch Erbarmen auf sie wartet. Die nächsten Stunden werden nichts weiter als Schmerz und Leid für sie bereithalten. Und irgendwann, wenn Ed mit ihr fertig ist, wird die einzige Erlösung nur noch der süße Tod sein. Und wenn das Licht erlischt, bleibt uns nichts mehr als die Dunkelheit. So leer und schwarz. Wir entdeckten eine alte, verlassene Marionettenfabrik und werden sie heute Nacht erkunden. Es
Es ist so verdammt kalt, murmelt meine Freundin zitternd, und ich wickle meinen Schal vom Hals ab und werfe ihn ihr über die Schultern. Nein, antwortet sie, obwohl sie lächelt. Jetzt wird hier nur kalt. Mir wird nicht kalt, lüge ich, während wir gemeinsam zur Fabrik gehen. Die Fabrik ist schon ewig verlassen. Ein riesiger, halb eingestürzter Monolith hier draußen in der Buschlandschaft. Die Gegend um uns herum ist mit Schnee bedeckt und unsere Schatten sind lang und dunkel im orange-weißen Schein der einzigen noch funktionierenden Straßenlaterne. Es ist noch nicht Nacht, noch nicht ganz. Aber der Tag ist dunkel und düster. Es ist niemand zu sehen und der Schnee vor uns ist frei von Fußspuren. Glaubst du, dass die Gerüchte wahr sind? Frage ich sie, packe sie an den Schultern und lasse sie zusammenzucken. Sie schimpft und stößt mich weg. Mann, ey. Natürlich sind sie wahr. Sie müssen wahr sein. Wir würden doch nicht in ein Gebäude gehen, in dem es nicht spukt, oder? Das wäre ja langweilig. Der Eingang der Fabrik kommt immer näher. Das Glas einer der Außentüren ist zerbrochen, die andere ist mit einer Holzplatte verkleidet, die inzwischen stark beschmiert ist. Eine krude Marionette ist mit weißer Farbe aufgesprüht und darunter steht in schwarzer Schrift die ominöse, kryptische Warnung: Lass dich nicht aufhängen. Lass dich nicht aufhängen, flüstere ich Laura unheimlich ins Ohr und sie lacht und stößt mich ein zweites Mal von sich. Ihr Lachen verstummt, als wir vor die Tür der Fabrik treten. Das Tor ins Unbekannte. Also, sage ich, bist du bereit, hineinzugehen? Ja, antwortet sie und blickt hinter sich. Ja, lass es uns tun. Also gehen wir rein. Ich greife nach dem Griff und stöhne vor Anstrengung, aber es gelingt mir, die Tür einen halben Meter zu öffnen und wir zwängen uns durch den Spalt in die Dunkelheit. Die winterliche Brise wird zu einem stetigen, anhaltenden Rumpeln, während wir uns immer weiter in den Flur und durch weitere zerbrochene Türöffnungen schieben. Hier in der Lobby hängen Porträts, die völlig verstaubt und verblasst sind und von denen nur noch schwache Konturen zu erahnen sind. Wir nehmen uns etwas Zeit, um sie zu bewundern, oder was von ihnen übrig ist, um zu enträtseln, was sie einmal dargestellt haben könnten. Eine dieser verblassten Silhouetten sieht aus wie ein Mann, oder zumindest eine Person mit ausgestreckten Armen. Eine andere Kontur erinnert mich an eine Schnurspule. Ich versuche, einige der Schmutz- und Staubschichten wegzureiben, aber es kommt nicht viel mehr zum Vorschein. Das ist schon unheimlich, murmelt Laura. Was glaubst du, was die hier früher gemacht haben? Keine Ahnung, antworte ich, als wir durch die Lobby in den Hauptraum des Erdgeschosses der Fabrik gehen. Seltsam, dass dieses Gebäude immer noch nicht richtig ausgeräumt worden ist, wenn man bedenkt, wie lange es schon hier steht. Überall um uns herum stehen seltsame, schlummernde Maschinen. Ungewöhnlich und unerkennbar. Dunkle und verrostete Zahnräder, Kolben und zentimeterdicke Staubschichten. Ein Schauer durchfährt mich und ich erschrecke, als ich in der Ecke eine Gruppe bleicher Gestalten entdecke, die uns schweigend beobachten. Aber es sind nur Schaufensterpuppen, Mannequins, gesichtslos und harmlos. Ein nervöses Lachen entweicht meiner Kehle. Laura folgt meinem Blick und stößt mich sanft an. Die Dinger da drüben haben dich doch nicht erschreckt, oder? Hm? Ich schüttle den Kopf und auch sie lacht. Dieser Ort ist wirklich verrückt, murmle ich, während wir herumlaufen und unsere Füße bei jedem Schritt kleine, aber dicke Staubwolken aufwirbeln. An den Wänden hängen noch mehr von diesen verstörenden Graffiti. Von außen sah es vielleicht ganz amüsant aus, das Gekritzel an der vernagelten Tür. Aber hier drinnen, in den Schatten und im Schein unserer Handytaschenlampen, sieht es geradezu albtraumhaft aus. Große, unheimliche Marionetten, weit aufgerissene, starrende Augen und verdrehte Grimassen in bleichem Knochenweiß starren aus der Dunkelheit. Einige dieser Marionetten haben ihre eigenen Puppen, die an Schnüren an den Fingerspitzen der Kreatur hängen. Diesmal lachen wir nicht darüber. Laura greift nach meiner Hand und drückt fest zu. Komm schon, sagt sie, lass uns weiter. Und das tun wir auch. Vorbei an Reihen von kaputten, ineinander verschlungenen Maschinen und einer weiteren Schar von Schaufensterpuppen, die ungeschickt zu Boden gefallen sind, schieben wir eine verrostete und zerbröckelnde Kette von einer Doppeltür. Als wir sie knarrend öffnen und hindurchgehen, sehen wir einen Teil der Fabrik, der noch baufälliger ist als der vorherige.
Ein Teil des Daches ist eingestürzt und durch die Löcher in der Decke sieht man dunkle, schmale Lüftungsschächte und dünne Ströme aus grauem, silbrigem Licht. Durch einige dieser Risse dringt leichter Schneefall und der Boden und die Maschinen sind mit einer dünnen weißen Schicht überzogen. Das ist so verdammt cool, sage ich zu ihr. Und was sagst du? Diese ganze Atmosphäre ist so unheimlich. Meine Worte werden unterbrochen, als sich vor mir etwas bewegt. In einer kleinen Staubwolke gleitet ein Holzbrett von einem Trümmerhaufen und fällt mit einem leisen Klappern auf den schneebedeckten Boden. Wir starren auf die Trümmer, Laura und ich, in Totenstille. Eine Stille, die kurz darauf von einer leisen Stimme in der Dunkelheit unterbrochen wird. Kein Grund zur Sorge. Hi, Leute. Mir gefriert das Blut in den Adern, als eine schemenhafte Gestalt hinter den Trümmern auftaucht. Doch ich versuche mich zu beruhigen, als mir klar wird, dass es nur ein Typ ist. Er hält eine Kamera in der einen Hand und winkt mit der anderen. Ich fühle umgehend diese spürbare Erleichterung meiner Freundin, als sich der Griff um meine Hand deutlich lockert. Hey, rufe ich ihm zu. Er ist ein schmächtiger Kerl, blass und ausgezehrt. Und seltsamerweise hat er zwei dunkle Streifen über und unter jedem seiner Augen gemalt, quer über die Augenlider. »Wie geht's?«, fragt er, während er unbeholfen näher tritt. Er stolpert über ein Brett und stürzt direkt auf uns zu. »Oh!« Laura fängt ihn auf und ich schaffe es, seine Kamera zu greifen, bevor sie zu Boden fällt. »Scheiße! Tut mir leid!« murmelt er, als er sich aus Lauras Griff löst und seine Kamera wieder an sich nimmt. Er nickt uns zu, während er sich den Gurt um den Hals hängt. »Danke. Also ich wollte euch nicht erschrecken. Ich komme manchmal hierher, um Fotos zu machen.« Um seine Aussage zu untermalen, hebt er die Kamera kurz hoch. »Was habt ihr denn vor? Eine kleine Erkundungstour?« »Ja«, antworte ich. »Schön, dich kennenzulernen, Mann. Mein Name ist Gary, das ist Laura.« »Hey«, begrüßt meine Freundin ihn. »Hi«, entgegnet er. »Mein Name ist Kurt.« »Kurt?« Er nickt. »Na, das ist Französisch. Hört mal, ihr solltet hier wirklich vorsichtig sein, wisst ihr? Das Gemäuer hier ist nicht wie die anderen Lost Places in der Gegend. Glaub mir.« Ich deute ein wenig unbeholfen auf seine Augen. Was hat es mit der Gesichtsbemalung auf sich?« Er nickt feierlich. »Das reduziert die Blendung durch die Kamerablitze. So kann man im Dunkeln besser sehen. Das ist in der Fabrik wirklich wichtig. Wollt ihr was davon? Es hilft.« Ich beobachte neugierig, wie er aus seiner Tasche ein kleines Schälchen mit schwarzer Farbe holt, es aufmacht und seine Finger damit einreibt und dann, noch bevor wir etwas erwidern können, greift er in Richtung Lauras Gesicht. Sie macht einen Schritt zurück. Danke. Unbeholfen sieht sie zu mir hinüber. Ich bin mir nicht sicher, was ich von diesem Kerl halten soll, aber ich gehe kein Risiko ein. Vielleicht hat er ja recht. Wahrscheinlich ist es besser, wenn wir einfach gehen. Ja... es war nett, dich kennenzulernen, Kurt. Aber du hast wahrscheinlich recht, vielleicht sollten wir einfach gehen. Kurts Augen leuchten plötzlich auf. Sie sind blassgrau und stechen auffällig aus der dunklen Farbe, die seine Augen umrahmt, hervor. Seine Augen huschen hektisch zwischen uns hin und her. Plötzlich springt er auf, sprintet auf uns zu, stoppt abrupt und starrt hinaus in die Dunkelheit. Irgendetwas stimmt mit ihm nicht. »Zurück«, murmelt er. Dann wird er lauter. »Ihr beide zurück!« Er dreht sich halb um und stößt Laura an die Schulter, die dadurch einen Schritt zurückweichen muss. Er wirft mir einen bösen Blick zu und ich tue es ihm gleich. »Was soll der Scheiß?« zische ich, aber er hält sich einen Finger vor den Mund und bedeutet mir, leise zu sein. Wir verharren mit angehaltenem Atem, während sich unsere Ohren auf die geheimnisvollen Geräusche der Fabrik einstellen. Und ein Schatten schleicht durch die Dunkelheit vor uns. Genau durch die offene Tür, die Laura und ich hinter uns gelassen haben. »Mein Gott«, murmle ich und Laura beginnt leise zu fluchen. Das schattenhafte Ding wird deutlicher, als es weiter ins Licht tritt. Ich kann es nur als eine riesige Ratte beschreiben. Oder etwas, das die Haut einer Ratte trägt, die grotesk über ein Tier gespannt ist, das viel zu groß für jene Haut ist. Es ist grauenhaft. »Fuck«, schreit Laura, als sie in Panik gerät. Während ich nach hinten taumle und nach einem Gegenstand suche, den ich als Waffe benutzen kann, geht Code ruhig nach vorne und hebt seine Kamera. Gezielt blitzt die Kamera hell auf, was sich in den Augen des Monsters spiegelt. Es stößt einen Schrei aus und stolpert in einen Haufen Ziegelsteine.
Schnell wie der Blitz seiner Kamera springt Kurt nach vorne, packt den nächstgelegenen Ziegelstein und schwingt ihn hart auf den Kopf der Kreatur. Mit einem Schwall schwarzer Flüssigkeit und einem unangenehmen Knirschen stößt das Ding einen letzten Schrei aus und bleibt liegen. Es gibt einen Moment der stillen Verwirrung und des Entsetzens. Laura und ich kauern mit großen Augen zusammen und Kurt lässt den Ziegelstein mit einem dumpfen Aufprall auf den Boden fallen. Er schnappt sich den Schwanz der Kreatur und beginnt ihn über den Boden zu ziehen, in Richtung eines der schmalen silbernen Lichtstrahlen, die von der Decke kommen. Kurt, rufe ich zu ihm hinüber. Kurt, was zum Teufel machst du da? Aber er antwortet mir erst, als der Großteil des Monsters im Licht liegt. Dann lässt er den Schwanz fallen und holt tief Luft. Hier, sagt er und zeigt auf das Rattending. Erinnert euch daran, was ihr gesehen habt, an die Graffiti. Und jetzt schaut euch dieses Ding hier wirklich an. Schaut es euch an. Mit pulsierendem Blut tue ich das. Ich blinzle auf das tote Ding, das im Licht gefangen ist. Und es ist, als würde plötzlich etwas in meinem Gehirn ausgelöst werden. Ein Schalter wird umgelegt und ich sehe die Kreatur als das, was sie wirklich ist. Innerhalb einer Sekunde sieht es nicht mehr aus wie eine riesige, tote und ekelhafte Ratte, sondern wie eine Marionette. Ich sehe die Gelenke in ihrem Hals, in ihrem Kiefer. Ich sehe die Mechanismen, mit denen ihre Beine an ihrem nun auffallend künstlich wirkenden Körper befestigt sind. Und ihre Augen. Ihre Augen sehen nicht mehr echt aus. Sie sind eine Fälschung. Glänzende Steine eingepflanzt in einen künstlichen Schädel. Eine Marionette. Was zum Teufel ist das? Frage ich Kurt mit rauer Stimme und er grinst humorlos. Ich bin schon so lange hier und... flüstert er in die Dunkelheit, während der Schnee durch die Decke fällt. Manchmal sehe ich ihn kurz, den Puppenspieler. Wie eine Wolke, die dicht in der Luft hängt, verwoben mit den Schatten der Fabrik. Er tippt auf die Kamera. Und ich werde ihn finden. Ich werde ihn finden. Ich trete langsam aber sicher den Rückzug an und halte Laura dabei fest. Richtig, erwidere ich. Das ist toll, Mann. Wirklich. Aber ich glaube, wir müssen jetzt gehen. Bist du dir sicher? Fragt er und legt den Kopf schief. Der Puppenspieler liebt seine Gäste. Seine Stimme ist sanft und dennoch erfüllt sie den Raum. Vielleicht kann ich ihn heute Abend finden. Ihr werdet herzlich eingeladen, mich zu begleiten. Laura schaut zwischen uns hin und her. Ich glaube, wir sind hier fertig, Kurt. Ihre Stimme zittert. Trotzdem danke. Und damit drehen wir uns um und laufen los. Nicht an Kurt vorbei und zurück durch die Rattentür, sondern quer durch die ganze Halle hinter uns, vorbei an den Trümmern und den Maschinen. Hey, ruft Kurt uns hinterher. Hey, wartet! Aber das tun wir nicht. Wir rasen um eine Ecke und einen dunklen, rohrgesäumten, Spinnenweben verhangenen Korridor hinunter. Ein trostloses und lichtloses altes Notausgangsschild, inzwischen mehr grau als grün, verspricht einen Ausweg. Und wir folgen dem Wegweiser durch einen Raum an der Seite der Fabrik. Der Raum ist voll von Schaufensterpuppen. Schaufensterpuppen und Marionetten. Die meisten sind gesichts- und formlos. Aber jedes Mal, wenn ich zwischen den Trümmern ein Gesicht erblicke, durchzuckt mich ein schrecklicher Stich der Angst. Ein gemeißeltes Lächeln oder ein Grinsen. Große, seelenlose Augen, die im Schein unserer Taschenlampe glitzern. Der Weg nach draußen ist durch Trümmer versperrt. Aber in einer angrenzenden Halle drängen wir uns weiter vor, indem wir uns einen Weg durch die Haufen der grässlich verdrehten Puppen bahnen. Als ich durch eine Ansammlung von Holz- und Silikontieren, hauptsächlich Reptilien, laufe, gibt der Boden unter mir einfach nach. Das verrottete Holz unter meinen Füßen bricht zusammen und ich falle in einer Wolke aus Staub, Holz und Splittern aus Glas und Beton zu Boden. Perry! Ruft Laura panisch von oben, während ich durch die Dunkelheit fliege und mit einem lauten Knirschen auf einem Haufen weiterer Marionetten lande. Ich stöhne, rolle zur Seite und schütze mein Gesicht vor herabfallenden Splittern. Gary! Ruft Laura wieder nach unten. Bist du okay? Ich huste und ein kleiner Staubsturm wirbelt um mein Gesicht herum. Ich huste noch mehr und hebe dann den Kopf zum fahlen Licht, das durch das Loch in meiner neuen Decke hereinfällt. Ja, rufe ich nach oben. Mir geht's gut, Laura. Geh einfach raus, okay? Geh nach draußen und warte am Auto auf mich. Gary!
Es ist alles in Ordnung, okay? Geh einfach, wir treffen uns am Auto. Nach kurzem Zögern nickt sie und verschwindet aus meinem Blickfeld. Ich räuspere mich, nehme meine Umgebung in Augenschein und richte mich langsam wieder auf. Die hektische Panik von vor ein paar Augenblicken weicht einem kühlen Gefühl des allgemeinen Unbehagens. Ich versuche, meinen Herzschlag zu beruhigen, während sich meine Augen an die Dunkelheit gewöhnen. Okay, kein Grund auszuflippen. Denk nach und finde einfach einen Weg nach draußen. Nicht hetzen, nur effizient und vorsichtig sein, murmle ich vor mich hin, während ich durch die Schatten stolpere. Vor meinen Augen bilden sich langsam Formen. Rohre, Plakate und Puppen. Ich stoße gegen einen Haufen Köpfe und einer von ihnen fällt herunter und rollt in einem Bogen direkt vor mir herum. Ich weiß nicht, was für ein Kopf das sein soll. Sieht nicht menschlich aus. Zumindest nicht in dem spärlichen Licht hier unten. Und es ähnelt auch keinem Tier, das ich kenne. Ich schüttel mich ein wenig und gehe an ihm vorbei, um eine Ecke und in einen größeren Raum. Hier gibt es tatsächlich etwas Licht, schwach aber vorhanden. Ein schwaches, flackerndes Orange von einer alten und schlecht verkabelten LED neben einer hölzernen Werkbank. Verstaubte Blaupausen säumen die Wände. Und ich zucke erschrocken zusammen, als ich eine Gestalt in der Ecke des Raumes erblicke. Verdammt, stottere ich, um mich wieder zu beruhigen, als ich feststelle, dass es sich ganz offensichtlich um eine weitere Marionette handelt, die von der Decke herabhängt. Die Fäden sind unglaublich dünn, fast unsichtbar, bis auf das schwache orangefarbene Licht, das sich in den Drähten spiegelt. Diese Figur sieht auch nicht wirklich menschlich aus. Es ist ein schlaksiges, unförmiges Ding. Es ist dünn, etwa 2 Meter groß, seine Füße hängen knapp ein paar Zentimeter über dem Boden und sein Kopf hängt schief zur Seite. Die Marionette ist augenlos und ihr Hals ist länger, als er es meiner Meinung nach sein sollte. Der Mund nimmt gut die Hälfte des Gesichts ein, wenn man überhaupt von einem Gesicht sprechen kann. Sein Kiefer hängt offen und gibt den Blick auf das leere Innere frei. Vor dieser Leere blitzen mir rot-schwarze Scherben anstelle von Zähnen entgegen. Ich könnte kotzen. Das flackernde Licht spielt meinem Verstand einen üblen Streich. Es erweckt nämlich den Eindruck, dass die Kreatur in der Ecke zuckt. Und dann schießt mir die Erinnerung an die monströse Ratte, die wir oben gesehen haben, in den Kopf. Wage es ja nicht, murmle ich leise und schleiche an der Wand entlang zur Tür an der mir gegenüberliegenden Ecke. Wage es ja nicht, dich zu bewegen, du Bastard. Langsam und leise schleiche ich durch den Raum. Ich lege eine Hand auf den Schreibtisch hinter mir, um mich abzustützen, damit ich nicht stolpere oder strauchle. Und die Kreatur wartet in der Ecke. Diese monströse Abnormalität einer Marionette. Ein Albtraum, gehüllt in flackernde Schatten. Bitte, denke ich verzweifelt, bitte beweg dich einfach nicht. Und als ich endlich die Tür erreiche, hebe ich meine Hand vom Schreibtisch, verliere den Halt und kralle mich im Versuch, mich zu fangen, wieder an die Tischplatte. Ich erschaudere und bleibe wie versteinert stehen, als das unerträglich laute Geräusch eines über den Tisch rollenden Bleistifts durch den Raum hallt. Jetzt gerade kommt es mir vor, als wären es Nägel an einer Tafel. Es gibt eine Pause und dann ein leises Klappern und Klirren, als der Stift auf dem Beton unter mir landet. Und als Antwort darauf knarrt der Kopf der Marionette in der Dunkelheit herum. Ich stecke in der Scheiße, bis zum Hals. Wie versteinert versuche ich, mich auf meinen weichen Knien zu halten, während die Fäden des Albtraums zu zucken beginnen. Das Ding schwingt sanft von links nach rechts und mit einem weiteren ekelerregenden Knarren lässt es sich aus seiner hängenden Position auf den Boden fallen. Ich beobachte, wie er langsam seinen augenlosen Kopf hebt, um genau in meine Richtung zu schauen. Sein Kiefer knackt dabei. Ich laufe nicht weg. Die Kreatur ist sich meiner Anwesenheit eindeutig bewusst. Aber ich weiß nicht, ob sie mich sehen kann. Mit angehaltenem Atem und einem Herzschlag, der einem Schleudergang gleicht, verlasse ich lautlos den Raum. Keine Ahnung wie und warum ich das mache, denn ich kann mich nicht daran erinnern, meinen Beinen den Befehl dazu gegeben zu haben. Aber mit einer Vorsicht, von der ich nicht einmal wusste, dass sie möglich ist, schreite ich durch die Schatten der Tür und den angrenzenden Korridor hinunter,
nicht wagen, schneller zu werden, aber auch entschlossen weiterzugehen, wegzukommen von diesem Drecksding. Ein Geräusch, so etwas wie ein leises Knurren oder ein Husten, vermischt mit dem Knirschen von Metallzahnrädern, schallt aus dem Raum hinter mir und lässt einen Strom von Eis durch mein Blut schießen. Ich versuche, mich ein wenig schneller zu bewegen, und einer meiner Füße landet auf einer einsamen Holzspule. Sie klappert und schlägt gegen die Wand und das Knarren hinter mir wird lauter. Ich gebe meine Bemühungen, still zu sein, auf und stürme durch die Gänge auf der Suche nach einer Tür, einer Treppe, nach egal was, nach irgendetwas. Immer weiter kämpfe ich mich durch dieses Gefängnis aus Holz und Stein. Der Gang, in den ich einbiege, wird von einer einsamen roten Glühbirne erleuchtet. Er ist lang und schmal. Und ich renne so schnell ich kann hindurch. Eine Vision von mechanischen Armen taucht in meinem Kopf auf, von Händen, die durch die Wände brechen und nach mir greifen, nach mir gieren. Aber zum Glück bleibt das nur eine Vision, was nicht bedeutet, dass ich den Horror hinter mir gelassen habe. Am Ende des Korridors, vor einer scharfen Biegung in einen anderen, blicke ich hinter mich in den Schatten. Die verdrehte Marionette stolpert hinter mir her und sieht in dem leuchtenden Rot unter der einsamen hängenden Lampe noch furchteinflößender aus. Sie nimmt den gesamten Korridor ein und schlurft so schnell sie kann, schabt über den Beton und in ihrem Inneren knirschen die mechanischen Einzelteile. Sie stößt einen tiefen, hungrigen Schrei aus und greift nach mir. Ich lasse mich zur Seite fallen, rappel mich an der Wand entlang wieder auf und stürme um die Ecke. Hilfe! Schreie ich ins Ungewisse, während ich mein Bestes tue, um zu entkommen. Verdammt doch mal! Irgendjemand! Kurt! Hilf mir bitte! Der Korridor mündet in einem Raum. Auf der anderen Seite des nur vom spärlichen Mondlicht erhellten Raumes befindet sich eine einsame, verschlossene Holztür. Überall liegen zerbrochene Puppen herum. Einige hängen noch an der Wand. Ein paar der Puppen identifiziere ich als Tiere. Andere sind absurde Kreaturen, die ich nicht zuordnen kann. Und es gibt welche, die die Proportion von Kindern haben. Das Geräusch des Schabens auf Beton, die schweren Schritte. Sie werden lauter und lauter. Ich sprinte durch den Raum und versuche, die Tür zu öffnen. Verschlossen. Fuck. Fuck. Ich versuche es noch einmal. Halbherzig schaue ich mich nach einem Schlüssel um. Aber ich kann mich kaum konzentrieren. Ich kann kaum denken. Es gibt keinen Schlüsselhaken. Nichts auf den Schreibtischen. Ich greife nach den Schreibtischschubladen und reiße sie auf. Sie sind voll mit Papieren, mit Klebepistolen und Patronen. Stifte, Schnurspulen und Staub. Immer Staub, aber keine Schlüssel. Das Scharren wird lauter. Ich werfe einen erschrockenen Blick auf die Tür zum Korridor. Nicht mehr lange und der monströse Schatten der Marionette wird sich durch den Türrahmen pressen. Nicht mehr lange. Ich eile zur Tür, setze einen Fuß in den Schutt und trete mit dem anderen so fest ich kann gegen die Stelle neben der Klinke. Die Tür ächzt und zittert. Aber mehr nicht. Ich versuche es noch einmal und trete so fest ich kann. Wieder ächzt sie und Staub regnet von den Scharnieren herab. Aber die Tür verharrt stoisch in ihrer Position. Das Scharren wird immer lauter. Ich kann seine Schritte jetzt deutlich hören. Ohrenbetäubend laut. Ich kann den würgenden, verzweifelten Atem aus seinem monströsen Schlund hören. Ich werfe einen Blick nach hinten und kann sehen, wie sich die Umrisse seines Schattens in den Türrahmen schieben. Komm schon! Schreie ich und trete so fest, ich kann einmal, zweimal, ein drittes Mal. Aber die Tür bricht nicht und das Schloss hält, als wäre es aus reinem Diamant. Ich drehe mich um und drücke mich mit dem Rücken gegen die Tür und erschrecke, als die schlurfende Marionette durch die Türöffnung in mein Blickfeld tritt. Es ist ein großes, verdrehtes Ding und es zuckt unnatürlich, wenn es sich bewegt. Sein Kiefer klappt auf und zwischen den schmalen Zähnen sickert dunkle Flüssigkeit hervor. Irgendetwas räkelt sich in diesem schrecklichen Maul und es wird plötzlich schneller. Ich weiß nicht, wie es ohne Augen weiß, wo ich bin, aber es weiß es eindeutig. Es schreitet aus der Dunkelheit auf mich zu. Das Geräusch seiner Gier schwillt in meinen Ohren zu einem Orchester des Todes an, als die Tür hinter mir plötzlich wie von Geisterhand aufgeht. Ich stolpere rückwärts durch die Tür ins Ungewisse und beobachte schockiert, wie das Monster noch mehr Tempo aufnimmt. Die schwere Tür fällt ins Schloss direkt vor seiner Nase. Laura erscheint neben mir und eilt nach vorn, um den Türriegel wieder in seine Position zu schieben.
Sie dreht sich zu mir um und nimmt mein Gesicht in ihre Hände, während das Monster kreischend und polternd hinter der Tür nach seiner Beute giert. »Geht es dir gut?«, fragt sie, und ich nicke nur fassungslos. »Okay, komm schon. Lass uns von hier verschwinden.« Sie ergreift meine Hand und führt mich zu einer nahegelegenen Treppe. Wir gehen hinauf und treten zurück in das schummrige, graue Fabriklicht. Kurt ist da und nickt mir zu. »Es war dumm, von euch wegzulaufen«, sagt er und schaut mir über die Schulter, die Kamera fest in der Hand. »Aber im Ernst, ich glaube, ihr hattet recht. Es ist Zeit zu gehen. Kommt, lasst uns einfach den Weg zurückgehen, den ihr gekommen seid.« Es fällt mir schwer zu sprechen. Das Bild des Monsters auf der unteren Ebene geht mir nicht mehr aus dem Kopf. Das Bild seines gequälten, zuckenden Körpers, sein hängender Kiefer und diese Fäden, die sich im Licht verfangen haben. Wir erreichen die Halle mit den Löchern in der Decke, die Halle mit der dünnen Schneeschicht und den silbrigen Lichtstrahlen. Und wie in Zeitlupe kommt Kurt langsam zum Stillstand. Er dreht sich zu uns um und mein Blick wandert nach unten, während er in seine Tasche greift. Er hält inne, mustert uns beide und seine Augen treffen die meinen. Die Spannung wächst, bis sie sich mit einem schnellen, traurigen Seufzer löst. Kurt tritt zur Seite. Ich verstehe die Bedeutung dessen, was hier geschieht, nicht ganz. Aber eine seltsame Erleichterung durchströmt mich. »Den restlichen Weg schafft ihr ohne mich«, sagt er leise. »Ihr tut gut daran, nicht mehr hierher zu kommen.« »Danke, Kumpel«, murmle ich und wir treten in den Flur, der sich vor uns auftut. Ich werfe einen letzten Blick hinter mich, bevor wir uns durch die Türen schieben und durch den Raum voller Maschinen zurück in die staubige Lobby und in die Welt da draußen gehen. Innerhalb weniger Minuten sitzen wir wieder in der Sicherheit unseres Autos. Als wir losfahren, drehe ich mich noch einmal um einen letzten Blick auf diese verfluchte Fabrik zu werfen und sehe, wie eine Reihe von Schnüren im silbrigen Licht des Mondes glitzert, die an Kurts Gelenken befestigt sind. Sie sind straff gespannt und ziehen sich hoch in die Schatten über ihn und rundherum. Ich beobachte, wie die Fäden an seinem Kopf gezogen werden und er sich umdreht, um uns beim Wegfahren zuzusehen. Ich höre das leise, traurige Klirren der Rädchen in seinem Körper, sehe, wie sich die Fäden an seinen Armen spannen, als er seine Kamera einstellt. Und ich sehe, wie sich die Schatten über sein Gesicht legen, als er verschwindet und die alte Tür klirrend zufällt. Ich träume immer noch von dieser Fabrik, manchmal. Doch die Träume von Laura sind um einiges schlimmer als die meinen. Ich höre sie im Schlaf. Sie murmelt und hat Angst. Und manchmal, in manchen Nächten, schwört sie, dass sie etwas spürt, das an ihren Gelenken zerrt. Etwas Unsichtbares in der Dunkelheit, das versucht, sie aus dem Bett zu ziehen. Die Legende des Busses, der nur nachts an stillgelegten Haltestellen hält. Es war kurz nach Einbruch der Dunkelheit. Ich stand allein an einer verlassenen Bushaltestelle in einer fast ebenso verlassenen Straße und wartete in der Düsternis auf einen Bus, der sehr wahrscheinlich nie kommen würde. Die meisten Straßenlaternen funktionierten nicht mehr und die verfallenen Industriegebäude beherbergten höchstens noch ein paar Landstreicher. Die einzigen Lichtpunkte, die meine Augen erreichten, waren vorbeiziehende Fahrzeuge, die sich mit großer Wahrscheinlichkeit nur verirrt hatten. Ich hatte einen ziemlichen Bammel davor, dass irgendwelche Kriminellen auftauchen könnten, die mich mit einem ordentlichen Meinungsverstärker in der Hand von meiner Brieftasche trennen wollten, aber ich widerstand dem verführerischen Drang, zurück in die relative Sicherheit der Innenstadt zu fliehen. Nur noch ein bisschen länger und ich würde wissen, ob es die Falcraft-Busroute wirklich gab. Seit Ewigkeiten behaupteten die Menschen in meiner Stadt, es gäbe einen alten Bus, der nachts durch die Straßen des Industrieviertels fährt, auf einer Strecke, die seit Jahrzehnten nicht mehr befahren wird. Und wir sprechen nicht von so etwas wie einem Nachtexpress, so etwas gibt es hier nicht.
Saint-Bas-Marais ist keine besonders große Stadt. Es gibt nur 7 Buslinien, von denen keine nach 22 Uhr fährt. Und keine von ihnen kommt dem Industrieviertel näher als bis zur Alchemy Street. Dennoch gibt es unzählige Gerüchte über einen Bus, der durch die Nacht fährt, stets in derselben Gegend gesichtet, auf dessen Anzeige Route 9, Foulcraft, Fable steht. Angeblich jedenfalls. Niemand hat je ein Foto gemacht, das deutlich genug ist, um die Anzeige wirklich erkennen zu können. Früher, als die Menschen noch im Industriegebiet lebten, gab es eine Straße namens Faircroft. Aber als die Arbeitsplätze in der Produktion verschwanden oder automatisiert wurden, verwaiste Faircroft, bis die Leute begannen, es Foulcroft zu nennen, was so viel wie verwahrlost bedeutet. Schließlich wurde die Gegend abgerissen und der gesamte Landabschnitt wurde Teil des Evelyn-Friedhofs. Leute, die behaupten, den Foulcroft-Bus gesehen zu haben, sagen, er fahre durch eine Unterführung in Richtung des ehemaligen Faircroft-Geländes und verschwinde dann. Abgesehen davon, dass er nur nachts auftaucht, scheint es kein wirkliches Muster zu geben, wann der Foulcroft-Bus auftaucht. Zwischen den Sichtungen können Monate oder sogar Jahre vergehen. Es wäre eigentlich keine so interessante urbane Legende, wenn da nicht ein letztes Detail wäre. Der Foulcroft-Bus befördert angeblich nicht nur Fahrgäste, sondern nimmt und entlässt diese an längst verwaisten Haltestellen. Ich liebe solche Geschichten. Also beschloss ich, dem Ganzen auf den Grund zu gehen. Die Idee kam mir, als ich an einem Automaten Bustickets kaufte. Das mag irrelevant sein oder vielleicht auch nicht, aber diese Automaten werden alle von einem lokalen Unternehmen namens Thorntech hergestellt, das ein Grundstück im Industriegebiet besitzt. Ich weiß nicht, ob es einfach ein Fehler war oder doch etwas Übernatürliches, aber als der Automat meine Anwesenheit bemerkte, ich weiß, es klingt doof, aber ich wüsste nicht, wie ich es anders beschreiben sollte, erschien ein Pop-up-Fenster in dem Stand, dass ich für eine exklusive Buslinie zugelassen sei und wurde gefragt, ob ich dafür nun eine Fahrkarte kaufen wolle. Fast hätte ich auf Nein geklickt, weil ich dachte, es handele sich nur um Spam. Aber die Idee mit einer exklusiven Buslinie machte mich neugierig. Natürlich hätte ich gerne mehr Informationen gehabt, aber das Gerät weigerte sich, mir welche zu geben. Ich hatte nur die Wahl zu kaufen oder nicht zu kaufen. Also klickte ich, noch leicht zögerlich, auf Kaufen. Das Pop-up-Fenster verschwand und ich hörte, wie der Fahrkartenautomat anfing zu surren, als er den kleinen sechseckigen QR-Code-Gutschein ausdruckte, den die Evelyn Transit Commission verwendet. Ich griff nach dem Schein, hielt ihn hoch und sah mir an, was zum Teufel ich da gerade gekauft hatte. Auf dem Ticket stand Erwachsener, Einzelperson, kostenlos, zeitlich begrenztes Angebot. Einlösbar nur an Haltestelle A, Route 9, Foulcroft, Fable. 10 Uhr abends bis 3 Uhr morgens, ad arbitrium. Das Ticket ist nicht übertragbar. Ich war verblüfft. Der Automat hatte mir völlig willkürlich eine Fahrkarte für den Foulcroft-Bus gegeben. Ich dachte, es müsse sich um einen Scherz oder einen Werbegag handeln. Ich fing sofort an, am Automaten herumzudrücken, um mehr herauszufinden. Aber es ließ sich nichts finden. Nichts über Foulcroft, nichts über eine exklusive Buslinie. Eine Online-Recherche brachte auch keine Ergebnisse. Also blieb nur eine Möglichkeit. Und deshalb stand ich um 10 Uhr abends allein an einer verlassenen Bushaltestelle. Ad arbitrium bedeutet, meines Wissens nach Belieben. Ich ging davon aus, dass damit der Wille des Fahrkarteninhabers gemeint war, also mir. Auf der Fahrkarte war kein Verfallsdatum vermerkt oder überhaupt ein Datum. Aber soweit ich wusste, befand sich diese Information im QR-Code. Also beschloss ich, sie sofort zu benutzen, anstatt zu riskieren, dass sie irgendwann ungültig werden würde. Ich versprach mir selbst, dass ich dies nur einmal tun würde. Wenn der Bus nicht kam, war es nur ein dummer Scherz und ich war ein Idiot, weil ich darauf hereingefallen war. Natürlich hätte es auch etwas Schlimmeres sein können als ein Scherz, das war mir klar. Es hätte eine Falle sein können, um mich mitten ins Nirgendwo zu locken und mich an Menschenhändler zu verkaufen oder so. Ich hätte das Ticket wirklich zerreißen und alles vergessen sollen. Aber ich wusste, dass dann eine kleine Stimme in meinem Kopf immer gefragt hätte, was, wenn es echt gewesen wäre? Das war der letzte Gedanke, der mir durch den Kopf schoss, als ich einen Bus um die Ecke biegen sah, der in meine Richtung fuhr. Auf den ersten Blick war daran nichts Ungewöhnliches.
nur einer dieser leuchtend blauen Elektrobusse, für deren Einführung die Stadt viel investiert hatte, um ihre klimaneutralen Ziele zu erreichen. Ich war ein wenig enttäuscht, denn ich hatte einen Phantombus erwartet, der ein wenig antiquierter war. Ich warf einen Blick auf die Busanzeige in der Gewissheit, dass dort nur außer Betrieb stehen würde. Stattdessen stand dort Route 9, Foulcraft, Fable. Unheilvoll verlangsamte er seine Fahrt und hielt in Richtung der Bushaltestelle an. Ich kämpfte gegen den Instinkt an zu fliehen und blieb stattdessen mit meinem Fahrschein in der Hand stehen. Der Bus rollte aus und kam sanft zum Stehen. Die vordere Tür war genau auf mich ausgerichtet. Ein pneumatisches, schlangenartiges Zischen entwich, als sie sich öffnete. Auf dem Fahrersitz saß ein älterer, dunkelhäutiger Mann mit kurz geschnittenen weißen Haaren und einer dünn gerahmten Brille. Er sah freundlich und professionell aus und trug dieselbe blaue Kombination aus Krawatte und Pullover, die ich schon bei anderen Busfahrern gesehen hatte. Aber wenn man bedenkt, wie wenige Busfahrer wir hatten, war es schon ein wenig beunruhigend, dass ich ihn noch nie gesehen hatte. »Guten Abend«, begrüßte er mich mit einem Lächeln und einem Nicken. Ich nickte zurück und machte einen zaghaften Schritt in den Bus. Ich begann, das Ticket zum Scanner zu schieben, zögerte aber dann. »Können Sie mir sagen, welche Haltestelle die Endhaltestelle ist?«, fragte ich. »Fable Street, wie es auf dem Schild steht. Ich bringe Sie hin, keine Sorge. Die Fahrt könnte allerdings etwas holprig werden, aber ich bringe Sie schon hin«, versicherte er mir. Mit einem dankbaren Nicken scannte ich die Fahrkarte ein und die Türen schnappten hinter mir zu. Noch bevor ich mich hingesetzt hatte, fuhr der Busfahrer schon wieder auf die Straße zurück. Offenbar hatte er es eilig loszufahren. Ich betrachtete mein Spiegelbild im Fenster, hatte Mühe, etwas dahinter zu erkennen und fragte mich, ob irgendjemand dort draußen war, der mich nun im mythischen Foulcraft-Bus wegfahren sah. Mit einem Blick in den Innenraum vergewisserte ich mich, dass ich wirklich der einzige Fahrgast im Bus war. Und ja, dem war so. Auch im Inneren schien nichts Ungewöhnliches zu sein. Ich lehnte mich ein wenig aus meinem Sitz, um zu sehen, wohin wir fuhren, und sah, dass der Fahrer uns direkt zu der Unterführung brachte, wo sich der Bus laut den Zeugen immer in Luft aufgelöst hatte. Mit einem nervösen Schlucken griff ich nach der nächstgelegenen Stange und machte mich auf das gefasst, was kommen würde. Der Fahrer warf einen Blick in den Rückspiegel und schien meine Beunruhigung zu bemerken. »Schneiden Sie sich bitte an«, sagte er mit einem beruhigenden Lächeln, als wir in die Unterführung einfuhren. »Sind Sie schon einmal bei strömendem Regen in einen Tunnel gefahren? Völlig abrupt enden die Geräusche des Regens und Sie tauchen in eine plötzliche und verwirrende Stille ein. Genauso fühlte es sich an, als ich durch diese Unterführung durchfuhr. Die Lichter flackerten und brannten mir in den Augen, sodass ich nicht mitbekam, wie die mir bekannte Außenwelt gegen eine surreale Landschaft aus 100 Meter hohen, abgestorbenen Bäumen mit blasser, abblätternder Rinde und nackten Ästen ausgetauscht wurde. Weder in den Baumkronen noch auf dem Waldboden waren Blätter zu sehen. Der karge Boden war schwarz verkohlt und selbst die Pilze, die aus dem toten Holz wuchsen, schienen zu Staub zu zerfallen. Alles außerhalb des Busses sah tot aus und auch die Straße, auf der wir fuhren, war verfallen und löchrig. Ich schaute nach oben, um zu sehen, ob ich durch die dichten skelettartigen Äste einen Blick auf den Himmel erhaschen konnte, aber die wenigen Flecken, die ich erahnen konnte, entblößten nur ein trübes Grau. »Wunderschöne Einöde, nicht wahr?«, fragte der Fahrer und verlangsamte das Gefährt, da die Waldstraße nun immer kurviger wurde. »Ja, das stimmt«, sagte ich leise. »Aber nicht das, was ich erwartet habe. Ich habe gelesen, dass Faircroft Row früher eine Wohnsiedlung für Fabrikarbeiter gewesen ist.« »Wohnsiedlung? Das ist ein großer Begriff. Wohl eher Slums. Diese Häuser waren schon Ruinen, bevor sie überhaupt verlassen wurden«, meinte der Fahrer. »Wissen Sie, wer hier der ursprüngliche Eigentümer war?« »Auf der offiziellen Website von Samba Moray steht, dass Faircroft Row der Stadt von Crowley und Chamberlain, der alten Bank in der Druid Street, geschenkt wurde«, antwortete ich. »Wenn Sie mich fragen, ist das eine wirklich kriecherische Wortwahl, wenn man einen Schandfleck und eine drohende Sammelklage gegen eine Steuerabschreibung eintauscht und sich so den Stadtrat vom Hals schafft«, erwiderte der Fahrer. »Aber Sie waren nicht die ursprünglichen Eigentümer. Chamberlain ist vieles, aber kein Slumlord. Nein, die Faircroft Row gehörte ursprünglich ihrem Namensgeber, Felix Faircroft. Keine Ahnung, ob Sie von ihm gehört haben.
Er ist in der lokalen Geschichte nicht so bekannt wie etwa Seneca Chamberlain oder Thaddeus Thorn, aber er besaß eine ganze Reihe von Grundstücken in der Stadt. Er hielt sich für eine Art Gentleman-Abenteurer und unternahm im Laufe der Jahre mehr als ein Dutzend Expeditionen in exotische Gegenden. Diese Expeditionen, aber auch sein leichtsinniger Umgang mit seinen eigenen Investitionen, führten dazu, dass sein Vermögen schrumpfte und sein Besitz verfiel. Sie sagen also, dass er für diesen Ort verantwortlich ist? Fragte ich verwirrt und drehte meinen Kopf zum Fenster, gerade noch rechtzeitig, um einen Blick auf eine Silhouette zu erhaschen, die sich hinter einem der entfernten Bäume duckte. Da draußen ist etwas. Ja, da ist etwas, sagte er mit einem Hauch von Melancholie in der Stimme. Zurück zu Felix. Ursprünglich hatte er das Land zwischen dem Friedhof und dem Industriegebiet als Slum genutzt, weil es das billigste Grundstück der Stadt war. Aber als sich sein Schicksal zum Schlechten wendete, erkannte er, dass sich hier eine Chance bot, in gewisser Weise. Er kannte Chamberlain und seine Kumpels gut genug, um zu wissen, dass sie in okkulte Machenschaften verwickelt waren, von denen sie einige auf dem Evelyn-Friedhof durchführten. Morgana King, die Hexe, die die Stadt gegründet haben soll, liegt dort begraben. Oder so ein Quatsch, ich weiß es nicht. Aber Felix hat sich in den Kopf gesetzt, Faircroft Row weiter in den Friedhof hinein auszudehnen, was ironischerweise genau das Gegenteil von dem war, was dann passierte. Er dachte, wenn die reichsten Männer der Stadt den Friedhof erhalten wollten, wenn er nur den Anschein erwecken würde, er wolle der Stadt einen Teil des Friedhofs abkaufen, dann würde Chamberlain ihm einfach ein Gegenangebot machen. Im Nachhinein betrachtet war das ziemlich naiv von ihm. Während er sprach, lugten immer mehr Silhouetten hinter den Bäumen hervor. Sie waren noch weit entfernt, so dass ich sie nicht genau erkennen konnte. Aber sie sahen aus wie verhüllte, menschenähnliche Gestalten, die aus einem tiefvioletten, feinstofflichen Material bestanden. Das Einzige, was man halbwegs gut erkennen konnte, waren die rein weißen Augen, die dem Bus neugierig zuzwinkerten, als wir vorbeifuhren. Ich zückte mein Handy, um ein Video von ihnen zu machen, musste aber feststellen, dass entweder der Akku leer oder das Handy ganz kaputt war. »Keine Blitzlichtaufnahmen, bitte, wir wollen Sie ja nicht erschrecken«, scherzte der Fahrer spielerisch. Felix ging also zum Stadtrat und schlug vor, einen Teil des Evelyn-Friedhofs zu kaufen, um die Faircroft Road zu erweitern, wobei er darauf achtete, gerade so viel Geld zu bieten, dass sie ihn nicht einfach abweisen konnten. Sie sagten, dass sie das Gebiet begutachten und untersuchen lassen müssten. Sie müssten auch die Auswirkungen auf die Gemeinde bedenken, aber sie würden auf ihn zurückkommen, sagten sie ihm. In Wirklichkeit wendeten sie sich direkt an Chamberlain, um zu erfahren, wie er die Angelegenheit geregelt haben möchte. Das rachsüchtige und hinterhältige kleine Wiesel Chamberlain tat so, als wäre er mit der Idee einverstanden. Er lud Felix ein, ihn eines Abends zu treffen, damit sie genau besprechen können, welche Teile des Friedhofs verkauft werden sollten und wie Felix damit weiter verfahren wollte. Felix hat nichts geahnt und schien zu denken, dass er, wenn er Chamberlain von der Idee überzeugen könnte, dieser ihm Faircroft Row ganz abnehmen und das Ganze selbst machen würde. Die Gestalten hinter den Bäumen kamen der Straße immer näher. Sie befanden sich an beiden Seiten, sowohl vor als auch hinter uns. Je näher sie an der Straße waren, desto wahrscheinlicher war es, dass sie sich in irrwitziger Geschwindigkeit hinter einem Baum verstecken, sobald ich auch nur Anstalten machte, in ihrer Richtung zu sehen. Jedoch schienen sie sich immer weiter nach vorne zu wagen, und es schien, als sei ihre Zahl exponentiell gestiegen. Vor ein paar Augenblicken war es gerade mal einer gewesen, aber jetzt schien es, als ob fast jeder zweite Baum eines der seltsamen Wesen verbarg. Ich nahm ein leises, hektisches Flüstern wahr, und mir war ziemlich schnell klar, dass das die Wesen waren, die sich in ihrer Muttersprache miteinander unterhielten. »Sind wir in Gefahr?« fragte ich den Busfahrer, während ich meinen Blick zwischen den Türen des Busses hin und her gleiten ließ, und fragte mich, ob sie stark genug waren, um die Dinger draußen zu halten. »Gefahr hin oder her, ich werde meine Geschichte zu Ende erzählen«, antwortete er unnachgiebig. Als Felix auf dem Friedhof ankam, stellte er fest, dass Chamberlain ein nagelneues Mausoleum genau auf der Grenze zwischen dem Friedhof und Faircroft Row hatte errichten lassen. Wütend und verwirrt wollte er wissen, was das zu bedeuten hatte, aber Chamberlain versicherte ihm, dass sich alles aufklären wird, sobald er es betritt. Felix willigte ein. Es war das letzte Mal, dass man ihn gesehen hat. Und ab hier wird die Geschichte etwas vage.
Berichte aus dritter Hand von Leuten, die es von Leuten gehört haben, die es von Chamberlain gehört haben, diese Art von Geschichte. Chamberlain führte Felix in das Mausoleum und erklärte ihm, dass er durchaus für die Idee offen ist, beide Gebiete zusammenzuführen, dass er aber kein großer Fan der derzeitigen verarmten Bewohner von Faircroft Row ist. Aber keine Sorge, versicherte er Felix, er habe da bereits eine alternative Bevölkerungsgruppe im Auge. So dunkel, wie es in dem Mausoleum war, erkannte Felix viel zu spät die weißen Augen, die ihn von überall her anstarrten. Ich schrie auf, als die Kreaturen massenhaft aus dem Wald stürmten und sich an die Fenster warfen, um von beiden Seiten mit gierigen Augen hineinzuspähen. Ich konnte immer noch keine wirklichen Gesichtszüge ausmachen, aber ich konnte einen schwachen Umriss erkennen, der ihre Köpfe von ihren Kapuzen abgrenzte. Der Wind hatte zugenommen und die toten Bäume begannen in den Böen zu knarren und zu knacken. Einer brach glatt in zwei Hälften und fiel vor uns auf die Fahrbahn, sodass er uns den Weg versperrte. »Was ist das hier für ein Scheiß?« fragte ich und suchte verzweifelt nach irgendetwas, das ich als Waffe gegen diese gewaltige und geifernde Horde einsetzen konnte. Der Fahrer stellte den Bus ab und faltete die Hände in seinem Schoß. Anscheinend hatte er sich mit unserem Schicksal abgefunden. »Es ist alles in Ordnung. Keine Sorge, Junge«, versuchte er, mich zu beruhigen. »Sie sind nur Relikte, oder zumindest nenne ich sie so. Dieser ganze Ort ist Relikt einer Welt, die immer weiter verblasst. Ohne Chamberlain wäre sie wahrscheinlich schon längst verschwunden. Er hat Felix als Opfer benutzt, um diese Welt mit unserer zu verbinden und ihren Zerfall zu stabilisieren. Keine Ahnung, warum er es getan hat, aber ich bin mir zu 100% sicher, dass er es nicht aus reinem Wohlwollen getan hat. Zunächst führte dies zu einem Problem mit diesen Kreaturen hier, die gelegentlich nachts in die unmittelbare Umgebung eindrangen, also in die normale Welt. Ein Problem, das Chamberlain löste, indem er Felix gesamtes Vermögen beschlagnahmte und Faircroft Road dem Stadtrat zur Zusammenlegung mit dem Evelyn-Friedhof schenkte. Der Friedhof ist nachts geschlossen und eine gelegentliche Geistersichtung auf einem Friedhof ist kein Grund zur Sorge für die meisten. Die Straße, auf der wir uns jetzt befinden, muss ab und zu von jemandem aus unserer Welt befahren werden, um die Verbindung aufrechtzuerhalten und zu verhindern, dass diese Welt vollständig verblasst. Aber irgendeiner dieser verdammten Bäume versucht jedes Mal, den Weg zu versperren, und es ist ziemlich schwer für einen alten Mann wie mich, ihn allein zu bewegen. Meine Augen weiteten sich vor Entsetzen, als ich sah, wie er seine Hand auf den Türöffner legte. »Was machen Sie da?« fragte ich. »Sie werden uns nicht wehtun. Sie wollen, dass wir es schaffen, sonst riskieren Sie, dass Ihre Welt wieder untergeht«, erklärte der Fahrer. »Sie sind nur hier, um uns zu beschützen vor, nennen wir es, Umweltgefahren. Und ja, Sie sind wahrscheinlich auch ein bisschen neugierig. Wenn du willst, kannst du vorher ein Fenster öffnen. Du wirst sehen, Sie sind harmlos. So oder so, wir müssen da rausgehen und den verdammten Baum da wegschaffen, bevor das Wetter noch schlechter wird.« Ich schaute auf die Dutzenden Relikte, wie er sie nannte, die den Bus umgaben, und auf die Hunderte, wenn nicht gar Tausende, im Wald dahinter. Sie waren definitiv neugierig, aber nichts, was sie taten, war explizit feindlich. Sie waren so zahlreich, dass sie den Bus leicht hätten umkippen können, wenn sie es gewollt hätten. Ich hatte wirklich keinen Grund, der Erklärung des Busfahrers für das, was geschah, Glauben zu schenken. Aber ich hatte auch keinen Grund, ihm zu misstrauen. Verdammt. Er hatte recht, dass der umgestürzte Baumstamm bewegt werden musste, wenn wir hier wieder weg wollten. Widerstrebend griff ich nach dem nächstgelegenen Fenster und zog es langsam auf. Die dem Fenster am nächsten stehenden Relikte zuckten bei der plötzlichen Bewegung zusammen und wichen überrascht einen Schritt zurück. Ihr wildes Geflüster untereinander war für mich immer noch völlig unverständlich, aber es ließ zumindest einen Hauch von vorsichtiger Aufregung erkennen. Einer von ihnen war jedoch mutig genug, einen Schritt auf mich zuzugehen und streckte sanft seine nebulöse Hand in einer Geste des Entgegenkommens aus. Zögernd schob ich meine Hand aus dem Fenster und legte meine Handfläche gegen seine. Sie ging glatt durch und ich spürte nichts als schweren Nebel und einen Hauch statischer Elektrizität. Die Augen des Relikts verwandelten sich in freudestrahlende Halbmonde, während der Rest seiner Artgenossen eilig vor sich hin brabbelte. Als sich die Bustür öffnete, fuhr mein Kopf reflexartig herum. »Dann wollen wir mal«, sagte der Fahrer, während seine müden, arthritischen Beine ihn langsam die kurze Treppe hinuntertrugen.
Ich warf einen letzten vorsichtigen Blick auf die draußen wartende Horde von Relikten und lief ihm hinterher. Die Relikte bildeten eine Gasse, durch die wir Richtung Baumstamm gelangen konnten. Immer noch unsicher trottete ich möglichst nah hinter dem Busfahrer her. Das Relikt mit den freudestrahlenden Augen kam uns am nächsten und schien uns mit größtem Interesse zu beobachten. »Bleib ganz dicht hinter mir und achte auf alles«, warnte er mich. »Diese Wälder sind verwirrend, und solltest du vom Weg abkommen, ist die Wahrscheinlichkeit mehr als gering, dass du ihn wiederfindest.« »Was ist das für ein Ort? Was sind das für Wesen?« fragte ich und starrte mit einer Mischung aus Mitleid, Verwirrung und Schrecken auf die trostlose Welt um mich herum. »Ich weiß nicht, was sie mal waren, nur was sie sind. Also Überbleibsel, Relikte. Und dass sie unsere Hilfe brauchen«, antwortete er, als wir neben dem Baumstamm zum Stehen kamen. »Wir versuchen gar nicht erst, ihn anzuheben. Wir rollen ihn nur so weit weg, dass wir daran vorbeikommen. Verstanden?« Ich bückte mich und half ihm, den Baumstamm umzudrehen, und stieß einen Schreckensschrei aus, als ich plötzlich ein menschenähnliches Gesicht sah, das sich vor Wut und Schmerz verzerrte und aus der morschen Rinde hervortrat. »Ist das?« begann ich zu fragen. »Felix? Ja, genau. Ein bisschen von ihm ist hier überall in dieser Welt verstreut. In jedem Baum, jedem Windhauch, sogar in der Straße. Aber aus irgendeinem Grund ist es für ihn am einfachsten, einen dieser Bäume zum Umstürzen zu bringen«, antwortete der Fahrer. »Beachte ihn einfach nicht. Er ist nicht gerade glücklich darüber, dass er derjenige ist, der diese Welt vor dem Untergang bewahrt. Aber der Preis für seine Freiheit wäre, dass alle anderen hier zugrunde gehen würden.« Er nickte in Richtung der Horde von Relikten, die nun alle gespannt auf mich starrten und darauf warteten, was ich tun würde. Ich hielt nur kurz inne, beugte mich zurück und fuhr damit fort, den Baum von der Straße zu schieben, während Felix' Gesicht mit jeder Rolle grotesker und wütender wurde. Als die Straße wieder frei war, zogen wir uns sofort in den Bus zurück und fuhren los. Die Horde der Relikte begleitete uns für den Rest des Weges, aber jetzt schien ihre allgemeine Stimmung viel fröhlicher zu sein. Der Wind heulte und die Bäume ächzten unter der Belastung, aber es gelang keinem von ihnen mehr, uns den Weg zu versperren. Bald entdeckte ich vor uns eine weitere Unterführung, das erste von Menschenhand geschaffene Bauwerk außer der Straße, das ich an diesem Ort sah. Die Relikte stoppten allmählich, wobei derjenige von ihnen mit den halbmondförmigen Augen, der diese Horde anführte, uns zum Abschied winkte. Da ich nicht unhöflich sein wollte, winkte ich zaghaft zurück. Als wir durch die Unterführung fuhren, flackerten die Lichter erneut, und als sie wieder angingen, waren wir von der einen auf die andere Sekunde wieder in Samba Moray, irgendwo zwischen der Innenstadt und den Vorstädten. »Da wären wir, Fox und Fable, Endhaltestelle«, verkündete der Busfahrer, als er an der Haltestelle anhielt, in den Rückspiegel schaute und mir ein anerkennendes Lächeln schenkte. »Danke für deine Hilfe. Das erste Mal klappt nicht immer so reibungslos.« »Wissen Sie, warum mir das Ticket angeboten wurde?« fragte ich und hielt es in die Luft, damit er es sehen konnte. »Ich weiß es nicht, ich bin nur der Busfahrer«, sagte er und schüttelte den Kopf. »Ich weiß nicht, wer die Fahrkarten vergibt oder ob es irgendein System dahinter gibt. Ich weiß nur, dass ich mindestens einen Fahrgast mitnehmen muss und mich noch nie ein Fahrgast im Stich gelassen hat.« Er griff in seine Tasche und zog eine kleine blau-weiße Karte heraus. »Bitte sehr, eine Busfahrkarte für deine Mühen«, sagte er etwas verlegen. »Ich weiß, es ist nicht viel, aber ich weiß deine Hilfe zu schätzen. Wenn du jemals wieder eine Fahrt durch die Falcroft Row machen möchtest, warte einfach nach Feierabend mit dieser Karte an einer stillgelegten Bushaltestelle und ich werde dort sein. Es ist deutlich einfacher für mich, wenn mein Fahrgast schon weiß, was uns erwartet, und die Relikte scheinen auch besser gelaunt zu sein. Ich kann dir nicht viel anbieten. Eigentlich gar nichts. Es bleibt dir überlassen.« Ich biss mir einen Moment lang nervös auf die Unterlippe, bevor ich zögernd die Buskarte annahm. »Ich denke drüber nach«, war meine unverbindliche Antwort. Der Fahrer nickte verständnisvoll und öffnete die Tür, um mich aussteigen zu lassen. Als er wegfuhr, bemerkte ich, dass auf der Anzeige hinten am Bus außer Betrieb stand und dass es sich durch nichts von den anderen Bussen des örtlichen Busunternehmens unterschied. Ich griff nach meinem Handy und stellte fest, dass es nicht nur funktionierte, sondern dass es erst kurz nach 10 war, so als hätte die Fahrt durch das Reich der Relikte kaum Zeit gekostet. Im ersten Moment war ich erleichtert, aber diese Erkenntnis löste in mir ein ungutes Gefühl aus,
das sich erst nach ein paar Momenten zu einem bewussten Gedanken verdichtete. Wenn meine Busfahrt in dieser anderen Welt, in meiner Realität, zeitlich kaum eine Rolle gespielt hat, wie lange muss ich dann für Felix die Gefangenschaft bei den Relikten, die in meiner Welt schon gut ein Jahrhundert andauert, anfühlen? Ich arbeitete in einer 24-7-Tankstelle und hatte eine beunruhigende Begegnung in der Nacht. 3 Jahre lang habe ich dort gearbeitet. Die Tankstelle hatte eine angeschlossene Autowerkstatt, die aber nachts nur selten gebraucht wurde, sodass ich mich normalerweise nur um die Leute kümmerte, die zum Tanken kamen. Gelegentlich, aber das war wirklich nur selten der Fall, wurde ich gebeten, über die Nacht an einem Auto zu arbeiten, welches die Tagschicht nicht fertig bekommen hatte. Einmal fand ich mehrere Beutel Heroin, die im Fahrersitz versteckt worden waren. Ich hatte Schiss davor, was die Besitzer mit mir anstellen würden, wenn sie wüssten, dass ich ihr Age gefunden habe. Also stopfte ich die Beutel wieder hinein. Die Tankstelle lag an einer Landstraße, sodass die Kunden, die ich bediente, in der Regel Lastwagenfahrer, Landwirte und ganz selten mal irgendwelche Paare waren, die von einem Date nach Hause fuhren. Aber es gab auch Ausreißer. Zum Beispiel Autounfälle. Ein betrunkener Autofahrer, der eine kleine Familie auf der Kreuzung neben der Tankstelle getötet hat. Aus dem Minivan kam ein bösartiges flammendes Inferno. Der Vater konnte sich retten, aber er stand in Flammen und starb mitten auf der Straße. Ein anderes Mal habe ich jemanden mit Benzin versorgt, der von der Polizei verfolgt wurde. Natürlich wusste ich das zu dem Zeitpunkt nicht. Ich dachte nur, der Fahrer hätte es eilig. Und natürlich erlebte ich auch den Klassiker der besonderen Tankstellenvorkommnisse. Mit vorgehaltener Waffe ausgeraubt werden. Nicht nur einmal, 2-mal. Es waren auch beide Mal dieselben 2 Typen mit Skimasken. Ich erkannte sie an ihren Stimmen und ihrem Dialekt. Und einmal fuhr ein alter Mann vor, stieg aus seinem Auto aus und starb 2 Schritte später an einem Herzinfarkt. Diese Vorfälle waren normal. Oder zumindest verständlich, erklärbar. Aber es gab eine Nacht, in der etwas Unerklärliches geschah. Es war kurz nach 3 Uhr morgens. Warm leuchtende Scheinwerfer kündeten einen 2-türigen 1966er Pontiac Bonneville Coupé an. Eine dünne Rauchfahne kam unter der Motorhaube hervor. Die Scheiben waren von innen beschlagen, sodass ich weder das Innere des Wagens noch die Insassen sehen konnte. Das Auto fuhr an der Tankstelle vorbei und direkt in die Werkstatt. In der Werkstatt waren nicht einmal die Lichter an, nur die Scheinwerfer des Wagens spendeten ein wenig Licht. Ich ging hin, um den Fahrer zu begrüßen, und schaltete die Oberlichter der Werkstatt ein. Sie leuchteten nur schwach und schummrig. Die Tür auf der Fahrerseite öffnete sich, als ich mich näherte, und sofort schlug mir der Geruch von altem, feuchtem Stoff und Staub entgegen. Ein Mann mittleren Alters stieg ungelenk aus, als ob seine Knie aus Cottage Cheese bestünden. Er trug einen dieser schwarzen Quäkerhüte, unter denen dunkles Haar hervorlugte, und einen ergrauten Spitzbart. Das Gesicht des Mannes war von Falten und Furchen bedeckt, und seine Augen lagen tief in den Höhlen. Er sah aus, als hätte er seit Tagen nicht mehr geschlafen. »Prüfen Sie das Öl! Überprüfen Sie den Motor!« wirkte er hervor und ging an mir vorbei, wobei er eine alte Streichholzschachtel herausfummelte. Die Beifahrertür öffnete sich und schloss sich geräuschvoll, und eine Frau mittleren Alters kam zum Vorschein. Sie hatte dichtes, dunkles Haar, das aussah, als sei es in Gel getaucht worden, und war ziemlich verfilzt. Ein ungleichmäßiger Pony zog sich über ihre Stirn. Die Frau hatte die gleichen, eingefallenen Augen wie der Mann. Aber ihr Gesicht war dick mit Make-up bedeckt. Rosige Wangen, blauer Eyeliner, roter Lippenstift. Dann lächelte mich die Frau an. Ich wünschte, sie hätte es nicht getan. Ihre Zähne waren schmutzig orange, braun und zu allem Überfluss mit schwarzen Punkten gesprenkelt. Ihr Zahnfleisch war dunkelgrau. Mir fiel auf, dass sie nur die vorderen 6 Zähne im Ober- und Unterkiefer hatte. Sie schien keine Backenzähne zu haben. Das war etwas, was ich nicht wirklich wissen wollte. Aber sie hörte einfach nicht auf zu grinsen. In dem Moment
Indem die Frau mich ansah, verzogen sich ihre Lippen zu einem breitmäuligen Grinsen, das sich wie bei einem Wels nach unten wölbte. Es war ein seltsames und beängstigendes Lächeln, als wäre es über ein schreiendes Gesicht gezogen und gestreckt worden. Die Frau begann mit mir zu sprechen, aber sie sprach so leise, dass ich sie nicht verstehen konnte. Ich beugte mich weiter vor und versuchte, sie zu verstehen, aber je näher ich kam, desto weiter weg klang ihre Stimme. Dann merkte ich, dass wir fast Nase an Nase standen. Ihr Atem roch ranzig, was angesichts ihrer Zähne keine Überraschung war. Und endlich hörte ich, was sie sagte. »Geh nicht ins Auto!« Die Frau trat einen Schritt zurück. Ihre Lippen waren immer noch zu diesem grotesken Lächeln verzogen, doch ihre Augen offenbarten ein gänzlich anderes Gefühl. Angst. Sie war verängstigt. »Joanne!« Der Fahrer stand bereits vor der Werkstatt und zündete sich eine schmutzig aussehende, selbstgedrehte Zigarette an. Die Frau, Joanne, folgte ihm. Sie schaute zurück und lächelte weiter, aber ihre Augen erzählten eine Geschichte von Verzweiflung und Entsetzen. Mir lief es kalt den Rücken herunter und ich war froh, dass die beiden draußen warten wollten. Ich beobachtete das seltsame Paar, wie es an den Rand der Tankstelle ging, welche an der Ecke einer ruhigen, ländlichen Kreuzung lag. Ich wandte mich dem Auto zu und wusste nicht so recht, was ich tun sollte. Nachdem ich von außen nicht unter die Motorhaube gelangen konnte, dachte ich mir, dass es unter dem Lenkrad eine Entriegelung gab. Ich ging zur Fahrertür und sah, dass das Fenster heruntergelassen war. Ich lehnte mich durch das Fenster und suchte und fummelte, bis ich den Riegel fand. Ich knipste ihn hoch und sah, wie die Motorhaube aufsprang. Als ich mich herauszog, kam ich ins Grübeln. Das Fenster war geschlossen, als der Mann hereinfuhr. Es war geschlossen, als er wegging. Warum war es nun also auf gewesen? Dann fiel mein Blick auf den Rückspiegel und auf das, was da auf dem Rücksitz saß. Es war ein kleiner Junge, der mich anstarrte. Er saß seelenruhig auf dem mittleren Sitz und war noch angeschnallt. Er hatte eine seltsame, wirbelnde Narbe im Gesicht, die mich an einen Jungen namens Johnny Walkins erinnerte, mit dem ich in die Grundschule ging. Er war von einem Hund angefallen worden, als er noch klein war, und große Teile seines Gesichts waren entsetzlich vernarbt. Der Junge hier sah ihm entsetzlich ähnlich. Er hatte etwas, das wie Schlamm und Schmutz aussah, um seinen Mund und sein Kinn herum verschmiert. Die gleichen Flecken befanden sich auch an seinen Händen und Handgelenken. Der Junge trug eine alte, schmutzige Latzhose und darunter ein Flanellhemd. Seine Augen waren auf mich gerichtet. Sie blickten mich anklagend an, als hätte er mich beim Stehlen ertappt. Überrumpelt sagte ich, »Hey, Kumpel, ich überprüfe nur den Motor. Dauert nicht lange, gleich können du und deine Eltern weiterfahren.« Der Junge starrte wütend zurück, die Stirn in ärgerliche Falten gelegt. »Das sind nicht meine Eltern«, krächzte er heraus. Dann stieß er ein seltsames Geräusch aus. Zuerst konnte ich nicht erkennen, was es war, aber dann wurde es mir klar. Der Junge lachte auf eine seltsame Art. Es war, als würde sich sein Atem beim Einatmen immer wieder verkrampfen. Ich wusste nicht, was ich tun oder sagen sollte, also zog ich mich aus dem Wagen und machte mich auf den Weg zur Motorhaube. Ich schaute hinaus und sah, dass Joanne und der Mann immer noch an der Ecke standen, rauchten und sich stritten. Ich öffnete die Motorhaube und wurde von einer Rauchwolke begrüßt. Zuerst dachte ich, es handelte sich um ausgelaufenes Motoröl oder ein Leck. Dann starrte ich auf den Motor und wusste nicht, was ich von ihm halten sollte. Er sah fremdländisch und irgendwie selbstgebaut aus, als wäre alles miteinander verbunden und um ihn herum waren Metallplatten befestigt, die Teile der Verkabelung schützten, so dass es fast unmöglich war zu erkennen, was los war. Ehrlich gesagt hatte ich keine Ahnung, was ich da sah, aber ich fand etwas, das wie ein kleiner Griff für einen Ölmessstab aussah und zog ihn heraus. Er war für das Öl. Ich reinigte ihn, steckte ihn wieder ein und zog ihn zur Kontrolle heraus. Er war im Grunde trocken. Das wenige Öl am Ende fühlte sich körnig an. Es musste gewechselt werden. Das Auto war über unserer Hebebühne geparkt, so dass ich nicht einsteigen musste, um es zu bewegen. Aber ich konnte den Jungen nicht drinnen lassen. Er musste aussteigen. Sicherheitsvorkehrungen und so. Ich ging zum Fenster auf der Fahrerseite, aber das Fenster war wieder oben. Ich versuchte, die Tür zu öffnen, aber sie war verschlossen. Ich ging zur Beifahrerseite hinüber, aber sie war ebenfalls verschlossen. Dann spähte ich durch die schmutzigen Scheiben und versuchte dem Jungen zu signalisieren, dass er die Tür öffnen sollte. Aber der Rücksitz war leer.
Das gesamte Auto war leer. Er war verschwunden. Die einzige Erklärung, die mir einfiel, war, dass die Rücksitze des Autos von dem Jungen heruntergeklappt worden waren und ihm so den Zugang zum Kofferraum ermöglichten. Also überprüfte ich den Kofferraum, aber auch er war verschlossen. Ich klopfte daran in der Hoffnung, der Junge würde es als unmissverständliche Kontaktaufnahme deuten. Doch ich erhielt keine Reaktion. Ich schaute nach draußen, konnte aber weder Joanne noch den Mann sehen. Ich war verwirrt und nervös. Und alles, was mir einfiel, war zu erklären, dass unsere Hebebühne nicht funktionierte und sie in den nächsten Tagen einen Ölwechsel in einer anderen Werkstatt machen lassen müssten. Ja, genauso würde ich es anstellen, dachte ich. Und dann würde ich sie wegschicken. Ein lautes Klappern ließ mich aufschrecken. Auf der anderen Seite der Werkstatt lag ein loser Schraubenschlüssel auf dem Boden. Ich ging hinüber und hob ihn auf. Auf ihm war ein kleiner, kindergroßer, schlammiger Handabdruck. Und plötzlich ertönte wieder dieses seltsame Lachen von irgendwoher. Ich hob den Schraubenschlüssel an, um mich notfalls damit verteidigen zu können. Das laute, metallische Klappern des vorderen einfahrenden Tors der Werkstatt ließ mich aufschreien. Ich ging hinüber, um das nun geschlossene Tor zu inspizieren, aber während ich das tat, schlugen auf einmal die Metalltüren hinter mir zu. Zu diesem Zeitpunkt dachte ich, dass der Junge mich verarschen wollte. Also rief ich ihm zu, dass der Kindergartenspaß vorbei sei und er herauskommen solle. Dann fiel der Strom aus. Die Werkstatt war in völlige Dunkelheit getaucht. Nicht ein einziges Fenster war zu sehen. Ich versuchte, das vordere Metalltor zu öffnen, aber es ließ sich nicht bewegen, als wäre es zugeschweißt. Weitere Metallwerkzeuge klirrten auf dem Boden. Eines knallte gegen die Metalltür direkt neben meinem Kopf und dann noch eins. Das gedämpfte Lachen des Jungen ertönte irgendwo aus der Dunkelheit. Ich konnte nichts sehen, aber ich kannte den Grundriss der Werkstatt in- und auswendig. Am anderen Ende der Wand, zu meiner Rechten, war eine Taschenlampe angebracht. Entlang der Wand befanden sich Regale und eine breite Werkbank, der ich folgen konnte. Ich bewegte mich entlang des Metalltors zur Wand und fand die Kante der Werkbank. Das Lachen des Jungen wurde lauter und hallte durch die Werkstatt. Es klang aber nicht mehr menschlich. Es klang eher wie eine tollwütige Hyäne. Und die Quelle des Lachens kam immer näher zu mir. Damit verbunden spürte ich einen heißen, fauligen Atem, der meinen Geruchssinn malträtierte. Er folgte mir entlang der Bank bis zum Ende der Wand. Durch das Lachen hindurch wiederholte der Junge leise: Ich werde dich finden! Ich werde dich finden! Mein Fuß stieß gegen etwas, das sich wie ein Ratschenschlüssel anfühlte, der laut über das Metallgitter auf dem Boden klapperte. Warst du das? Kreischte der Junge. Als ich merkte, dass ich den Schraubenschlüssel, den ich eben aufgehoben hatte, immer noch in den Händen hielt, warf ich ihn quer durch die Werkstatt in der Hoffnung, die Wand gegenüber zu treffen, um den Jungen abzulenken. Ich schmiss den Schraubenschlüssel und hörte ihn nicht aufprallen. Da bist du ja! Rief der Junge. Dieses Wesen. Ein Schlurfen hinter mir. Ich stieß gegen das Ende der Bank und griff instinktiv nach oben, wobei ich mehrere Werkzeuge herunterriss. Egal, ich tastete weiter hinter mich und irgendwann fühlte ich den Griff der Taschenlampe. Ich schaltete sie ein und richtete den Lichtkegel vor mich. Ich wünschte, ich hätte es nicht getan. Der Junge war nur noch einen Meter von mir entfernt. Ich sah sein Gesicht nur kurz, aber das reichte schon. Es war völlig deformiert, verschoben. Die Narbe schien sich um ein Vielfaches vergrößert zu haben und aus ihr quoll eine dunkle Flüssigkeit. Die Augen, fernab jedweder Natürlichkeit, funkelten mich böse an. Und sein Mund, sein lippenloser Mund, entblößte eine Reihe dunkler, nadelspitzer Zähne. Ein Schrei entfuhr mir und ich fiel nach hinten. Ich erwartete, auf dem Boden aufzuschlagen und sofort das furchterregende Maul des Jungen im Gesicht oder am Hals zu haben. Stattdessen schlug ich auf dem Bürgersteig vor der Werkstatt auf. Die Lichter der Tankstelle leuchteten auf mich herab. Ich blickte noch im Liegen Richtung Werkstatt. Die Lichter waren an. Das Metalltor war offen und auch der Bonneville stand dort. Die Fenster des Wagens waren geschlossen und nicht mehr verschmutzt. Schritte ertönten hinter mir. Ich rappelte mich auf und drehte mich um. Es waren Joanne und der Mann. Er schnipste seine Zigarettenkippe auf die Straße, kam auf mich zu und murmelte: Wie viel? Mir blieben die Worte im Halse stecken. Mein Unterkiefer bewegte sich, aber alles, was ich herausstammeln konnte, war
Geht aufs Haus. Der Mann zuckte mit den Schultern und ging zurück zum Auto. Ich drehte mich um und entdeckte Joanne, die zu mir hochstarrte. Sie flüsterte wieder. Ich beugte mich vor und verstand, was sie sagte. Du hättest auf mich hören sollen. Du hättest auf mich hören sollen. Du hättest auf mich hören sollen. Joanne, kommst du? Wir müssen los! Rief der Mann aus dem Auto. Joanne folgte umgehend seiner Aufforderung. Immer noch grotesk lächelnd schüttelte Joanne den Kopf über mich, während ihr die Tränen in dunklen Schlieren über die Wangen liefen. Am Auto angekommen, blickte sie noch einmal zu mir zurück. Ein unerträglicher Anblick, stieg ein und schloss die Tür hinter sich. Der Bonneville sprang an und fuhr an mir vorbei. Die Scheiben waren glasklar, weder vom Dunst beschlagen noch vom Schmutz verdreckt, so dass ich klar ins Innere sehen konnte. Ich sah den Mann, der stoisch geradeaus starrte. Joanne, die als Beifahrerin neben ihm saß, lächelte mich mit besorgten Augen an. Dann sah ich die Rückbank. Sie war leer. Der Junge war verschwunden. Ich hatte solche Angst, dass ich die Werkstatt und die Tankstelle abschloss, mein Auto überprüfte, dann einstieg und eine Stunde lang das Gaspedal durchdrückte, bevor ich anhielt. Ich rief meinen Chef an und teilte ihm mit, dass ich schwer krank sei und früher abschließen müsse. Er war natürlich nicht begeistert, aber das war mir egal, scheißegal. Ich konnte dorthin nicht mehr zurück. Und das tat ich auch nicht. Die nächsten 2 Wochen meldete ich mich für jede einzelne Schicht krank. Ich bin nie wieder in die Werkstatt gegangen und versuche jetzt, sämtliche Tankstellen des Nachts zu meiden. Wenn die Geschichte hier enden würde, wäre ja alles gut. Naja, auf jeden Fall ertragbar. Aber wann immer ich jetzt jemanden lachen höre, höre ich gleichzeitig das wahnsinnige Lachen des Jungen. Immer. Egal wer es ist, jedes Kichern oder Gackern wird von den gleichen unheimlichen Klängen begleitet. Es ist so zermürbend. Es fühlt sich an wie eine dieser Grippen, die langsam beginnen und sich Zeit lassen, um das Immunsystem zu schwächen, bevor sie einen völlig übermannen. Und heute Abend geschah etwas, das mich glauben lässt, dass ich nicht mehr lange zu leben habe. Ich kam nach Hause und fand einen kleinen, schlammigen Handabdruck auf dem Türgriff meiner Wohnung. Und auch auf der Innenseite war einer zu sehen. Der stillste und dunkelste Ort der Welt. Man kann seine eigenen Schreie nicht hören. Vollkommenheit. Als er aufwachte und die Augen aufriss, befand er sich in endloser, undurchdringlicher Finsternis. So dunkel, dass Daniel sich nicht einmal sicher war, ob er die Augen wirklich geöffnet hatte. Das Gefühl des Blinzelns mit selbigen bestätigte es ihm jedoch. Diese Regung war alles, wozu er sich imstande sah. Daniel hatte Angst, aber nicht irgendeine Angst. Nicht die Form von Angst, die sich als langsam heranrückendes Grauen zeigt, welche die Krallen nach einem ausstreckt, einen sacht berührt und erst nur einen Schauer über den Rücken jagt, bis die Klarheit über die gegenwärtige Situation vollends in das Bewusstsein sickert und einen in Panik verfallen lässt. Oh nein, Daniels Angst war anderer Natur. Sie war vollkommener. Diese Form von Angst war kein schleichendes, sich langsam näherndes Grauen, das erst nach und nach seine hässliche Fratze zeigte. Diese Form war einfach da. Von jetzt auf eben erschien sie Daniel in voller Pracht und Schrecklichkeit. Sie lähmte ihn, machte es ihm unmöglich, sich zu bewegen oder einen klaren Gedanken zu fassen. Sein Herz raste, doch sein Atem ging langsam und beständig. Das war es zumindest, was er fühlte. Damit kommen wir zum Grund seiner Angst. Die Dunkelheit war eine Sache. Sie war unnatürlich. Oder vielleicht auch nicht. Daniel vermochte es nicht zu sagen. Ihm kam es so vor, da er noch nie eine so vollkommene Finsternis erblickt hatte.
in der nicht einmal der leiseste Funke eines Restlichtscheins zu erspähen war. Sie war so vollkommen wie seine Angst. Und doch nicht der Grund für eben jene. Zumindest nicht alleine. Was die Angst vollkommen machte, waren zweierlei weitere Dinge. Zum einen wäre da die Abwesenheit eines jeden Geräuschs. Daniel hörte rein gar nichts. Ebenso wie er rein gar nichts sah. Er hörte nicht einmal seinen eigenen Atem, und das war furchtbar, da nur das Gespür seines sich bewegenden Brustkorbs ihm verriet, dass er überhaupt noch atmete, dass er noch lebte. Diese absolute, vollkommene, langsam begann er das Wort zu hassen, Stille war erdrückend. Erdrückender noch als die Finsternis. Es war alles andere, als wie er es so oft in Büchern gelesen hatte. Von wegen, die Stille wäre ohrenbetäubend. Nein, sie war nicht ohrenbetäubend. Darüber hätte er sich vermutlich noch glücklich geschätzt, denn ein ohrenbetäubendes Dröhnen, und stamme es auch nur aus seinem Kopf, wäre immerhin etwas gewesen. Der letzte Fakt, der seine Angst vollkommen machte, war das Gefühl der Schwerelosigkeit. Daniel meinte, auf einem harten Untergrund zu liegen, doch irgendwie schien dieser nicht richtig da zu sein. Er hatte gleichzeitig das Gefühl, durch die endlose Finsternis zu fallen und doch auf festem Boden zu liegen. Dabei war es kein Gefühl des Schwebens, sondern schlicht ein Zwischenstadium, zwischen Liegen und Fallen, als wäre er in einem ewigen Falltraum gefangen. Schon jetzt verursachte dieser Zustand ein mulmiges Gefühl in seiner Magengegend, und Daniel befürchtete, dass er sich nicht daran gewöhnen können würde. Ganz im Gegenteil, es würde nur immer schlimmer werden, je länger er dieser Schwerelosigkeit ausgesetzt war. Dies waren die drei Gründe für seine vollkommene Angst: Blindheit, Taubheit und die Unsicherheit darüber, ob er nun lag oder fiel. Langsam sickerten ein paar Gedanken durch seinen Kopf. Keine klaren Bilder oder Worte, aber zumindest Ansätze davon, die ihn beruhigten. Immerhin lebte er noch. Er konnte nicht sagen, wo er sich befand oder wie er hierher gekommen war, aber er lebte noch. Das war doch schon mal was. Ganz genau, alter Knabe, ewige Dunkelheit und völlige Geräuschlosigkeit. Aber sonst? Alles Paletti. Kein Grund, sich zu fürchten. Der erste klare Gedanke. Und er ließ Daniel auflachen. Nun zumindest meinte er, dass er lachte. Er spürte, dass er den Mund öffnete, aber er hörte keinen einzigen verdammten Laut über seine Lippen kommen. Abrupt schloss er den Mund wieder. Scheiße, dachte er. Und unter anderen Umständen hätte er darüber vermutlich wieder gelacht. Daniel hatte sich selbst oder seine Umwelt noch nie sonderlich ernst genommen. Ein Umstand, der ein ums andere Mal zu einem Streit mit seiner Frau geführt hatte. Elizabeth. Der Name riss ihn förmlich aus seiner Paralyse. Daniel schreckte hoch, schwer atmend und mit weit aufgerissenen Augen, weiter als ohnehin schon, als hätte er die Dunkelheit mit aufgerissenen Augen eher durchdringen können. Aber versuchen Sie mal, Ihren Körper, der unter panischer Angst und einem Schockzustand leidet, mit Logik davon zu überzeugen, dass er die Augen genauso gut schließen könnte. Wir laufen trotzdem mit offenen Augen durch die Finsternis. Immer in der Hoffnung, doch irgendetwas zu erspähen, das uns möglicherweise Böses will, ganz gleich der Tatsache, dass wir keinerlei Chance haben, es zu sehen. Plötzlich war alle Angst von Daniel abgefallen. Nein, eigentlich war sie das nicht, er bemerkte sie nur nicht mehr ganz so präsent und allgegenwärtig, da er nun etwas anderes hatte, auf das er sich fokussieren konnte. Elizabeth, seine Frau. Er wusste nicht woher, aber ihn überkam das unbestimmte Gefühl, dass etwas nicht mit ihr stimmte, dass sie seine Hilfe benötigte. Denn ob sie sich oft genug wegen seiner schlechten Witze in den Haaren hatten, so liebten sie einander doch innig, waren füreinander bestimmt und wollten nie ohne den anderen sein. Ich muss sie finden. Ein aberwitziger Gedanke. Wie sollte er sich hier in dieser Dunkelheit zurechtfinden? Doch Daniel gab einen Scheiß darauf. Er erhob sich und lief einfach blindlings los. Die Augen weiterhin weit aufgerissen, die Arme ausgestreckt, um ein mögliches Hindernis zu erfüllen, bevor er dagegen rannte, und das Gefühl der Bodenlosigkeit unter sich ignorierend. Daniel lief mindestens 100 Schritte, ohne auf ein Hindernis, eine Wand oder überhaupt irgendetwas zu stoßen. Der Grund unter ihm blieb eben. Naja, soweit er sich eben anfühlen konnte. Seine Füße bemerkten keinen Unterschied, sagen wir es mal so. Daniel war sich sicher, dass er geradeaus lief.
Aber was hieß das schon in absoluter Dunkelheit und ohne einen Gegenstand oder dergleichen, an dem er sich orientieren konnte? Er konnte genauso gut im Kreis laufen, ohne es zu merken. Der Gedanke ließ Daniel lächeln. Er nicht. Bloß nicht wieder lachen und feststellen, dass er das eigene Lachen nicht hören konnte. Oh nein, darauf konnte er gut und gerne verzichten. Sich vorzustellen, wie er blind durch die Dunkelheit tapsend im Kreis lief, belustigte ihn. Allerdings nur für ein paar Sekunden. Daniel mochte sich selbst ja nicht sonderlich ernst nehmen. Aber er war kein Idiot. Er befand sich an einem äußerst seltsamen Ort. Und als ihm dieser unumstößliche Fakt langsam wieder gewahr wurde, bekam er es gleichermaßen wieder mit der Angst zu tun. Die Angst wuchs schnell, doch dieses Mal lähmte sie ihn nicht. Stattdessen versetzte sie ihn in blanke Panik. Daniel wusste nicht, ob er schrie, während er ohne Rücksicht auf Verluste einfach losrannte. Wie auch, er konnte sich ja selbst nicht hören. Er rannte einfach, rannte und rannte und rannte, bis ihm die Lungen brannten und sein Herz raste. Was nicht bedeutete, dass er schon eine lange Strecke hinter sich gebracht hatte. Daniel war nie sonderlich sportlich gewesen und hatte sich in den letzten Jahren ziemlich gehen lassen. Irgendwann hörte er auf zu rennen. Nicht, weil die Panik nachließ, sondern weil er einfach nicht mehr konnte. Er atmete schnell und unrhythmisch, während er in gebeugter Haltung die Hände auf die Knie stützte. Auf die bloßen Knie, wie er nun erschrocken feststellte. Langsam ließ er seine Hände weiter nach oben fahren und bemerkte zum ersten Mal, dass er vollkommen unbekleidet war. »Was für ein Scheißspiel wird hier gespielt!« fluchte er, ohne dass ein Laut über seine Lippen kam. Keiner, den er hören konnte zumindest. Während er spürte, wie ihm das Blut ins Gesicht schoss, bedeckte Daniel seine Scham und sah sich zu allen Seiten um. Wurde er etwa beobachtet? Gefilmt? War das hier so eine Art Prank? Ein Spaß auf Kosten anderer? Wenn ja, dann war er nicht sonderlich witzig. Und das sagte jemand, der in jeder anderen Situation über sich selbst herzlich lachen konnte. »Lass den Scheiß und holt mich hier raus!« brüllte Daniel, wobei nur die Anstrengung seiner Stimmbänder ihm verriet, dass er tatsächlich schrie. Es war betrübend. Und gleichzeitig machte es ihn stinksauer. Scheiß auf die Angst. Scheiß auf die Pisser, die sich hier einen Spaß mit ihm erlaubten. Wenn er hier rauskam, würden sie eine gänzlich andere, nicht mehr so witzige Seite von ihm kennenlernen. Doch das war eine leere Drohung und das wusste Daniel. Er hatte sich nie geprügelt, war nie gewalttätig geworden. Er war die Sanftmut in Person. Wenn er ehrlich zu sich selber war, wollte er einfach nur hier raus und die ganze Sache vergessen, ganz gleich, wer dahinter steckte. Aber daraus sollte nichts werden. Statt seiner Befreiung erlebte er von einem Moment auf den anderen unbeschreibliche Pein. Schmerzen in Form von einer donnernden Stimme, die von überall her gleichzeitig zu kommen schien. In der vollkommenen Stille, die Daniel umgab, war dies der ohrenbetäubende Klang, und er meinte, dass die vibrierenden Worte, die darin mitschwangen, ihm den Kopf platzen lassen müssten. Daniel sank vor Schmerz auf die Knie, hielt sich die Ohren so fest zu, wie er nur konnte, doch es brachte nichts. Die Stimme brachte gnadenlos ihre Frage zu Ende, wobei jedes Wort wie ein Kanonenschlag in Daniels Kopf hämmerte. Fühlt er überhaupt noch etwas? Der Moment war so schnell vorbei, wie er gekommen war. Dankbar rannen Daniel Tränen über die Wangen. Dankbar dafür, dass der Schmerz so kurz und doch so unendlich lang gewesen war. Er hoffte nur, dass er nie wiederkommen würde. Eher wollte er in endloser Stille leben, als jemals wieder solch eine gewaltige Stimme zu vernehmen. Und was hatte das überhaupt zu bedeuten? Fühlt er überhaupt noch etwas? Was für eine Frage und an wen gerichtet? Daniel verstand die Welt nicht mehr. Er musste hier raus, so schnell wie möglich, irgendwie, egal wie. Er erhob sich wieder und rannte los. Nun ja, das war es zumindest, was er vorgehabt hatte. Aber aus einem unerfindlichen Grund war Daniel dazu nicht mehr in der Lage. Er war nicht gelähmt vor Angst wie vorher, ganz im Gegenteil. Angst verspürte er keine mehr, nur den Willen, von hier zu verschwinden und in sein normales Leben zurückzukehren. Er war einfach nur nicht dazu in der Lage, sich zu bewegen. Daniel sah an sich herab, nicht in der Hoffnung, etwas zu sehen. Scheiße, er konnte ja nicht einmal die eigene Hand vor Augen sehen. Oder zumindest versuchte er es.
Doch auch das schien ihm nicht mehr möglich. Langsam bekam er wieder Panik. Daniel bewegte die Augen, blinzelte, vermeintlich. Er wusste es nicht. Je länger er darüber nachdachte, desto mehr kam er zu dem Schluss, dass er sich nicht nur nicht mehr bewegen konnte, sondern dass er rein gar nichts fühlte. Fühlt er überhaupt noch etwas? Der Gedanke schoss wie ein Blitz durch seinen Kopf. Wie eine Klinge schnitt sie in seinen Geist und ließ ihn zusammenzucken. Eventuell. Er war sich sicher, dass er es unter normalen Umständen getan hätte. Was hatte das zu bedeuten, verdammt nochmal? War er nun gelähmt? Vollständig bewegungsunfähig? Oder war er durchaus noch zur Bewegung fähig, spürte eben jene Abläufe seines Körpers aber nicht mehr? Mit grausamer Klarheit wurde Daniel sich darüber bewusst, dass er seine eigene Atmung nicht mehr spürte. Atmen, ein so natürlicher Vorgang, dass wir zu 99,9% unseres Lebens nicht einmal den Hauch eines Gedankens daran verschwenden. Ein Automatismus, der einfach zum Leben dazugehört. Und jetzt, in seiner Unfähigkeit, ihn zu spüren, wünschte Daniel sich nichts sehnlicher, als sich den Rest seines Lebens aufs Atmen konzentrieren zu können. Atmen zu können bedeutete, dass man lebte. Wenn er nicht mehr spürte, dass er noch atmete, wie konnte er dann sicher sein, dass er noch lebte? Scheiße nochmal, er spürte ja nicht mal mehr seinen eigenen Herzschlag. Er spürte nichts, rein gar nichts. Alles, was er noch konnte, war denken. Leere, sinnlose Phrasen denken, die ihn niemals hier rausbringen würden. Wenn es einen Ausgang gab, wie sollte er ihn jetzt noch finden können? Allein in völliger Finsternis wäre das vielleicht noch möglich gewesen. Irgendwann hätte er schon eine Wand erreicht. Der Raum, oder wo auch immer er war, konnte ja nicht endlos sein, auch wenn die Dunkelheit diesen Eindruck erweckte. Aber jetzt, da er nichts mehr spüren konnte, konnte er sich ja nicht mal sicher sein, ob er lief, ob seine Beine sich überhaupt bewegten. Und selbst wenn er eine Wand erreichen würde, er würde sie nicht erfühlen. Keiner seiner Sinne würde ihm verraten, dass er gerade unablässig gegen eine Wand lief. Daniel brach zusammen, oder zumindest glaubte er das. Zusammenbrechen war eine logische Reaktion auf eine derart schreckliche Erkenntnis, und da er sich selbst gut genug kannte, war er sich ziemlich sicher, dass er zusammengebrochen war. Nichts hatte mehr einen Sinn. Er würde nie hier rauskommen. Er war allein in endloser Dunkelheit mit seinen Gedanken, zu nichts anderem mehr in der Lage als zu denken. Ein schwebendes Bewusstsein, irgendwo im Nirgendwo. Noch merkte er es nicht, und schon bald würde er gar nichts mehr merken. Doch in diesem Augenblick begann Daniel sich zu verlieren. Ohne seine Sinne, ohne die grundlegenden Funktionen seines Körpers auch nur zu spüren, war er nicht mehr als ein einziger, vollkommener Denkprozess, der sich zwischen zwei Optionen entscheiden konnte. Den Rest seiner Existenz damit zu verbringen, zu denken, oder einfach damit aufhören. Einfach nur zu denken bedeutete, in Erinnerungen zu schwelgen, Bilder hervorzurufen, Klänge im Geist nachzuspielen. So lange, bis die Klänge verklangen, da die Erinnerungen verschwammen und die Bilder an Form und Farbe verloren. Bis sich alles zu einem grauen Einheitsbrei in der Nichtigkeit verlor. Wenn dieser Punkt erst einmal erreicht war, blieb nur noch sich mit den Grundlagen des Lebens zu beschäftigen. Mathematische Formeln und physikalische Gesetze spielten keine Rolle mehr. Man konnte sich eine Weile lang mit ihnen beschäftigen, aber wozu? Selbst wenn der rastlose Geist in seiner Vollkommenheit eine allumfassende Erkenntnis erreichen würde, mit wem sollte er sie teilen? Er konnte sie nicht aussprechen, konnte sie nicht beweisen, konnte sich nicht an ihr probieren, außer im Denkprozess selbst, in einer Fantasiewelt, die jedoch ebenso schnell an Form und Farbe verlor wie die Erinnerungen. Denn aus was schufen wir denn Fantasiewelten, in die wir uns zu flüchten vermögen? Ganz recht, aus Erinnerungen. Fantasiewelten sind nichts anderes als Verknüpfungen zwischen Erfahrungen, Geschehenem, Gelesenem, Gehörtem und Gespürtem. Und zu keinem dieser Dinge war Daniel mehr fähig. Also blieben nur die Grundlagen des Lebens, Philosophien. Warum leben wir? Was bedeutete es zu leben? Wenn man nichts mehr hatte, begannen solche Fragen plötzlich an Bedeutung zu gewinnen. Man hatte alles verloren und fragte sich,
wie man sein Leben bis dahin verbracht hatte, und kam möglicherweise zu der erschreckenden Erkenntnis, dass man nichts Wertvolles in seinem Leben erreicht hatte. Nichts, was vom Bestand war. Nichts, was übrig blieb. Oder man stellte fest, dass man zufrieden war. Man war nicht perfekt, nicht vollkommen, bei weitem nicht. Es gab so vieles zu sehen, zu erleben, zu tun. Man hatte nicht einmal die Hälfte all dessen geschafft. Aber man hatte sich Mühe gegeben, hatte gelebt. Und das war gut so. Es reichte. Daniel tat nichts dergleichen. Er entschied sich von vornherein für die zweite Option, zu deren Ergebnis erste unweigerlich auch irgendwann führte. Er hörte einfach auf zu denken. Er schwelgte nicht in Erinnerungen, flüchtete sich nicht in Fantasiewelten, hinterfragte nicht die Grundlagen der Mathematik oder des Lebens. Er stellte seinen Denkprozess und mit ihm zusammen auch sämtliche anderen Prozesse einfach ein, schaltete sich ab, fuhr sich herunter. Entscheidung. Elizabeth, wir warten nur noch auf Ihre Bestätigung. Ihre Bestätigung? Dieses Wort rang Elizabeth ein müdes Lächeln ab. Sie antwortete nicht sofort, sondern schaute noch ein letztes Mal auf ihren Mann herab. Die Bestätigung, auf die man hier wartete, war die Bestätigung dafür, dass man ihn tötete. Aber das stimmte nicht ganz, oder? Wenn Elizabeth Daniel so betrachtete, fragte sie sich nicht zum ersten Mal, ob er nicht schon vor einem Jahr gestorben war. Der Unfall hatte ihr alles genommen, was sie so sehr an ihm geliebt hatte. Seine Güte, seinen Sanftmut, seine dummen Witze, wegen denen sie sich ständig stritten. Vor ihr lag nur noch eine Hülle. Eine leblose Hülle, die zum Leben gezwungen wurde. Durch Maschinen. Schläuche bedecken diese Hülle. Unablässig piepten die Maschinen, maßen irgendwelche Funktionen und gaben Werte wieder. Doch da war nichts mehr zu bewerten. Die Ärzte waren sich nicht sicher, ob Daniel nun hirntot war oder nicht. Alles, was sie wussten, war, dass er im Koma lag und vermutlich nie wieder daraus erwachen würde. Er reagierte auf keinerlei äußerlichen Reize. Nichts ließ darauf schließen, dass sein Hirn noch richtig arbeitete. Doch ganz ausschließen konnte man es auch nicht. Elizabeth hatte es sich ein Jahr lang angesehen. Ein Jahr lang war sie jeden Tag hierher gekommen, hatte neben ihm gesessen, mit ihm geredet und ihn dabei beobachtet. Angeblich sollen Koma-Patienten ja mitbekommen, wenn man mit ihnen sprach. Elizabeth hatte keinen einzigen Augenblick, auch nur den Hauch eines Gefühls davon, dass Daniel sie hörte. Er lag einfach nur da, beatmet und ernährt von Maschinen, und schlief. Schlief seinen endlosen Schlaf. Alles, was sie hoffen konnte, war, dass er friedlich schlief, dass ihren geliebten Ehemann keine Albträume plagten. Und wenn doch, dann würde sie ihm jetzt eine Gnade erweisen und die Albträume endlich beenden, damit er wahrhaften Frieden fand. Schalten Sie ihn ab, erwiderte Elizabeth mit klarer, aber tonloser Stimme. Das Haus, das über dem Abgrund schwebt. Tod. Das ist es, was die milchfahlen Wale sein sollten. Großmutter hatte mir als Kind erklärt, dass die letzten bereits tausende und abertausende Tage vor meiner Geburt verschwunden sind. Irgendwo in der namenlosen Stratosphäre, von der kein Mensch weiß, wie sie entstanden ist. Die Häuptlinge und andere Stammesweiber hatten es bestätigt. Und doch sehe ich nun, wie eine ganze Schule von ihnen durch die Wolken schwimmt, schwerelos, bleich, knapp über dem Rand der Welt. Das ist das Ende, denke ich, in mehrerer Hinsicht.
Die riesige Schlucht, die anscheinend keinen Grund und keine andere Seite hat, scheint mit mir zu reden. Während ich in sie hineinstarre, flüstert sie mir irgendetwas zu in einer Sprache, die nur die Stammesweiber verstehen konnten. Ich erinnere mich noch, genau wie sie in Nächten, in welchen die Monde nicht schienen, Feuer aus gelbem Gras schlugen und einen Blick in die Flammen der Zukunft warfen, während die beschnittenen Schattensänger mit den hellen, schrillen Stimmen von Eunuchen böse Geister vertrieben. Immer wenn sie aus der Trance erwachten, sagten sie uns, wir sollten nach Westen ziehen. Westen. Westen. Wo die Zeit und der Raum sich paaren und die Sterne blutend vom Himmel fallen. Wenn sie diesen Abgrund damit meinten, bin ich froh, dass sie die Reise nicht überlebt haben. Mit meiner linken Hand, die, an der mir noch 3 ganze Finger geblieben sind, ziehe ich meine Machete vom Rücken. Mit ihr habe ich Engelsmacher und Flugrösser getötet, grüne Ranken, Vetteln und gesichtslose Esser. Alles für den Stamm, alles fürs Überleben. Jeder, der in dieser Welt geboren wird, weiß, dass er entweder zu töten oder zu sterben hat. Da gibt es keinen Mittelweg. Großmutter, sie war ein Stammesweib, hat mir einmal erzählt, dass unsere Ahnen einmal in der Welt des Überflusses lebten, ehe die Götter von den Sternen kamen und den Sinn aus der Welt zogen. Sie schrieben die Gesetze der Physik neu, verbrannten die Natur zu schieren Nonsens, brachten Plagen und Bestien und Männer ohne Verstand über die Erde. Meine Machete, die zuvor die Machete von Elaak, dem Roten, und Dala mit den 30 Zähnen vor ihm war, hat diese Zeit überlebt und besteht aus einem Material, welches man Eisen nannte. Härter als Knochen und fester als Holz. Ohne Zweifel ist sie das Wertvollste, was wir je von den Karawanen der Zeitfresser erbeutet haben. Wortlos werfe ich sie in den Abgrund und sehe, wie sie im Nichts verschwindet. Ich erwarte nicht, das Geräusch zu hören, was entsteht, wenn ein Objekt auf den Boden trifft. Ein mattes Lächeln zuckt über mein Gesicht, nur um sich in Verzweiflung zu verwandeln. Soll ich jetzt etwa zurückkehren? Nach Osten? Zu den riesigen Schachfeldern und den Steinhänden der Ruinen, die nach mir greifen? Wo die Zebrahirten mich zerfleischen, wenn ich ihrer Herde zu nahe komme und Scheinschwestern mich in ihre Höhlen singen wollen? Den ganzen Unsinn meines Lebens noch einmal ertragen? Nein, alles nur das nicht. Nach Norden kann ich aber auch nicht ziehen. Dort soll es ein riesiges Binnenmeer geben, voller übersüßtem Wasser, wo sich angeblich die allerletzten Fische tummeln, die es auf der Welt gibt. Was genau ein Fisch ist, weiß ich nicht genau, aber meine Großmutter hat sie stets als Ungeheuer beschrieben, schuppig und sogar mit Flossen an ihren Seiten. Die Stammesweiber sagten auch, es gäbe keinen Süden. Der Süden sei eine Illusion, das Werk einer neunäugigen Hexe, deren Name so schrecklich ist, dass man allein von seiner Aussprache den Verstand verliert. Wer weiß, ob das stimmt, aber ich verspüre nicht das Bedürfnis, es herauszufinden. Der Westen ist die einzige Richtung, der es zu folgen gilt. Aber der Westen endet hier. Ich merke, dass ich zu weinen anfange, das erste Mal, seitdem ich ein Kind war. Mein ganzer Körper bebt, meine Finger ballen Fäuste und ein Schrei bleibt auf halbem Weg in meiner trockenen Kehle stecken. Ich presse die 12 Zähne, die mir geblieben sind, aufeinander, scharre mit ihnen, bis mein Zahnfleisch zum 3. Mal an diesem Tag blutet. Ich will das nicht. Weinen ist für Milchtrinker und Schattensänger, aber nicht für Männer. Und ich bin ein Mann, der letzte Mann, der letzte aus dem Stamm, den die Ruinenhände nicht in die Tiefe gezogen haben. Der, dem die Scheinschwester nicht bei lebendigem Leib die Haut abgerissen und Salz ins Fleisch streuten. Der Letzte, der nicht von den Türmen und Springern der Schachfelder zertreten und von den Ameisenkaiserinnen zerrissen wurde. Ich habe überlebt. Alles, was die Ahnen und Götter und Geister mir geschickt haben. Ich habe es verdient, in den Westen zu gelangen, den echten Westen und nicht diesen Abgrund. Die Milchwale sehen neugierig auf mich herab. Augen wie weiße Opale, die im Himmel leuchten.
Fresst mich doch, will ich ihnen zuschreien. Fresst mich. Beendet das traurige Spiel, welches sich Leben nennt. Großmutter hatte mir erklärt, dass die fahlen Riesen nichts als Regen und schwebende Mineralien zu sich nehmen. Aber sie hat auch gesagt, dass sie tot sind. Ein halbes Lachen mischt sich in mein Schluchzen. Werden jetzt noch andere ausgestorbene Bestien aus der Tiefe zu mir steigen? Muss ich jetzt gegen Sandegel und Rotfinger und Kängurus kämpfen? Irgendwann höre ich auf zu weinen. Eine seltsame Leere breitet sich in mir aus. Ich fühle mich bitter, blutend, geschändet vom Leben. Ich weiß, dass es nur noch eine Möglichkeit gibt. Eine Richtung, die ich gehen kann. Was es auch sein mag. Was mich dort unten erwartet, ich habe ein Recht darauf. Der Westen ist mein Geburtsrecht, der Ort, wo die Zeit und der Raum sich paaren und die Sterne blutend vom Himmel fallen. Und wenn dieser Schlund der Westen ist, dann soll es so sein. Ich schließe meine Augen, einen letzten Blick auf die Innenseite meiner Lider werfend. Ein Mann schaut nicht weg, wenn ihm der Tod gegenübersteht. Ilaak, der Rote, starb im Kampf mit einem Messinggeiger, 30 klappernde Flügel und nicht weniger Krallen. Aber als wir seine Leiche verbrannten, war sein verbliebenes Auge immer noch weit geöffnet. Da sollte ein Blick in den Abgrund eine Leichtigkeit sein. Aber noch einmal gönne ich mir die Schwärze. Zähle leise bis 6, bis mein Blut wieder ruhig ist. Ich öffne meine Augen und falle vor Überraschung fast nach hinten. Zehn Meter von der Kante entfernt schwebt ein Haus. Zumindest habe ich mir so immer ein Haus vorgestellt. Wir haben ein paar Mal versucht, welche zu errichten, aber die Welt toleriert kein sesshaftes Leben. Immer wieder kamen die Ameisen und Königsasseln, um unsere Konstruktion niederzureißen. Meistens nahmen sie ein paar aus dem Stamm mit. Dass dieses Haus überhaupt existiert, ist mir noch rätselhafter als die Tatsache, dass es über dem Rand der Welt schwebt oder dass es gerade noch nicht da war. Eine dünne, hölzerne Hängebrücke führt zu einer roten, schmucklosen, wie nannte Großmutter es nochmal? Tür, genau. Sie ist rund wie der Eingang der Höhlen, in welchen wir manchmal übernachtet haben, verdeckt mit schlecht bemaltem Holz. Aus Instinkt greife ich nach der Stelle, wo meine Eisenmachete war, aber ich greife nur in die Luft. Ich bemerke, wie Lichter in den zerbrochenen Glasscheiben der Wände brennen, gelb wie die Flammen der Stammesweiber. Jemand ist dort drin. Jemand, der Feuer schlagen kann. Jemand, der sich weiter im Westen befindet als ich. Die Haare auf meinem Rücken stellen sich auf. Ich bin nicht allein. Noch einmal blicke ich nach unten in das ewige Weiß des Abgrunds. Er kann warten. Die Milchwale beginnen seltsame, tiefe Lieder von sich zu geben, als ich den ersten Fuß auf die Brücke setze. Sie ist morsch, alt, als wäre sie schon seit 100.000 Tagen unvorhersehbaren Gezeiten ausgeliefert. Sie fühlt sich weich und nass an. Aber was soll's? Mich wundert es nicht, dass sie und das Haus auf einmal erschienen sind. Warum auch nicht? Ich habe Seltsames in meinem Leben gesehen und noch viel Seltsameres von Großmutter gehört. Wälder, in denen Uhren an den Bäumen wachsen, wandernde Berge mit Gliedmaßen aus Stein und Eis und sogar eine Zeit, in welcher nur ein Mond am Himmel stand. Warum sollte dieses Ereignis in irgendeiner Weise außergewöhnlicher sein, nur weil es am Rand der Welt stattfindet? Ich erreiche die Schwelle des schwebenden Hauses. Es ist kleiner, als ich es mir vorgestellt habe, verkümmert und grau wie ein totgeborenes Kind. Ein Schild ist neben der Tür angebracht, auf dem etwas in den Buchstaben der alten Welt steht, die ich nicht beherrsche. Lesen ist die Aufgabe von Stammesweibern und Eunuchen. Ist ja eigentlich auch egal. Ich glaube nicht, dass es mich aufgehalten hätte, das Haus zu betreten. Warme, stickige Luft umschließt mich, als ich die Tür öffne. Zwei gelbe Lichtpunkte leuchten in der Dunkelheit eines einzigen Raumes, noch verfallener als das Äußere der Hütte. Sie sitzen auf den Spitzen von zwei brennenden, im Boden steckenden Hölzern, die aussehen wie die Räucherstäbchen, die Großmutter manchmal benutzte, um Schwangere von Übelkeit zu befreien.
Sie stoßen einen Geruch aus, der mir irgendwie bekannt vorkommt. Das Einzige, was sich sonst noch im Raum befindet, ist ein uralter kleiner Mann, der im Schneidersitz auf dem Boden kauert. Ich halte den Atem an. Eine andere Person. Ein Überlebender. Ich bin nicht der Letzte, wenn das hier die Wahrheit sein sollte. Ehrfürchtig trete ich näher an ihn heran. Er ist nur noch in Lumpen gekleidet, barfuß und mit krummen Gelenken. Kein Haar wächst mehr auf seinem Kopf, nur ein langer, verfilzter Bart. Er streckt eine Hand aus, die nicht mehr als braune Haut und Knochen ist, und deutet mir an, mich auf den Boden zu setzen. Ich folge ihm. Wer auch immer es ist, ich habe das Gefühl, dass ich Respekt vor ihm haben sollte. 10 Minuten halte ich es aus, wie er mich anstarrt und schweigt, während die Räucherstäbchen ihren Gestank verströmen. Dann wage ich es, meine Stimme zu erheben. Bist du ein Mensch? Die Frage ist notwendig. Ich weiß, dass die Zeitfresser und Engelsmacher die Haut ihrer Opfer überziehen und sich unter die Stämme mischen, um Kinder zu stehlen und Frauen zu schänden. Jedenfalls taten sie das, bevor wir der letzte bekannte Stamm der Menschen wurden. Der Alte blickt mich fragend an. In der Dunkelheit sehen seine Augen aus wie 2 glühende Kohlen. Betrachte mich als einen, wenn du willst, entgegnet er schließlich. Seine Stimme klingt alt, älter als die Zeit des Überflusses, älter als alles, was die Stammesweiber im gelben Feuer sahen. Ich schlucke schwer. Er ist kein Zeitfresser und auch kein Engelsmacher, aber trotzdem muss er kein Mensch sein. Warum bist du dann hier? Entgegne ich misstrauisch. Kein Mann kann allein ohne einen Stamm überleben, ohne die Gemeinschaft und die Weisheiten der Stammesweiber. Männer errichten keine Häuser, vor allem nicht hier über dem Rand der Welt. Jetzt wünsche ich mir, meine Machete doch nicht weggeschmissen zu haben. Ich könnte dich dasselbe fragen, wenn ich nicht die Antwort wüsste, sagt er. Du bist gekommen, um den Westen zu finden, der Ort, wo die Zeit und der Raum sich paaren und die Sterne bluten vom Himmel fallen. Ein trauriger Schatten huscht kurz über sein Gesicht, das nur aus Falten besteht. Du wirst ihn nicht finden. Nicht in dieser Welt. Warst du die Stimme in den gelben Feuern der Stammesweiber, die mich hierher gebracht hat? Der Alte schüttelt den Kopf. Während er spricht, kann ich sehen, dass er trotz seines Alters noch alle Zähne hat. Es ist reiner Zufall, dass du mich hier antriffst. Ein amüsanter, aber immer noch ein Zufall. Zufall. Das ist es also, was mich an den Rand der Welt getrieben hat. Ein Kloß breitet sich in meiner Kehle aus. Warum ist das amüsant für dich? Murmle ich nicht sicher, ob ich ihm Angst einjagen will oder um seine Gunst betteln soll. Oh, ganz einfach. Du stirbst gerade, darum ist es ironisch. Tue ich das? Das wäre mir neu, aber würde mich auch nicht überraschen. Es ist 5 Tage her, dass ich etwas getrunken habe, und alles, was ich in meinem Proviantbeutel habe, sind ein paar gemahlene Heuschrecken. Natürlich wäre es besser, sie zu fangen, solange sie noch zappeln, aber lebende Heuschrecken sind eine Illusion, genau wie der Süden. Es dauert einen Moment, bis ich neue Worte finde. Wie lange? Nicht viel. Es ist bereits in deinen Knochen. Aber das ist in Ordnung. Du bist nicht der erste Sterbende, der zu mir gekommen ist. Aber ich werde der Letzte sein. Ich bin der letzte Mensch auf der Welt. Nur du und ich sind noch übrig. Und du? Du bist nicht meinesgleichen, oder? Wieder schüttelt der Alte den Kopf. Nicht mehr. Nein. Ich bin nicht mehr als ein Schatten des Fleisches, welches einst am Anfang war. 10 mal 10.000 eurer Lebensspannen wandelte ich über dieser Erde, mal als Mensch, mal als Idee, mal als Maschine. Keine Sorge, ich erwarte nicht, dass du es verstehst, aber du hast recht. Du bist der Letzte, der Allerletzte. Schweiß sammelt sich auf meiner Stirn. Der alte Mann ist kein Mensch, jedenfalls kein echter. Er ist etwas anderes, etwas Älteres. Etwas, wovor Großmutter mich gewarnt hat. Ein Geist, ein Gott oder ein Ahne. Ich schlucke schwer, als mir ein Gedanke kommt und meine Stimme klingt wie die eines Kindes, als ich die Frage stelle. Wenn ich der Letzte bin, bist du dann der Erste? Der allererste Mensch?
Nein, sagt der Alte. Ich bin der 14., der dritte Enkel des zweiten Sohns der Frau, die man Eva und Pandora nannte. Ich zittere am ganzen Körper. Dieser Mann sollte nicht hier sein. Seinesgleichen ist tot. Der letzte von ihnen starb lange vor der Zeit des Überflusses. Tot wie die Milchwale, erinnere ich mich sarkastisch. Als ich den Mut finde, wieder zu reden, ist meine Stimme weniger als ein Flüstern. Dann bist du ein Ahne. Du hast mich in diese Welt gebracht. In dieses schreckliche, blutende Leben. Warum? Ich? Das Gesicht des Alten nimmt einen Ausdruck an, den ich nicht deuten kann. Nein, die Welt passiert, egal wer unsere Vorfahren sind. Egal, wer hätte sein können und wer nicht. Dein Leben wäre so oder so geschehen. Dann erkläre es mir. Meine Stimme wird ein klein wenig lauter, härter. Warum ich? Warum wurde ich nicht zur Zeit des Überflusses geboren? Oder wenigstens als Häuptling? Warum konnte ich nicht glücklich sein? Glücklich? Der 14. Mann lacht auf. Aber das warst du doch. Du warst der glücklichste Mensch, den du kanntest. Und du warst der unglücklichste. Du wusstest, dass du die Wahrheit kanntest. Deine Wahrheit zumindest. Du wusstest, dass du der Einzige bist, der das große Bild sieht. Das Leben, die Welt, den Sinn, alle anderen. Nun, das kann dir ja jetzt egal sein, oder? Stille. Der Geruch der brennenden Sterbe brennt in meiner Nase. Irgendwann spreche ich. Meine Worte beben. Warum habe ich überhaupt existiert? Sag es mir, alter Mann! Die Miene des 14. ist auf einmal ganz kalt, wie Eis, als er antwortet. Weil die Existenz des denkenden Organs kein Anfang und kein Ende finden kann. Es könnte dir für den Rest deines kurzen Lebens erklären, und doch wäre es unbegreiflich für dich. Alles, was hier erdacht wurde, existiert nur auf anderen Ebenen. In anderen Wahrheiten. Das Denken selbst ist die Existenz. Und wer denkt, ist sich seiner Schmerzen bewusst. Gerade in diesem Augenblick läufst du seit 1000 Jahren durch die Wüste, schläfst du auf sanftweichen Kissen, nimmst du eine Frau gegen ihren Willen. Es ist ein Kreislauf von Perspektive und Bewusstsein, von Sein und Nichtsein, in dem alles gleichzeitig ist und nicht ist. Aber dir fürchte ich, wäre es nie genug gewesen. Er lacht. Es klingt nüchtern. Wahrlich, sind wir nicht alle verloren? Es reicht. Mit der letzten Kraft, die mir bleibt, werfe ich die Stäbe um und gehe dem Alten an die Gurgel. Genug mit den Rätseln und Halbwahrheiten. Fick dich! Schreie ich. Du weißt nichts! Ich hab überlebt! Hab gelebt! Hab gelitten! Warum, hä? Warum ich? Warum du nicht? Meine Finger wissen, wie man würgt, wie man das Leben ausdrückt. Sie haben mit Glastierknochen und Feuersteinen nach Nachtfaltern geworfen, haben Zebrahirten im Schlaf den Hals umgedreht. Der 14. hat keine Chance. Seine faltige Haut fühlt sich fragil und ekelhaft an. Ich merke fast gar nicht, wie ich vor Aufregung das Atmen vergesse und sich meine Kehle zuschnürt. Egal, weiter, weiter. Ein Blutgeschmack breitet sich in meinem Mund aus. Er hatte recht, als er sagte, dass ich im Sterben liege. Aber ich kann ihn noch mitreißen. Die Augen des Ahnen quellen rotgeschwollen aus ihren Höhlen hervor. Aber er verzieht keinen einzelnen Muskel. Sein Mund ist ein halb geöffnetes Loch, aus dem Ströme von rotem Speichel fließen. Draußen höre ich, wie die Wale aufschreien und spüre, wie der Boden zu meinen Füßen zu Sand zerfällt. Weißer Staub rieselt auf uns herab, als würde das Haus mit seinem Herrn untergehen. Ich ignoriere es. Das Einzige, was noch zählt, ist, ihn mit mir zu reißen. Der Ahne, das Scheusal, der 14. Mann, muss sterben. Der Druck auf meinem Hals nimmt mit jeder Sekunde zu und die Sicht vergeht mir. Ich würge ihn. Ich würge mich. Scheiß drauf. Er muss sterben. Er muss aufhören. Jetzt.
Mit einem donnernden Geräusch reißt der Boden komplett auf und gemeinsam fallen wir in die bodenlose Schlucht des Westens am Ende der Welt. Der Westen. Der Westen, der mein Geburtsrecht ist, endet. Der Mann. Der Mann, der mein Ahne ist, endet. Ich, der es bis hierher geschafft hat. Ende. Passt doch wunderbar. Der Druck breitet sich in meinem ganzen Körper immer weiter aus, zieht jede Zelle zusammen, saugt die Luft aus meinen Lungen, lässt das Blut in meinen Venen austrocknen. Aber ich klammere mich blind an der Gurgel des 14. fest. Seine Luftröhre müsste schon längst zerquetscht sein, aber ich kann seine Stimme noch hören, wie er dumpf in irgendeiner Sprache spricht, die ich nicht verstehe. Es ist nicht rechtens, dass er noch redet. Dieser Moment gehört mir. Dieser Mann gehört mir. Ich habe es verdient, ihn zu bekommen. Der glorreiche Ort, wo die Sterne vom Himmel fallen, ist eine Illusion. Genau wie der Süden. Wie die Existenz und Nicht-Existenz. Die Materie auf meiner Haut fühlt sich flüssig an, während sich mein Körper immer weiter zusammenzieht. Schwimme ich etwa? Bin ich im Wasser gelandet? Oder hat die Schlucht doch ein Ende? Der Alte ist still. Sein Hals löst sich in meinen Fingern auf. Irgendwo in der Ferne höre ich mit zerfetzten Trommelfellen, wie eine Frau schreit. Was zum? Und mit einem Mal lässt der Druck nach und kühle Nachtluft umschließt mich. Nackt und schleimig, mit Fingern, die nicht wissen, wie man würgt, versuche ich, den Mann wieder zu packen. Aber er ist weg. Zwei sanfte, riesenhafte Arme greifen nach mir. Ein einziger Mond mit der Farbe von Knochen erhält ein Gesicht. Wild und gedrungen, irgendwo zwischen einem Menschen und einem Tier, welches ich noch nie zuvor gesehen habe. Mutter, denke ich, ehe meine kleinen Fäustchen aufhören, nach dem Mann zu tasten. Mutter. Erinnerung an rosa Sonnenlicht in ihrem Bauch und meine ersten Tritte kommen kurz hoch. So natürlich, als wäre dies erst vor Stunden passiert. Es ist so intensiv, dass ich schreien muss, wobei ich einen Rest Fruchtwasser erbreche. Geboren, denke ich. Ich werde geboren. Die Welt um uns ist dunkel, ist laut, ergibt keinen Sinn. Bäume, die Blätter tragen, Insekten so klein wie Sandkörner und diese Frau, die mich gerade in ihren Armen wiegt, damit ich aufhöre zu schreien. Sie sagt Worte in einer groben, grunzenden Sprache und drückt mich an ihre haarige Brust. Alles an ihr wirkt fremdartig. Die affenartigen Züge, der kleine struppige Kopf und das Fell, das ihren Körper bedeckt. Aber ihre Augen, die hinter hervorstehenden Brauen in der Dunkelheit funkeln, sind so menschlich und klug wie von einem Mitglied meines Stammes. Auf einmal muss ich daran denken, was der 14. zu mir gesagt hat. Und ich weiß, wer sie ist. Die Erkenntnis lässt mich noch einmal schreien, hoch und schrill. Es ist die Frau, die erste. Die, die man Eva und Pandora nennen wird, lange, lange Zeit nach ihrem Zerfall. Die Ahnin der Ahnen. Ich weiß nicht, woher ich dieses Wissen nehme. Aber je mehr ich sie betrachte, desto sicherer bin ich. Und sie ist meine Mutter, meine neue Mutter. Oder doch meine alte. Ich versuche mich zu erinnern an das Gesicht der Frau, die mich in die Welt der Scheinschwestern und Schachfelder geboren hat. Aber das Einzige, was ich sehe, ist wohlige, schwarze Wärme, während mir dunkle Hände auf den Rücken klopfen. Aber da war doch was. Etwas vor diesem Sein. Da war Großmutter und die Schachfelder und ganz am Ende der 14., der noch nicht geboren ist. Oder? Die Erinnerungen an mein früheres Leben ziehen an mir vorbei, lösen sich auf, bis nur noch der nackte, blanke Wille zu überleben bleibt. Ich habe keine Zähne zum Zubeißen, keine Muskeln zum Schlagen. Also muss ich ihr vertrauen.
Mutter summt mir fast zu, als ich mich unruhig rühre. Die junge Welt um uns herum wird langsam ruhiger, während sie mich durch den Wald trägt. Das Fauchen und Heulen der nachtaktiven Tierwelt nimmt ab. Die erste Frau der Welt streift langsam durch das Unterholz. In ihren Armen der erste Mann, der einst der letzte war. Lautlos und still, stets bedacht, kein Aufsehen zu erregen. Langsam wird der Himmel über uns heller. Müde denke ich irgendwann, ich bin müde. Ich kann mich nicht mehr an eine Welt vor diesem Körper erinnern, vor Mutters Herzschlag, vor ihrer Wärme. Vielleicht ist es ja richtig so, so wie es ist. Das Letzte, was ich sehe, bevor ich schließlich einschlafe, ist, wie eine rot-orange Sonne vor uns aufgeht und ein neuer Tag anbricht. Wir ziehen nach Osten. Bootsfahrt. Was für ein herrlicher Tag. Auf dem breiten, behäbig dahinfließenden Fluss glitt das Boot ruhig unter einem blauen Himmel dahin. Die Luft war sommerlich warm und eine leichte Brise brachte eine wohltuende, sanfte Kühle mit sich. Sie streichelte über meine Beine und mein Gesicht und tränkte meine Seele mit Frieden. Schönwetterwolken garnierten den Himmel mit weißen Sprenkeln, in deren Mitte die Sonne wie eine gnädige, wohlmeinende Göttin ihren Zauber über das Land und den Fluss ergoss. Möwen riefen ihr Sonnenlob vom Himmel. Und der Nachen, dieses Kleinod, auf dem ich stand und den Tag genoss, zog langsam und stetig seine Bahn. Das Holz knarzte leicht unter den sanften Wellenbewegungen. Es war ein kleines, doch komfortables Boot, solide gebaut aus edlem Holz, groß genug für eine Person, einen Mast mit Segel und dahinter unter einem weißen Baldachin stand ein gemütlicher Stuhl. Auf einem Tisch daneben eine Schale mit frischen Trauben und einem Krug des herrlich frischesten Wassers. Ich stand am Heck des Bootes und hielt das Ruder, obwohl das eigentlich nicht nötig war, denn es zog gemächlich seine Bahn auf dem breiten Strom. In einiger Entfernung, an den fernen Ufern, wogten bewaldete Hänge sanft im Wind und trugen einen würzigen Duft über das Wasser. Die Wellen glitzerten wie Diamanten auf dem Wasser und Schilfrohr wuchs in den Fluss hinein. Es war paradiesisch. Ich weiß nicht, wie lange die Fahrt schon ging. Es kann ewig gewesen sein. Ich hatte keine Ahnung mehr, wie lange ich unterwegs war, wo mein Boot abgelegt hatte, wohin der Strom es tragen sollte oder aus welchem Grund ich aufgebrochen war. Um ehrlich zu sein, ich weiß nicht einmal mehr, ob dieser Fluss überhaupt jemals einen Namen hatte. Gab es Völker, Menschen und Kulturen, die ihn benannt und besungen haben? Die ihn als Gottheit verehrt und Gold als Lobpreis in seinen Fluten versenkt haben, andächtig versunken in stiller Ehrfurcht? Es schien mir, als wäre ich der erste Mensch überhaupt, der es wagte, der so frevelhaft wagemutig war, es zu wagen, ihn zu befahren. Keine Bauwerke säumten seine Ufer, keine menschlichen Gedanken zwängten diese Erfahrung in eine Form. Ich war vollkommen in einem vollkommenen Moment, fern von den Gründen meiner Reise und fern von meiner eigenen Biografie. Würdet ihr mich fragen, wer ich bin, was könnte ich schon erwidern? Ich wüsste es nicht. Und angesichts dieses erhabenen Moments wäre alles, was ich hätte sein können, klein und nichtssagend. Ich hätte ein Bettler sein können, ein Dieb, der dieses Paradies aus Holz gestohlen hat, um in der Fremde ein neues Glück zu suchen.
aber auch ein König, der seinen Palast aus Gold und Kristall verlassen hätte, um auf dem Fluss Zwiesprache mit Gott zu halten. Ich wüsste es nicht. Das Jetzt war so übermächtig, dass ich mich selbst vergessen hatte. Ein vollkommenes, ewiges Glück, dem Namen und Geschichten fremd waren. Ich atmete tief ein, während ich die Vollkommenheit des Moments genoss, lauschte den Möwen und den Wellen, die den geschwungenen Bug meines Bootes liebkosten, und roch den Duft der fernen Wälder und des nahen Wassers. Ein leises Geräusch riss mich kurz aus meiner Versunkenheit. Es klang, als wäre es sanft gegen mein Boot gestoßen. Treibgut vielleicht. Ein Ast von einem der vielen Bäume der Uferwälder. Es war mein Moment. Mein vollkommenes Glück. Also war es auch meine alleinige Entscheidung, über die kunstvoll gearbeitete Reling ins Wasser zu schauen, um zu sehen, was dort gegen das Boot gestoßen war. Keine Moral, keine Sitte zwang mich dazu. Erfüllt von einer tiefen Zufriedenheit beugte ich mich vor und sah ins Wasser. Ich sah nichts. Ich glaubte vielleicht, die Idee eines Schattens in die Flusstiefen abtauchen zu sehen. Doch es könnte auch nur ein Wellenschatten gewesen sein. Ein Fisch vielleicht. Ein Otter. Wer wusste schon, welchen anderen glücklichen Seelen die Gnade zuteil wurde, an diesem herrlichen Ort sein zu dürfen? Mir jedoch wurde beim Anblick über die Reling die Gnade zuteil, den Geruch des dahinströmenden Wassers tief einzuatmen und als ich mich wieder aufrichtete, das Glitzern der Sonnenstrahlen auf den Wellen zu genießen. Mein Moment war perfekt. Doch dann hörte ich wieder das Geräusch. Es klang erneut, als wäre etwas gegen das Boot gestoßen. Natürlich war das nicht auszuschließen, in einer so unberührten Landschaft. Als ich abermals über den Rand des Bootes sah, sah ich ganz deutlich einen Schatten in der Tiefe verschwinden. Ein dunkles, gegenständliches Aufblitzen im Wasser. Vielleicht ein Baumstamm, der schwer unter Wasser trieb und dessen Äste den Rumpf meines Bootes streiften. Doch was es auch war, es war in der Tiefe verschwunden. Und ich setzte mich herausgerissen aus der meditativen Tiefe des vollkommenen Moments, eine Weile auf den Stuhl unter dem Baldachin, aß ein paar herrliche süße Trauben, vergaß die kleine Irritation bald wieder und versank wieder in der Schönheit all dessen, was mich umgab. Doch ein Schreck durchzuckte mich, als das Geräusch wiederkehrte. Zwei dumpfe Schläge gegen den Bug. Es war eindeutig kein Ast. Es war eine dieser Gewissheiten, die man hat und die einen durchzuckt im Bruchteil einer Sekunde. Jemand hatte an das Boot geschlagen. Entsetzt sprang ich auf und schaute wieder ins Wasser. Ich sah nichts. Doch als ich meinen Blick über den Fluss streifen ließ, war mir, als wäre das gleichmäßige Funkeln der Sonnenstrahlen auf den Wellen des Stroms hier und da unterbrochen. Ungleichmäßig. Gestört. Aber es hätte auch Einbildung sein können. Es hätte alles Einbildung sein können. Was wusste ich denn schon von diesem Ort? Nichts. Ich wusste ja nicht einmal mehr, wer... Da! Wieder das Geräusch. Direkt neben mir im Wasser. Ich schaute nach unten. Entsetzt sah ich eine Hand, die an den Bootsrumpf schlug und wieder daran herunterrutschte, bevor sie wieder im Wasser versank. Der Schatten eines Menschen versank in der Tiefe des Wassers. Es war real. Ich hatte es gesehen. Entsetzt taumelte ich zurück, angefüllt mit einem unsäglichen Schrecken. Tausende Gedanken durchströmten mich gleichzeitig. Was sollte ich tun? Hinterher springen, um die Person zu retten? Warten, ob sie wieder auftaucht? Tun, als wäre nichts geschehen? Ich könnte ans Ruder gehen und einfach die Fahrtrichtung ändern. Wie gebannt schaute ich weiter ins Wasser und meinte etwas entfernt kurz eine Hand die Wellen durchbrechen zu sehen, bevor sie wieder unterging. Doch vermutlich war dort nichts. Sicherlich spielte mein Geist mir Streiche. Wer sollte hier schon sein? Nixen? Nymphen? Vermutlich war die Hand, die an das Boot schlug, nichts weiter als eine Halluzination, die mein Geist ersann, weil er so sehr in der Ruhe versunken war und... Nein,
da, in der Ferne, ganz eindeutig, ein Arm, eine Hand und ein Kopf durchschossen die Wasseroberfläche. Das nasse, lange Haar klebte ihr dicht am Kopf. Die Augen aufgerissen, öffnete der Mensch den Mund zu einem grauenhaften, tiefen, röchelnden Einatmen, bevor sie einen verzweifelten Hilfeschrei ausstoßend wieder im Wasser verschwand. Ich war geschockt. Nun war es nicht länger zu leugnen. Da war etwas im Wasser. Menschen, die ertranken. Aufgewühlt schaute ich ins Wasser neben dem Boot, wo ich die Hand gesehen hatte, und sah den Umriss eines Menschen unter Wasser. Sein Gesicht war bleich und starrte zu mir empor. Die Haare bewegten sich gespenstisch in den Fluten. Er hatte mich gesehen. Seine Hand schlug wieder gegen das Boot. Ich taumelte zurück und hörte, wie der Mensch tief und entsetzt einatmend seinen Kopf aus dem Wasser hob und mit heiserer Stimme um Hilfe schrie. Es war so grauenhaft, dass ich mir die Hände auf die Ohren presste und ebenfalls schrie. Ich war hilflos und wusste nicht, was ich tun sollte. Vorsichtig kroch ich auf allen Vieren an die Reling und wagte einen angsterfüllten Blick über das Geländer meines bis dahin so friedvollen Bootes. Und ich sah, wie die Person im Wasser erneut die Hände nach mir ausstreckte. Entsetzt wimmerte ich und schüttelte verneinend den Kopf. Ich sah die Angst in den Augen des Ertrinkenden. Und dann, es hätte furchtbarer nicht sein können, kamen aus der Tiefe weitere Hände und zogen den Mann nach unten. Es war, als kletterte ein Mensch an ihm empor, der es nicht schaffte, die Oberfläche zu erreichen. Dort ertranken mehrere Menschen. Woher waren sie gekommen? War ein Schiff dort gesunken? Als ich suchend meinen Blick über den Fluss wandern ließ, sah ich jetzt an mehreren Stellen Hände und Köpfe aus dem Wasser ragen. Ein fürchterliches Röcheln und Atmen, Gurgeln, Plätschern und Rufen drang von allen Seiten auf mich ein. Überall waren Menschen im Wasser. Warum schwammen sie nicht ans Ufer? Ich schaute durch das Schilfröhricht zum Flussufer und sah große Brombeerhecken drohend ihre Dornen wie ein Schutzwall zum Wasser hinrecken. Kein Mensch konnte dort an Land gehen. Schon im schlammigen Flussgrund hätten sich Dornen in seine Hände und Füße gebohrt. Auf einmal sah die Landschaft nicht mehr so friedlich aus, sondern abweisend und bedrohlich. Die Wolken warfen kalte Schatten auf nun drohend murmelnde Bäume. Ich wusste nicht, was ich tun sollte. Aufgewühlt tigerte ich hin und her. Immer wieder schlugen jetzt Hände von allen Seiten an mein Boot, bevor sie von anderen Ertrinkenden wieder in die Tiefe gerissen wurden, die ebenfalls bei mir nach Sicherheit suchten. Ich sah, wie einige Meter entfernt eine Frau auftauchte und nach Luft rang. Doch im selben Moment schlangen sich Arme um sie und eine weitere Frau drückte sie an ihr emporkletternd wieder unter Wasser und streckte flehend ihre Arme nach mir aus. Ich konnte ihr nicht helfen, es waren so viele. Was, wenn sie mein Boot zum Kentern brachten, während sie massenhaft über die Reling kletterten? Niemandem wäre damit geholfen. Ich konnte ihnen nicht helfen. Wohin sollte ich sie auch bringen? Der Fluss brodelte und das Wasser kochte. Überall rangen Menschen um Luft und suchten verzweifelt nach Sicherheit. Dann schaffte es einer der Ertrinkenden, sich am Geländer des Bootes festzuhalten. Das Boot schwankte und ein eiskalter Schrecken durchfuhr mich. Eine graue, nasse Hand klammerte sich an mein Boot und eine weitere folgte. Die Person versuchte zweifelsohne, sich am Bootsrumpf emporzuziehen. Ich sprang auf ihn zu und sah seine verzweifelt aufgerissenen Augen. Ich konnte ihn nicht aufs Boot lassen. Es waren einfach zu viele. Sollte ich alle retten? Ich fühlte mich wie der schlimmste Mensch der Welt, als ich seine Finger vom Geländer löste. Ich sah die Verzweiflung in seinen Augen und stammelte eine Bitte um Vergebung, bevor er zurückstürzte in die Fluten, wo er sogleich von anderen Menschen unter Wasser gedrückt wurde, die ihre Hände nach mir ausstreckten und um Hilfe röchelten. Ich schrie verzweifelt. Der Wind wurde kälter und zerrte am Baldachin und dem Segel, das knatternd im Wind schlug. Schneidend pfiff er über das aufgewühlte Wasser, in dem zahllose Menschen verzweifelt um ihr Leben kämpften. Sie reckten ihre Arme in meine Richtung und schrien um Hilfe, bevor sie in die Tiefe gerissen wurden und andere ihre Arme flehend nach mir ausstreckten. Ich musste selbst in Sicherheit bleiben. Immer mehr Menschen versuchten nun, auf mein Boot zu kommen. Ich nahm die Wasserkaraffe und schlug damit auf die Hände und Finger.
Ein zäher Kampf. Was für ein Horror. Schwarze Wolken verdunkelten jetzt den Himmel und ich hoffte, der Wind würde mich schnell von hier fortbringen. Doch soweit ich sehen konnte, überall waren Ertrinkende. Der Wind wurde immer schneidender und stärker, so dass ich das Segel einholen musste. Im Sturm zuckten Blitze und sein Brüllen vermischte sich mit dem Schreien und Flehen der Menschen im Wasser. Ich hastete von Seite zu Seite, um die Menschen daran zu hindern, mein Boot zu stürmen. Es schwankte unter dem Ansturm der Leiber, die an ihm rissen. Das Wasser war schlammig aufgewühlt. Im Schein der Blitze sah ich am Ufer Bäume unter dem Sturm brechen. Was für ein apokalyptisches Bild. Immer schlammiger wurden die Fluten, in denen die Leiber schrien, gurgelten und miteinander rangen, um atmen zu können. Fingernägel bohrten sich in Fleisch, Füße traten in Gesichter und verzweifelte Menschen wühlten sich zwischen den Leiberfluten an die Oberfläche. Ihr Kampf wühlte den Schlamm des Flussgrundes so sehr auf, dass das Wasser immer zäher, dunkler und fester wurde. Als wäre der Fluss selbst eine reine Schlammlawine. Zäh, fest. Die Menschen mussten alle Kraft aufbringen, um sich an die Oberfläche zu kämpfen. Mein Boot schlingerte und tanzte auf den Schlammmenschenwogen. Ich hatte Mühe, nicht selbst über Bord zu gehen und einer von ihnen zu werden. Von diesen grauenhaft verlorenen Wesen. Ich schlingerte von Bootsseite zu Bootsseite, um die Finger vom Geländer zu lösen. Einige musste ich brechen. Das Brüllen des Schmerzes ging unter im Chor der Verzweifelten und Röchelnden. Wie sie schrien. Ein Chor der Verzweiflung. Auch ich schrie unter den Blitzen und versuchte, die Kontrolle über das Boot zurückzuerlangen. Doch immer mehr Menschen rissen an ihm. Ich hörte Holz brechen, doch ich wusste nicht, woher das Geräusch kam. Dann verwandelte sich das schlammige Wasser langsam in eine zähe, breiige Masse. Das Boot stoppte und ich spürte, wie es sich neigte. Es wird kentern, schrie ich. Niemand wird sich retten können, wenn ihr es versenkt. So lasst doch ab von eurem Tun! Doch vergebens. Verzweifelte Arme rissen unter einem aufgewühlten, blitzdurchzuckten Himmel am Boot. Und dann kenterte es. Ich fiel in diesen schlammigen Brei mitten in diese Leiberflut. Ein aufgewühltes Meer aus Gliedmaßen und Händen, die sogleich an mir zerrten. Ich konnte noch kurz Luft holen, bevor mich Arme nach unten rissen und mich unter sich begruben. Ich versank im Meer der Ertrinkenden. Panik durchschoss mich und ich versuchte verzweifelt, mich an den Leibern vorbei nach oben zu kämpfen, um Luft zu kriegen. Meine Fingernägel krallten sich in Fleisch und meine Füße traten gegen Gesichter und Leiber im verzweifelten Kampf an die Oberfläche zu gelangen. Panik und Todesangst durchschossen mich. Ich kämpfte, doch ich wurde nach unten gedrückt, während andere sich an mir hochzogen. Ich schluckte Schlamm und starb nicht. Und so kämpfte ich mich wieder und wieder durch das Brackwasser, Hände, Körper und Beine nach oben, um Luft zu holen, und wurde wieder und wieder in die Tiefe gedrückt. Ich war einer von ihnen. Und dann? Es musste eine Ewigkeit gewesen sein, die ich dort war und mit den anderen Ertrinkenden um Luft und Rettung kämpfte. Es war grauenhaft, traumatisch. Irgendwann, es mögen tausende Jahre gewesen sein, ich meine, ich hatte das Gefühl, ewig dort in diesem Kampf ums Überleben gefangen zu sein. Ich hatte kein Zeitgefühl. Irgendwann sprach eine Stimme zu mir: Geh, dies ist noch nicht deine Zeit und... Sie warten hier im Krankenhaus auf. Was ist denn passiert? Erinnern Sie sich nicht mehr? Sie haben Fahrerflucht begangen und zwei Menschen sind gestorben. Auf ihrer Flucht vor der Polizei hatten sie einen Unfall. Und anscheinend ein Nahtoderlebnis. Ich war in der Hölle? Oh nein, aber nicht doch. Die Hölle ist ein schrecklicher Ort, an dem Sie ewiger Verdammnis anheimfallen. Hier an diesem Ort können Sie zur Ruhe kommen und vergessen. Alle vergessen hier. Kommen Sie nur zum Fenster. Schauen Sie doch, was für ein fantastischer Tag es ist.
Herrlich, oder? Ja. Vergessen Sie die Schrecken, die Sie durchlebt haben. Erholen Sie sich davon. Das scheint mir eine gute Idee zu sein. Genau. Einfach mal den Kopf von allem Schlechten freimachen. Merken Sie es? Ja. All das scheint fast wie ein böser Traum. Ein böser Traum. Ganz genau. So ein schöner Tag. Ja. Unten am Fluss haben wir ein Boot für Sie zurechtgemacht. Mit Trauben und frischem Wasser. Genießen Sie eine herrliche Zeit auf dem Fluss und kommen Sie wieder zu Kräften. Das klingt wirklich nach einer guten Idee. Sehen Sie? Kommen Sie, ich bringe Sie zum Anleger. Ich folgte ihm und alles Schlimme wurde von einem wundervollen Tag hinfortgetragen. Doch ein ungutes Gefühl blieb. Kommen Sie, Ihr Boot steht bereit. Wir haben herrlich süße Trauben für Sie bereitgestellt. Genießen Sie die Fahrt. Ich betrat das Boot. Was für ein herrlicher Tag.